Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, heute ist das Video mal ein bisschen anders aufgebaut. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum lieben Mirko von Prehistoric Zone und wir machen heute Abend zur Aufnahme dieses Videos unseren Jurassic Livestream rund zum Thema oder generell um das Thema Jurassic World Chaos Theory. Wir haben es jetzt gleich geschafft. So, das Navi sagt mir, ich bin jetzt gleich da, aber ich bin hier mitten im Wald. 200 Meter, links ab. So, ist halt wirklich eine enorme Reizüberflutung hier. Ich kann die ganzen Eindrücke jetzt hier auch gar nicht im Video sammeln. Das heißt, wenn ihr mal alles von diesem Raum hier sehen wollt und generell mehr über Sammelfiguren und alles drumherum, um dieses ganze Merchandise, Jurassic Park, du sammelst aber auch andere Dinosaurier. Ganz normale Dinosaurier, genauso. Also ist ja. Das ist wirklich krass. Also ist wirklich krass. Deswegen auf jeden Fall, da, guck mal, wie groß der ist. Auf Mirkos Kanal vorbeischauen, abonnieren und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Livestream, mit dem Live-Talk zu Jurassic World Chaos Theory. Viel Spaß. Und damit einen wunderschönen guten Nachmittag, sagen wir mal. Ja. Zum Spoiler-Talk zu Jurassic World Chaos Theory. Ich sehe gerade schon, dass der Chat wirklich sehr aktiv ist. Wir gehen sofort auf alle Sachen ein. Wir müssen zuerst aber die Grunddinge hier ganz kurz mal klären. Zum einen passt das mit dem Ton einigermaßen. Hört ihr uns? Ist alles synchron? Das ist ganz wichtig. Und dann werden wir mal ganz kurz darauf eingehen, wie wir jetzt hier in diesem Gespräch das Thema Jurassic World Chaos Theory behandeln werden. Tatsächlich, nur so zur Info, wir haben zwei Streams laufen. Einmal beim Tobi auf dem Channel, wo ihr alle wahrscheinlich drin seid. Und einmal bei mir zum Test. Und ja, also nicht wundern, wenn die Tonqualitäten unterschiedlich sind in den jeweiligen Streams, weil wir eben zwei Setups aufgebaut haben. Das heißt, ihr könnt auch gerne den lieben Mirko unterstützen, wenn ihr mal auf seinen Kanal vorbeischaut. Und ja, wir werden gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was wir jetzt so in Zukunft alles vorhaben. Ganz wichtig, jetzt dürft ihr übrigens spoilern. Es hat einige von euch sehr viel Kraft gekostet und ein paar Bands hat es auch gehagelt, weil ihr es nicht lassen könnt zu spoilern. Jetzt könnt ihr hier alles raushauen und wir quatschen jetzt ausführlich über die Episoden, beziehungsweise habe ich mir gedacht, wir lassen nochmal so Revue passieren, was in der Ursprungsserie passiert ist. Mhm. In Camp Cretaceous gehen dann über zu Chaos Theory und bequatschen da mal so die einzelnen Ereignisse. Episodenweise oder wie auch immer. Aber zuerst müssen wir gucken. Super Ton, Ton ist gut. Wow, was ein geiles Set. Ja, tatsächlich, ne? Ja, danke. Tatsächlich auch so eingerichtet, dass man hier eben öfters Livestreams machen kann. Ist auch meine Premiere so gesehen. Also es ist jetzt zum ersten Mal, dass wir hier live streamen in diesem kleinen Studio. Kleinen Studio, wie gesagt. Haben auch einiges vor und werden da mit Sicherheit noch was raushauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt Minderwertigkeitskomplexe zu Hause haben. Das Ding ist, du musst wissen, meine Freundin betitelt meinen Raum schon immer als mein Kinderzimmer. Mhm. Ich bekomme Sprüche ab wie, ich habe das Haus gesaugt, aber in deinem Zimmer saugst du alleine. Das bekomme ich wirklich ab. Jetzt, wo ich das hier so sehe, muss ich wirklich sagen, da ist meins echt ein Kinderzimmer dagegen. Weil musst du dich auch selber drum kümmern, trotzdem. Ja, das ist schon richtig. Ein bisschen Verantwortung habe ich auch selber. Ah, ihr könnt mich alle mal so hart. Okay, gut. Also ihr Lieben, der Ton passt auf jeden Fall. Servus, Servus zurück. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ihr könnt ja mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, was eure Top- und was eure Flop-Momente aus der Serie gewesen sind. In der Zwischenzeit fassen wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, was denn passiert ist in der Serie davor. Von dir weiß ich, du hast geguckt. Bis Staffel 2, 3 ungefähr. Und dann war es mir ja ein bisschen zu kindlich, sage ich mal. Ein bisschen zu viel Animation. Darauf kommen wir noch mal zu sprechen. Das war aber genau, da bist du dann wahrscheinlich derjenige, der da deutlich mehr weiß als ich, was da vorher abgegangen ist. Ich finde, der Kritikpunkt, das ist zu kindlich. Ich finde, der zieht halt überhaupt nicht. Mhm. Aber da können wir gleich gerne mal drüber sprechen, weil diese Kinderserie sehr viel richtig macht. Mhm. Im Endeffekt, was ist denn passiert? Jurassic World Camp Cretaceous ist eine Serie, die uns parallele Ereignisse zu den Filmen zeigt, in welcher wir eine Gruppe von Kindern verfolgen, die auf der Insel zurückgelassen werden, nachdem und während der Jurassic World Park ausgebrochen ist. Und dann müssen die auf der Insel überleben.
ja gut, Staffel 1 bis 3, sage ich jetzt mal, da verfolgen wir eben noch die gesamte Gruppe, die Nublar Six, wie sie dann auch genannt werden, auf der Isla Nublar, wie sie eben versuchen, da runterzukommen. Das ist so die das Grundgerüst dahinter. Dann in Staffel 4 und 5 passieren Dinge. Weißt du, was da passiert? Ich habe mal gesehen, dass sie ja nochmal auf eine andere Insel kommen. Ja. Und dann mit Robotern und auch Säbelzahntigern und allem drum und dran. Also das eskaliert da schon noch ein bisschen, sage ich mal. Und habe dann auch gesehen, dass sie irgendwie die Dinos steuern mit PlayStation-Controllern von mir aus. Das habe ich auch noch alles mitbekommen. Also so im Groben und Ganzen habe ich immer mal ein bisschen was gesehen. Es sind halt wirklich PlayStation-Controller. Ja. Das ist ja kein Scheiß. Das ist keine Metapher oder so. Ja, diese Insel ist die sogenannte Mentacorp-Insel. Mhm. Eine Insel, auf welcher es unsichtbare Gebäude gibt. Wir haben laserschießende Hunde, Säbelzahntiger. Wir haben auch verschiedene Areale, ne? Ja, wir haben verschiedenes Wetter. Mhm. Das Wetter wird da kontrolliert. Es ist also ein bisschen wie ein Fiebertraum, sage ich immer, die ganze Nummer. Das Ende ist dann folgendermaßen. Die Kids schaffen es von der Insel runter. Alle überleben. Und dann bekommen wir einen kleinen Timeskip. Da sind die schon ein bisschen erwachsener geworden. Ach, der passiert noch in der Camp Cretaceous-Serie. Ja, aber nicht der große. Also die sind dann noch nicht so alt wie jetzt in Chaos Theory. Aber in dieser Serie gibt es schon einen Timeskip, wo sie schon noch mal ein bisschen älter werden, 2-3 Jahre. Genau. Okay. Und zwar ist der Timeskip genau dann, wenn im Lockwood-Anwesen Dinosaurier ausbrechen. Mhm. Und dann taucht dann irgendwann vor Darius zu Hause taucht der Brachiosaurus auf. Mhm. Und dann ist ein Cut, dann ist alles fertig. Warum bekommen wir den Timeskip? Damit wir sehen, was aus den verschiedenen Figuren geworden ist. Mhm. Wir, Kenji, kennst du noch? Ja, das ist der Reiche, ne, der hat keine Familie im Endeffekt. Der jetzt in der neuen Serie dann klettert und keine Ahnung was. Genau. Der hat keine Familie, dem sein Papa ist ein kleiner, korrupter irgendwas. Und deswegen wird er dann von der Familie von Darius adoptiert. Mhm. Das ist nochmal wichtig eigentlich für die Geschichte, weil das auch alles dann irgendwie eine bestimmte Konsequenz hat. Eine Sache, die den Film ja komplett fehlt. Mhm. Die haben wir jetzt hier gegeben. Und Darius ist auch schon ein bisschen älter geworden. Ganz wichtig, wir bekommen vorher noch einen Anruf von Brooklyn zu sehen. Mhm. Die ruft nämlich Darius und Kenji an und sagt, dass sie einem Geheimnis auf der Spur ist, was sie in der Nähe vom Lockwood-Anwesen mitbekommen hat. Das wird, glaube ich, sogar noch gesagt. Und das war dann auch noch in der vorherigen Serie. Das erfahren wir aber nicht, ob sie dasselbe entdeckt hat. Mhm. Da ist ja nochmal ein Zeitpunkt dazwischen, wie gesagt. Ja. Aber es kann schon so ein Aufbau dafür gewesen sein. Ich glaube, dass sie mehr darauf eingehen wollen, dass sie mitbekommen hat, dass im Lockwood-Anwesen Dinosaurier beherbergt wurden. Ja, das ist eigentlich so die Grundgeschichte, das ganz grobe Grundgerüst von Camp Cretaceous, von der Kinderserie Camp Cretaceous. Finde, muss ich aber hier sagen, in der Nachfolgerserie jetzt Case Theory haben sie es echt gut gemacht, dass man als Nicht-Camp Cretaceous-Zuschauer das auch relativ gut versteht, was da passiert in der Serie. Also selbst mit relativ wenig Wissen kann man auf dieser Serie aufbauen. Ne? Also man versteht schon einiges, wenn man halt mal zwischendrin mal ein bisschen was reingeguckt hat. Ne? Ich glaube einfach, die versuchen Staffel 4 und 5 auch so ein bisschen zu verdrängen. Mhm. So wie sie versuchen, Jurassic Park 3 zu verdrängen. Das ist ja so ein Ding. Man versucht alles, was nicht ansatzweise erfolgreich war oder was auch nur ein bisschen Kritik bekommen hat, irgendwie unter den Teppich zu kehren. Hast du das mit Kennedys Vater verstanden, ohne zu sehen? Ich weiß gar nicht, wann das wurde, glaube ich, erst in Staffel 4 also, und 5 der hat erklärt. Ja irgendwie in Mentacorp investiert oder keine Ahnung, oder mit Geld unterstützt oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr so. Genau, also, wie tief er drin war, aber er hat irgendwie da drin gesteckt. Irgendwie genau. So, genau. Ja. Also das habe ich um die auf der Farm gelebt hat, Wiese. Sammy. Die Sammy, genau. Und die hat ja irgendwie die Gruppe verraten gehabt oder irgendwas. Da war ja noch was, ne? Ja, die hat ein doppeltes Spiel gespielt, weil ihre Eltern, die waren, glaube ich, bei Mentacorp verschuldet. Mhm. Ihr könnt mir noch mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, wie das genau abgelaufen ist. Ich habe es gerade echt nicht mehr im Hinterkopf. Ich schaue jetzt hier mal kurz durch die Kommentare durch. Der Hintergrund ist cool. Finde ich auch. Und da einfach so ein fettes Anon Kaijuverse. Kurze Info. Bei mir im Mini-Chat wurde geschrieben, der Stream hier ist schneller. Also mit dem iPhone. Der Stream ist schneller? Ja. Das liegt aber nicht am iPhone, das liegt an den YouTube-Einstellungen. Ah, so, interessant. An die Latenz, die kannst du umstellen. Wie gesagt, das finde ich ganz interessant. Aber gut, dann gucken wir mal bei dir in Chats. Ui, das ist ja... Ja, Momente solltet ihr mal schreiben, die ihr geil fandet.
Super Ton, das haben wir alle schon gehabt. Dann mal die Frage an dich gerichtet jetzt. So, du hast eben gerade gesagt, dir wäre die Serie zu kindlich. Ja, sie hat mich halt nicht gecatcht, sagen wir es mal so. Ist das aber so ein Ding vom Style her? Von der Animation her hat es mich halt einfach nicht so ganz gecatcht. Und halt, dass sehr wenig Konsequenzen irgendwie in dieser Serie passiert sind. Also, ich weiß nicht, vielleicht vergleiche ich es doch noch zu viel mit Jurassic Park, ne, wo halt die Leute sterben und keine Ahnung. Ne. Das war für mich immer so ein bisschen so ein relativer Unrealismus, dass die Kinder da auf der Insel leben, ne, und bewaffnete Männer auf einer Insel alle reihenweise sterben. Ne. Und dieser Aspekt halt. Ja. Ich habe jetzt die ersten zwei Staffeln nur gesehen, deswegen kann ich nur von dem sagen und hören, was ich gesehen habe. Ja. Ne? Und das ist das halt. Ne? Aber auch so vom Animationsstil her selbst war ich jetzt auch nicht so der Freund von. Ne? Muss aber jetzt, das kann sein. Ja, muss das aber jetzt auch sagen, dass jetzt in der neuen Serie die Dinosaurier unheimlich gut animiert waren. Also ja. Das fand ich echt wirklich super klasse, wie die animiert haben. Und ja. Ist dir aufgefallen, dass die weniger ruckartige Bewegungen gemacht haben? Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber wäre es so gewesen, wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Es ist so. Tatsächlich. Also, relativ flüssig. Ja, zu der Sache mit der Kinderserie. Ich weiß, dass es auch sehr viele da draußen abgeschreckt hat. Wahrscheinlich jetzt keinen der Zuschauer hier. Ich denke mal, wer jetzt hier im Chat ist, wird auch die Serie irgendwie geschaut haben. Der Aspekt, das ist eine Kinderserie, schreckt ultra viele Leute davor ab, die Serie mal zu schauen. Ja. Weil du sagst, die hat keine Konsequenzen. Mhm. Ich sag ganz ehrlich, die hat wesentlich mehr als die Jurassic World Filme. Die sind konsequenter. Es gibt Situationen, die sind durchdachter. Ist als das Beispiel, auch schwer? Ja, gut, ja, aber das ist ja kein Ding. Nee, aber klar, das ist... In Jurassic World Dominion haben wir eine Figur namens Owen, oder generell in Jurassic World Filmen, die aus Situationen herauskommt, indem sie so macht. Ja. Das ist sehr, sehr häufig so. Mhm. Das haben wir jetzt hier zum Beispiel eher weniger. Die Geschichte rund um die Nublar Six ist interessanter aufgebaut, weil alle davon haben eine Backstory. Mhm. Ob du die kennst, weiß ich jetzt gar nicht. Also die haben aber alle, die sind alle nicht die Personen, die sie am Anfang vorgeben. Das heißt, der reiche, selbstvertraute, lustige Snob, nenne ich ihn einfach mal. Hat halt diese elterlichen Probleme. Genau, genau. Darius mit seinem Vater, der halt nicht rausgerückt hat. Also, ich glaube, das hat man. Dass er Krebs hat er, glaube ich, gehabt. Der hat auf jeden Fall eine Krankheit gehabt. Genau, aber das hat er ja auch am Anfang nicht erzählt. Genau. Also, das war ja alles so. Ich glaube, die Brooklyn, die hat ja auch irgendwas gehabt. Ne? Brooklyn und Jess haben diesen Druck von ihren Eltern im Hintergrund, genau. Beziehungsweise von dem Sport auch. Genau, genau. Und das sind eben alles so Hintergrundgeschichten, die auch in der Serie selber benutzt werden, um die Geschichte zu erzählen. Das finde ich extrem genial gemacht. Und da kann man sagen, ja, eine Serie hatte auch wesentlich mehr Spielraum bei sowas. Mhm. Dr. Alan Grant war aber auch wesentlich mehr ein Charakter als jetzt ein Owen Grady, finde ich. Und das macht die Serie auf jeden Fall sehr gut. Ich mag diese Herangehensweise beim Storytelling an sich. Owen Grady, aka Dinos mit der Handzähme. Ja, genau, genau. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie Owen sich aus Situationen wieder rausgehand bewegt hat. Das ist also, ich will jetzt gar nicht schon wieder anfangen, so über Jurassic World herzuziehen, aber ihr solltet mir eigentlich mal in den Chat reinschreiben, was eure Top-Momente waren aus der Serie. Habt ihr das überhaupt gemacht? Meine Wohnung sieht aus wie Tobis Zimmer. Das ist gut. Ist übrigens aber auch Copyright, das heißt, es gibt eine Anzeige. Ich musste mich auch durchquälen, danach fand ich die Serie besser als die Filme. Geht mir auch so. Ich musste mich durch die ersten drei Episoden durchquälen. Weil... Die waren ein bisschen langatmig, ne? Nein, die waren dumm. Dumm? Die waren wirklich dumm. So kann man es auch sagen. Es ist... Also Jurassic World generell hat ja diesen Park aufgebaut, der ultra unsicher ist. Mhm. Also du hast da Menschen, auf diesem Areal stehen, Wächter, Wachen, die überfordert sind, wenn Dinosaurier ausbrechen. Ja. Das ist deine einzige Aufgabe, in so einem Park darauf zu achten. Das ist wie wenn du, was weiß ich, im Zoo arbeitest, musst da aufpassen und kriegst einen Flipper, wenn ein Tiger ausbricht. Mhm. So, das ist deine Aufgabe in dem Augenblick. Im Jurassic World Park darf jeder Trottel mit den Gyrosphären frei in Gehegen rumfahren. Mhm. Wie blöd ist das denn? Also, und die Serie Jurassic World Camp Cretaceous hat zum Anfang etwas gemacht, was mich sehr gestört hat. Die hat diese Dummheit weiter fortgesetzt.
Es gab eine Situation, da wurden die Kinder zusammen mit den zwei Aufpassern, ich habe den Namen wieder vergessen, die werdet ihr jetzt aber kennen im Chat, die fahren zu einer Herde Dinosaurier hin. Mhm. Dann fängt ein Gewitter an, die Saurier fangen an nervös zu werden. Was machst du jetzt? Du hast eine Gruppe Kinder dabei, die Saurier werden nervös. Die Antwort dieser beiden Aufpasser ist, wir lassen die Kinder bei der Herde, fahren alleine zurück, um Bescheid zu geben, dass wir jetzt die Tour abbrechen. Was passiert? Die Dinosaurier flippen natürlich aus. Das sind alles so Sachen. Die haben eine Seilbahn im Park. Mhm. Die Seilbahn ist nicht so hoch wie der Kopf des Brachiosaurus. Das heißt, Darius geht an diese Seilbahn, fährt runter und stirbt einfach fast, weil er beinahe gegen den Kopf eines Brachiosaurus knallt. Und die lachen. Das ist alles super witzig. Yeah. Und ich denke mir, wie kannst du diesen Park denn noch weniger ernst nehmen als in den Filmen? Mhm. Und danach wird es aber gut. Ja. Das machen sie nicht mehr danach. Du kannst gerne mal kurz auf den Chat eingehen. Ich palabere sonst gerade wieder extrem viel. Dave und Roxy heißen die beiden, genau. Dave und Roxy. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt immer, weil ich scroll von unten. Oh, 175 Zuschauer. Frank Rosin schreibt rein. Ich will nur noch hier runterscrollen. Dass Bambi nur ein Ei gelegt hat am Ende. Ja, war. Ja, lass uns, wir gehen da gleich mal chronologisch so ein bisschen durch. Ich finde es lustig, dass Björn sich mit dem Namen Björn anmeldet und schreibt, grüß mich bitte, ich heiße Björn. Björn, grüße an dich. Wir können ja mal ganz grob anfangen. Wie bringe ich da jetzt eine Einleitung rüber? Hast du die Serie nur geguckt, weil ich dich aufgefordert habe, oder hättest du sie auch so geguckt? Nee, tatsächlich hätte ich sie auch so geguckt. Hättest du? Also ich bin ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh nee, scheiße, guck ich nicht mehr. Ne? Tatsächlich war das auch mit der Camp Cretaceous-Serie eher auch so ein Zeitfaktor, gucke ich sie oder mache ich lieber was anderes. Ne? Was war wichtiger? Was anderes zu machen. Das hier. Ja gut, okay. Ne? Ja gut. Aber jetzt bei der Serie habe ich gesagt, okay, die sind ein bisschen älter. Könnte doch noch mal ein bisschen was werden, was es dann auch natürlich bestätigt hat. Ne? Die Serie, also jetzt mal grob gesagt, ich fand sie super. Ja. Und deswegen hätte ich sie so oder so geguckt. Wahrscheinlich hätte ich sie nicht an einem Tag direkt geguckt, aber ich hätte sie auf jeden Fall geguckt. Du hättest sie auch noch Zeit lassen können. Und ich hätte mir noch Zeit lassen können. Ja. Mach dir ein Rewatch Prehistoric Planet. Boah, keine Ahnung, wie kommst du denn jetzt da drauf? Das mit dem Ei war echt komisch. Da gehen wir gleich nochmal in Ruhe drauf ein. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, was ihr damit meint, dass das irgendwie komisch war. Ja, weil ein Saurier natürlich mehr Eier legt als nur eins. Ach so, ja, gut, das Amalgam-Testing ist dran schuld. Keine Ahnung. Das war ein extra dickes Ei. Also. Das hat, ich würde einfach sagen, wir starten mit Episode 1. Genau, du kannst es ja immer mal so anleiten und ich... Wahrscheinlich über so einen kleinen Klick. Ich gebe dir dann einfach, ich spiele den Ball dann so rüber. Ja, ich versuche ihn dann aufzufangen. Vielleicht fliegt er auch vorbei, aber... Episode 1 von Camp Cretaceous, schon falsch, von Chaos Theory, spielt auf jeden Fall nach dem Ende vom Ende von Camp Cretaceous. Da ist noch mal eine Zeit dazwischen vergangen. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber eben der Zeitraum, der vergangen ist vom Ende von Jurassic World 2... bis hin zum Ende von Dominion muss das mindestens gewesen sein. Denn Jurassic World Chaos Theory spielt nach Jurassic World Dominion. Das habe ich ja bereits schon mal gezeigt mit solchen Daten, die angegeben sind, mit Jahresdaten. Mhm. Und du hast mir bald auch noch was Wichtiges erzählt. Das kannst du vielleicht gerade noch... Und zwar das mit den geklonten Menschen. Das, wie hieß er nochmal? Ben nämlich erwähnt, dass das Gerücht herrscht, dass Dr. Wu ja Menschen klont. So, und... Das kann er ja nur gewusst haben nach den Ereignissen und nachdem Maisie, sag ich mal, relativ öffentlich gemacht wurde, dass Maisie ein Klon ist. Ja, und das war zum Zeitpunkt von Dominion. Genau, also und vorher war Maisie ja überhaupt für niemanden ein Thema, weil Owen und Claire ja Maisie geheim gehalten haben. Ne? In dieser Blockhütte und alles. Also deswegen muss das, es muss eigentlich nach Dominion spielen. Und auch das mit deinem Kalenderbild da. Ne, das hast du ja auch schon aufgeklärt gehabt. Na gut, du hast ja auch also, das genaue Datum aber da stehen, wann Brooklyn und Darius zuletzt Kontakt hatten. Ja. Und das ist im August gewesen, glaube ich. Mhm. August, September um den Dreh rum. Und Dominion spielt halt im Juli. Das endet im Juli. Genau, und dann kommt noch der Fakt mit dem Atrociraptor, wo wir uns auch schon drüber unterhalten haben, ne, dass der halt
dass der noch fehlt. Gut, das hätte auch einfach ein Zufall sein können. Aber ist schon komisch, der eine, der eingefangen wurde. Ich meine, ich habe auch, daran habe ich erst gar nicht gedacht in der Serie, ne? Habe gesagt, da fehlt noch einer. Der wird bestimmt noch freigelassen. Das ist voll das krasse Ding bestimmt. Weißt du, so ein Special Atrociraptor. Aber vielleicht ist er wirklich, weil er eben, was weiß ich, wo rumlungert. Ey, es ist mir halt echt nur so voll bedingt aufgefallen. Ich habe das so geguckt gehabt und dachte mir, okay, fehlt da einer oder? Nee, keine Ahnung. Weil ich muss auch sagen, das Ghost sieht halt anders aus. Aber Red, Panthera und Tiger sind, Ghost ist doch weiß. Ja, aber da war doch ein Weißer dabei. Ja, ja, sag ich ja. Ja, ja. Aber ich kann halt die anderen drei nicht unterscheiden, wenn es dunkel ist, weil die alle gleich aussehen. Mhm. Aber die haben auch ihre Farbe verändert, ne? Die hatten auch Tarnung tatsächlich. In einer Szene hast du gesehen, dass der eine Raptor sich tarntechnisch ein bisschen verändert hatte. Echt? Weil das sind eigentlich keine Hybriden. Ich meine schon. Also ich meine, in einer Szene war es, vielleicht ist es einem aufgefallen, vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber ein Atrociraptor oder zwei hatten sich irgendwie leicht getarnt gehabt bei einer Verfolgungsszene. Hier schließe ich gerade, ja, Chat, ihr könnt mal ganz kurz darauf eingehen. Sind die Atrociraptoren in der Lage gewesen, sich zu tarnen? Ist mir nie aufgefallen, dass einer fehlt. Finde ich gut, Baran. Finde ich sehr gut, weil mir echt am Anfang auch nicht. Aber es wird auch später sehr offensichtlich, wenn wir sehen, wie diese Pfeifenlady die Raptoren zurückpfeift. Und dann siehst du ja, dass drei Stück rennen in diesen Waggon rein, aber da sind vier Türen drin. Genau. Das sehen wir da auch nochmal ganz kurz. Mich hat halt generell gewundert, dass wieder dieselben Atrociraptoren, weil, also mir ist es persönlich direkt aufgefallen, dass es die sind, weil ich ja schon die ganze Zeit auf Figuren warte von Atrociraptoren, dass es eben genau dieselben Farben sind wie von denen, die wir halt in Dominion gesehen hatten. Ja, ich dachte ja, dass das Ganze die Geschichte ist, wie wir zu Dominion kommen. Genau. Dass wir erfahren, wie die mit dem Laserpointer abgerichtet werden, das dachte ich eigentlich. Ja, aber haben ja anscheinend eine andere Abrichtung oder sie haben nochmal eine neue Abrichtung bekommen, keine Ahnung. Weil sie streichelt die Dinger ja auch, ne? Also die Raptoren-Lady. Die Raptoren-Lady. Ich nenne sie einfach immer so, die hat ja noch keinen Namen. Ja, das war auch so eine Sache. Ich finde die gerade deswegen aber auch so gefährlich, weil die ja scheinbar einen richtigen Bezug hat zu den Raptoren, ne? Das ist ja eine richtige Vertrauensbasis. Genau, die hat ja auch am Ende nochmal darüber entschieden, dass sie ihre Raptoren eben nicht mehr zugunsten der Raptoren auf die Gruppe lenkt. Ja, genau. Ne? Da hat sie zum allerersten Mal Gefühle gezeigt. Genau, so richtig, ja. Ne? Ja. Oh, meine Babys. Ja, es war wirklich so, wirklich so. Deswegen. Ja, zwei haben sich getarnt. Ihr schwätzt doch jetzt einfach nur was nach, was da gezählt wird. Normalerweise schreibt ihr mir immer alles in den Chat rein, was ich irgendwie verrafft habe. Und das habt ihr mir jetzt nie geschrieben, oder was? Die haben sich getarnt. Ich werde es mir, ja, es kann auf jeden Fall gut sein, dass die vielleicht dann doch DNS vom Carnotaurus mit drin haben. Dann haben sie den Jurassic Park 2 Buch Carnotaurus mit eingebaut. Gut, aber man muss sich überlegen, die Atrociraptoren, die hatten ja eigentlich dieselbe Technik wie der Indoraptor gehabt. Ne? Das mit dem Laser, das war ja schon vom Indoraptor der Fall. Aber übergibst du mit DNS-Übergabe eine Funktion? Nee, das weiß ich nicht. Und konnte sich der Indoraptor auch tarnen? Das konnte er nicht, nee. Also zumindest nicht, dass wir wussten, ne? Ja, weil der basiert ja auf dem Indominus Rex und der konnte sich tarnen. Das aber diese Dings, genau, und die Abrichtfunktion war dann beim Dings, beim Indoraptor. Und vielleicht haben sie sich damals gedacht, okay, Indoraptor zu, keine Ahnung, zu unberechenbar, Indominus Rex zu groß, zu krass. Das haben sie also auch gesagt, ja. Nehme ich die zwei Dinger zusammen und packen das einfach in eine neue Raptorenart. Ne? Weil es heißt ja nicht, dass du einen komplett neuen Dinosaurier erschaffen musst, um irgendwas zu verändern an einem Tier. Das stimmt, ne? Das stimmt. Es wurde ja aber auch gesagt in Jurassic Park 1 von Hoskins, hieß der, glaube ich, zu Owen, stell dir mal vor, wir hätten dieses Tier nur wesentlich kleiner. Mhm. So eben wie der Indoraptor dann später auch. Dann. Genau, aber der war ja totaler Fail. Ja, er hat funktioniert, oder nicht? Ja, so halb. Er hat gemacht, was er machen sollte. Ja, so, gucken wir mal. Respekt an den Hintergrund lese ich jetzt hier gerade. Ja, dankeschön. Gibt's immer auf meinem Kanal zu sehen. Ändert sich auch ab und zu mal. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei auf Prehistoric Zone auf dem Kanal. Ich gucke jetzt hier mal in die Kommentare rein. War es für euch nicht schlimm, dass Brooke den einen Arm verlor? Lass uns da gleich mal drauf gehen. Lass uns erstmal kurz so ein bisschen über die Episoden gleich sprechen. Es sind 6 Jahre vergangen. Dankeschön. Das heißt, zwischen dem Ende von Camp Cretaceous Staffel 5 und Chaos Theory sind 5 Jahre vergangen. Sechs Jahre, Entschuldigung.
Emil schreibt so, Homimus verschwendet Hand hoch. Gib mir doch mal gerne Bescheid, warum der verschwendet war, der Suchomimus. Naja, weil er halt nicht gezeigt wurde, ne? Ja, das gut. Aber fand ich jetzt gar nicht mal so negativ, also ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen tatsächlich. Also ich wusste, dass der vorkommt, der Suchomimus, ne? Hab auch ein bisschen drauf gewartet. Aber wurde der angekündigt oder was? Ich habe irgendwo gelesen, dass er in der Serie vorkommen soll tatsächlich. Der hat ja nichts gemacht, außer auf den Docks, bei der kurz zu sehen. Und er hatte eine andere Farbe als damals zu den Jurassic World Zeiten, als die diese Map hatten mit dem Suchomimus. Das war vielleicht ein anderer. Der kann sein. Aber schade, da hätte ich gesagt, schade, dass die den nicht benutzt haben, weil da habe ich mich damals, weiß ich noch, da habe ich mich richtig gefreut auf den Suchomimus. Oh, endlich geil. Und dann wurde er nie in Jurassic World gezeigt. Da bin ich ein bisschen ärgert. Stimmt, der war auch angekündigt gewesen, damals auf der Website von denen, kann das sein? Wo die genau, ja, genau, aufgelistet. Genau, ja, okay. In den Bereichen, weil du dir gedacht hast, hey, der lebt doch da irgendwo in dem Bereich. Ja, das ist aber das Ende von Chaos Theory. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz jetzt erstmal hier einsetzen. Das hat dann schon wieder sehr, sehr stark so einen Jurassic World Dominion Zug angenommen. Die haben es dann ganz zum Schluss doch nicht mehr lassen können, in diese komische Richtung zu gehen. Das war dann wieder, wir bringen jetzt noch ganz viele andere Saurier rein, aber die müssen nur durchs Bild rennen. Ja. Ganz zum Schluss. Wir haben wieder eine Szene, wo vor einem T-Rex, nein, dahinter, fliegt irgendwas in die Luft und er brüllt. So ganz klassisch. Das war wirklich lahm gewesen. Da hätten sie den T-Rex auch weglassen können. Also ich finde, ja, die Serie hat auch ohne T-Rex funktioniert. Und er hat jetzt auch einer geschrieben, er wollte mehr T-Rexe sehen. Oder beziehungsweise T-Rex ist sein Lieblingsdinosaurier. Man muss aber auch sagen, dass die Rexe einfach irgendwie für mich im Jurassic World Franchise keinen richtigen Stellenwert haben. Die sind, ach, die sind so kleine, aber auch nicht. Sind so, ja, es sind so kleine Marionetten, die gewinnen keinen Kampf, sie töten eigentlich keine Leute. Sie, ja, bis auf den Carnotaurus hat Rex sie eigentlich auch nichts platt gemacht. Alleine. Ist der nicht immer sogar aufgestanden und wieder weggerannt, der Carnotaurus? Ich hab da mal, also wenn du da mal drauf achtest, ich schwöre, der steht wieder auf. Also, ich bin mir sicher, also keine Ahnung, vielleicht stimmt's aber auch nicht. Doch, stimmt. Das ist der aus Dominion, glaube ich, tatsächlich. Das ist der. Ich glaube auch, weil das Ding explodiert ja dann kommt diese Schockwelle. Genau. Und dann macht er, schüttelt sich kurz und dann war es das gewesen. Dann läuft er weg, richtig. Ich glaube schon, ja. Genau. So, lass uns das mal bitte chronologisch anfangen. Also, sonst nämlich kommen wir ganz durcheinander. Bei mir wurde geschrieben, der Suchomimus war schon im Trailer. Tatsächlich. Zu Chaos Theory. Ja. Ja gut, aber das war ja auch einfach, was man von dem gesehen hat. Mehr hast du ja nicht von dem Tier im Endeffekt gesehen. Ja, gut. Aber daher hatte ich das dann wohl. Der Kanu war nicht tot. Der Carnotaurus wurde gekillt. Nein, wurde er nicht, glaube ich. Nicht Toro. Wir reden hier nicht über Toro. Wir reden hier über den Carnotaurus aus The Lost... Ach Quatsch. Aus Fallen Kingdom, genau. Und ich schwöre es euch, wenn ihr euch jetzt diese Szene nochmal anschaut, der steht auf. Ihr seht, wie er sich gerade nochmal umdreht. Und dann machen wir aber einen Cut rüber wieder zu Owen, wie er wegrennt. Der steht auf, bin ich mir auch ganz sicher. Der Carnotaurus in Fallen Kingdom war weiblich und mehr rot. Ja, das war auf jeden Fall nicht Toro, das war ein anderer. Gut. So, waren wir jetzt immer noch bei der ersten Folge, glaube ich. Ich versuche, andauernd anzufangen. Wir schweifen halt echt krass ab. Also ich glaube, wir müssen den Stream auf 5-mal verlegen. Ja, ich habe da ultra krass keinen roten Faden gerade. Ja. Episode 1 beginnt damit, dass wir sehen, wie Darius in seinem Auto umherfährt und über das Radio mitbekommt, wie die Welt scheinbar über alles denkt, was gerade so passiert. Dinosaurier auf dem Festland sind eine Gefahr, werden kritisiert. Es wird, glaube ich, von keiner Seite etwas Positives darüber gesagt. Mhm. Die Menschen haben Angst davor. Das bekommen wir auch später noch mal ein bisschen besser gezeigt in diesem Areal, wo Jess untergekommen ist, wo Menschen sind, die Angst vor Dinosauriern haben. Und dann bekommt Darius mit, wie wie hießen die? DPW, also die Department of Prehistoric Wildlife. Ja. Die bekommen plötzlich eine Durchsage, dass ein Dinosaurier entdeckt wurde. Mhm. Irgendwo da in der Nähe. Und Darius geht davon aus, dass es der Allosaurus sein könnte. Weil er jagt wie besessen einen Allosaurus. Warum, wissen wir noch nicht. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Kritikpunkt. Die allererste Folge lässt uns sehr lange im Dunkeln, dass Brooklyn die vermeintlich gestorben ist. Wir bekommen im Radiosender mit,
dass es ja eigentlich so ein bisschen paradox ist, dass die Nublar Six auf der Insel überlebt haben und dann kommen sie nach Hause und genau da wird eine von ihnen gefressen. Mehr erfahren wir nicht. Die Serie will uns dann sogar auf einen falschen Pfad bringen, indem wir mitbekommen, wie Darius Brooklyn anruft. Das heißt, eigentlich müsst du dir jetzt ja denken, die kann es nicht sein. Mhm. Aber die Serie verrät ja den Brooklyn-Tod im Trailer. Und ich dachte mir, warum habt ihr das nicht offen gelassen? Warum habt ihr einfach nur gesagt, einer von denen ist gestorben? So, sie hätten ja Ben und Darius zeigen können, aber die anderen sind alle noch offen. Da wäre das ein bisschen besser gekommen. Aber das ist halt dieser klassische Fehler in den ganzen Trailern immer, dass sie immer bis aufs Äußerste sagen müssen, wir spoilern den Scheiß jetzt raus und gut ist, ne? Also manchmal denke ich mir, die Leute, die machen sich halt keine Gedanken darüber, was sie in die Trailer hauen. Tatsächlich. Der Ton knistert ein bisschen. Inwiefern knistert der Ton? Ich schaue gerade mal selber rein. Sekunde. Ah, ich weiß, wie der so Ton knistert tatsächlich ein bisschen, ja. Kann vielleicht sein, es kann sein, dass das vielleicht am Mikro liegt, weil Mikro und Mikro. Du hast es mir. So, ich verändere mal das Mikro hier. Sag mir bitte mal, ob das dann... Steck dir einfach mal an, oder? Nee, das ist zu kurz. Aber ist doch nicht so schlimm, weil ich kann es ja hier hinsetzen. Jetzt müsste es aufgehört haben. Jetzt sind wir echt neu in der Trenden dran. Es kann auch sein, dass das die Handys sind oder irgendwas. Das ist natürlich immer wie ein Störgeräusch. Mhm. Ihr könnt mir gleich mal sagen, ob es jetzt besser ist im Chat. Ob es jetzt irgendwie ein bisschen angenehmer für euch ist zu hören. Was hältst du aber generell von Episode 1? War das ein guter Einstieg in die Nummer? War das eine... Ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Also auch, ich glaube, in der ersten Episode hat er ja auch gleich den Allosaurus gejagt. Ne? Ja. Fand ich ein bisschen unrealistisch, dass der Allosaurus dann halt wegrennt, anstatt dann ein bisschen rumzuragen. Ne? Das ist halt ein Tier, ne? Das ist ja kein Monster. Ja, also. Er hat ihn als Monster dargestellt. Ja, aber. Ne? Aber ansonsten fand ich es eigentlich ein guter Einstieg und es hat so in mir so ausgelöst, okay, was passiert da jetzt noch? Ne? Also tatsächlich auch sogar meine Freundin, die eigentlich nichts damit zu tun hat mit dem Ganzen, die hat auch gesagt, oh, boah, das ist voll spannend. Was passiert jetzt? Ne? Und ich sage immer so, wenn das dann an, sag ich mal, ein Laie, der eigentlich nichts damit zu tun hat, wenn das schon so übermittelt wird, dann ist das ja schon mal ein guter Anfang für etwas, um es dann halt auch weiterhin zu gucken. Ja. Ne? Ja. Also, und deswegen, das fand ich jetzt für die erste Folge, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, war das völlig in Ordnung, auch mit dem Parirhinosaurus. War alles tippitoppi. Das war halt ein netter Anfang, definitiv. Das, jetzt ist weg, schreibt ihr, dann war das wirklich, weil das Zeug am Mikro zu dem Mikro. Also hier ist alles in Ordnung, ja, ist besser. Also tatsächlich, ja, kann sein, dass sogar das ja jetzt auch besser ist. Ja, wir hatten die Mikros aneinander gesteckt gehabt und wahrscheinlich Interferenzen. Wir sind aber auch nicht so schlau, gell? Nee, wir sind nicht so schlau. Das ist ja echt krass. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp. Das schreibt eben jemand rein, auch Handys mal weg vom Mikro. Vielleicht sollten wir den Stream jetzt einfach beenden. Ja, es reicht. Ja, was bekommen wir dann noch mit? Wir bekommen plötzlich einen auf Steroiden aufgepumpten Ben. Ganz kurze Frage, weil hier sehr oft gefragt wird, wer hat Darius angerufen? Ich weiß nicht, zu welcher Folgenzeitpunkt das passiert ist. Vielleicht weißt du das. Kannst du es kurz beantworten? Ja, also Darius wurde in seiner Hütte angerufen, einmal von seinem Bruder, ganz zu Beginn. Und danach eben von der Pfeifenfrau, die nur wissen wollte, wer zu Hause ist. Ah, okay. Wo da niemand rangegangen ist. Mhm. Und dann beginnt die Geschichte ja. Ne? Also wir bekommen erst einmal mit, und das wird gleich noch sehr spannend, da habt ihr noch nichts drüber gespoilert. Und das, obwohl ihr alles spoilern wolltet, habt ihr das Wichtigste weggelassen. Die beiden, ich nenne sie einfach jetzt mal Wildlife-Mitarbeiter, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Da erfahren wir ja, dass die Frau... Die war doch am Ende auch irgendwie... Genau, die war da mit drin. Ja, die hat Kontakt zu Brooklyn gehabt. Ja. Das heißt, die wusste, dass Brooklyn noch am Leben ist, hat das aber Darius nicht erzählt, obwohl sie ihn ja gut kannte. Mhm. Das war für mich der noch krassere Twist. Die haben sich auch gut verstanden mit Darius und die Wildlife-Frau, ne? Genau. Also die waren ja auch ganz richtig gut. Das war seine Chefin gewesen. Also er hat früher auch für die gearbeitet, bis dann eben zu dem Vorfall. Mhm. Und die weiß, dass Brooklyn noch am Leben ist. Mhm. Ist jetzt halt nur die Frage, warum will Brooklyn... dass alle decken, dass sie tot ist. Mhm. Damit sie vielleicht nicht verfolgt wird, damit sie im Geheimen agieren kann. Ja, auf jeden Fall haben wir das ebenfalls in der Folge hier mitbekommen, dass Darius ein Mitarbeiter der Wildlife Department of Prehistoric Wildlife gewesen ist. Wolltest du noch was vorlesen? Ja,
weil mir das jetzt schon dreimal geschrieben wurde. Ich komme heute nicht voran. Fun Fact: Der Allosaurus ist der gleiche wie derjenige aus Battle of Big Rock. Ich will jetzt hier nicht klug scheißen, aber das ist derselbe. Das ist ein Unterschied. Das ist derselbe. Also bestätigst du das, ja? Ja, ja. Okay. Das, ja, ja. Lustigerweise ist das sogar derselbe Allosaurus laut den laut der Website wie der in Jurassic World Dominion. Mhm. Weißt du, was sie aber da falsch gemacht haben? Mhm. Bei dem in Jurassic World Dominion ist das falsche Auge blind. Oh. Das ist, glaube ich, das rechte ist bei ihm blind. Rechts. Und bei dem anderen halt das linke oder eben andersrum. Mhm. Ja, kann passieren, aber ja, das ist wirklich derselbe. So, so kleine Filmfehler hat man ja immer mal, ne? Ja. Irgendwo hab ich, irgendwas habe ich in Erinnerung, aber ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht drauf, da war auch sowas, aber... Jurassic Park ist auch nicht frei. Wenn du überlegst, Jurassic Park hat Filmfehler drin, da siehst du einfach, dass das Gehege irgendwann aufhört. Und man denkt sich dann schon, da muss doch noch mal jemand drüber geguckt haben. Da muss doch irgendwann aufgefallen sein, dass bei der Kameraeinstellung, dass ja, da das Gehege nicht mehr mit drauf ist. Ja, aber es fällt nicht, also mir ist es noch nie aufgefallen. Dass ja, die wussten ja auch nicht, dass es irgendwann so YouTube-Freaks gibt, die alles auseinandernehmen. Jede Szene. Die dachten sich, ah, scheiß drauf. So. Kann ich weitermachen? Ja, ja, du kannst weitermachen jetzt. Sind wir jetzt bei Folge 2 oder bei Folge 1? Nee, ich komme ja nicht voran. Achso, ja gut, ich bin ruhig, ich lese nur noch ein bisschen. Wir bekommen dann noch mit, wie Ben plötzlich bei Darius auftaucht und Ben erzählt ihm plötzlich etwas, was Darius nicht glauben kann. Drei lange Folgen glaubt er ihm nicht, hat mich auch ein bisschen genervt. Nämlich, dass Brooklyns Tod kein Unfall gewesen ist. Das Ganze scheint ein Angriff gewesen zu sein, also ein gezielter Angriff gewesen zu sein. Und ich tropfe. Da haust du dir aber Wasser rein, du. War das jetzt meine Zeit, noch irgendeinen Kommentar vorzulesen? Nee, ich hab, das ist so richtig deutsch. Du haust so viel rein, wie geht. Ey, Hauptsache, du musst nicht dreimal einschenken. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Ben erzählt Darius eben von dieser Verschwörung, von diesem gesamten Komplott. Darius glaubt ihm eben nicht. Und dann plötzlich, das Knistern ist wieder zurück. Liegt das nicht auch am Kabel? Tatsächlich, nein, dein Handy. Ich habe hier eben gelesen, dass dein Handy, immer wenn du dein Handy drunter stellst, das knistert und das kann tatsächlich sein. Ich habe meins jetzt auch hier rübergelegt. Das habe ich doch eben gerade festgestellt. Warum habe ich das jetzt wieder dahingestellt? Weiß ich nicht. Ah ja, ist egal. Du warst verwirrt wegen deinem vollen Wasserglas. Okay, machen wir weiter. Der Ton, ja, es müsste aber jetzt wieder weg sein. Liegt am Handy unter dem Bildschirm, ja? Ey, danke, es tut mir echt voll leid. Ihr müsst echt mit meiner Blödheit ein bisschen klarkommen. Okay. Das ist hier voll das Thema heute, das Knisterthema. Ja, weil es mich auch nerven will, das verstehe ich schon. Ich mache das gerade alles mal rüber, wir machen das jetzt mal alles dahin. So, jetzt haben wir keine elektrischen Geräte mehr. Ich lege euch einfach mal hier in die Ecke. Unter den Mikros, an den Mikros, wie auch immer. Oh, mein Stream, der ist, glaube ich, Standbild. Ich mache einfach so lange mal weiter, genau. Ich komme jetzt ins Internet voran. Also, wir bekommen dann mit, wie Ben Darius erzählt, dass alles eine riesige Verschwörung ist. Das Dark Jurassic wird ganz kurz mal erwähnt. Da muss ich auch sagen, da dachte ich, dass sie das ein bisschen mehr benutzen, dass sie da mehr drauf eingehen würden. Und die gesamte Nummer hinter dem Dark Jurassic, das ist mehr so eine Seite wie ein Schwarzmarkt, kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Wie nennt man das? Ja, wie ein Schwarzmarkt im Endeffekt, wo man illegale Sachen verfolgen kann. Es wird zwar so ein bisschen dargestellt wie so ein Telegram-Server, wo dann da die verrücktesten Verschwörungstheorien aufgegriffen werden. Und dann greifen die Atrociraptoren an. Wir bekommen die allererste Kampfszene in der Serie bereits in der ersten Folge. Und das war wirklich cool. Das war übrigens auch ein Clip, den haben wir weit vorher bekommen, also schon bevor wir die Serie überhaupt veröffentlicht bekommen haben. Der wurde uns nämlich da schon in YouTube bereitgestellt oder auf YouTube bereitgestellt. Lasst euch nicht von Mirko irritieren. Der ist gar nicht da. Der ist, mein Stream zu retten. Der ist gar nicht da. Und ja, Darius und Ben schaffen es dann aber, die Atrociraptoren abzuwehren. Und hier haben wir tatsächlich schon ein paar Referenzen gehabt. In diesem einen Kampf. Und zwar gab es einmal die Referenz, in welcher wir sehen, wie der Raptor seinen Kopf, was war es denn gewesen, einen Tisch, glaube ich. Ben zieht so einen Tisch zum Schutz vor sich und der Raptor knallt mit seinem Kopf dadurch. Das war bereits eine Referenz gewesen, nicht an Jurassic Park 1 oder so, ich habe es schon wieder vergessen. Aber das war auf jeden Fall eine Referenz an irgendeinen anderen Teil gewesen. Und die Jungs entkommen auf jeden Fall aus der Hütte
Und dann taucht Ghost auf. Der, wie ich finde, coolste Atrociraptor. Und obwohl du jetzt da vorne am Sachen machen bist, musst du mir da ganz kurz zustimmen oder eben nicht. Jo. Atrociraptor, geiles Design. Also Ghost? Ghost, ja. Weil es halt eben auf den Jurassic Park 3 Velociraptor also so ein bisschen hindeutet. Ne? Weißt du, dass der DNS von denen auch in sich drin hat? Hatte ich mal gelesen tatsächlich, ja. Von Jurassic Park, also aus der Sauna. Genau, also, genau, genau. Rudelpack, genau. Ja. Ja. So, jetzt verbindet er hier. Ach man. Ist der Sound jetzt besser, ihr Lieben? So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das alles noch... Nee, es war nicht Jurassic Park 2. Die Referenz an Jurassic Park 2, die kam danach. Oder war es doch an Jurassic Park 2? War das eine Referenz an Ian Malcolm, der die Tür rausreißt, um sich vor dem Raptor zu verstecken oder zu schützen? Ich weiß es nicht mehr. Die Referenz, die du jetzt, glaube ich, meinst, das ist die in der nächsten Episode, wo wir sehen, wie Darius und Ben sich im Auto verstecken und Ghost versucht, da reinzukommen. Da haben wir sogar exakt denselben Kamerawinkel von der Seite. Das ist es, glaube ich. Jetzt ist es wieder besser, okay, ja. Ja, liegt wirklich am Handy. Mit Malcolm mit einer Tür in der Hand. Dann war das wirklich das. Okay. So, versuche ich woanders da. Okay. Wer hat mit Ben im Dark Jurassic geschrieben? Da kommen wir auch noch dann dazu. Wir können dann gleich nochmal so ein paar Theorien aufgreifen. Was sagt ihr zur allerersten Episode im Chat? Da könnt ihr mal ganz kurz ein Ranking abgeben von Notensystem, also Schulnotensystem 1 bis 6 in Bezug auf eine Episode, die eine Einleitung hat, also Einleitungsepisode. So, ganz kurz an die Leute, die bei mir im Stream sind. Ich habe mal auf die FaceTime-Kamera zugeschaltet. Dürfte, denke ich mal, auch funktionieren, hoffe ich. Klappt's am Handy nicht? Nee, das will irgendwie nicht mehr. Okay. Gut, also haben wir das auch schon mal erledigt. Aber jetzt mit dem... Was haltet ihr davon, dass die Serie ab 6 ist? Das ist eine sehr gute Frage. Von Milli Vanilli. Was halten wir davon? Ab 6 ist ja schon ein Alter. Also, ich sag mal so. Es wurde, also, ich hätte damals auch nicht gedacht, dass Jurassic World 1 ab 12 ist. Ne? Weil ich fand, die Szenen, die da gezeigt wurden, waren schon relativ krass. Ne? Die Frau, die vom Mosasaurus geschluckt wird. Auch wie Ach, Jurassic World meinst genau, du jetzt? Genau, ja, Jurassic ja. World. Ne? Deshalb, also diese Altersstufen sind halt nicht mehr so krass, wie es früher halt mal war. Ne? Also das so zurückhalten. Ne? Weißt du, wie ich es meine? Ich finde, früher hast du generell wesentlich mehr durchgehen lassen. Wenn du überlegst, Jurassic Park 1 ist auch ab 12, ne? Echt? Ja. Und okay. Da hast du einen abgerissenen Arm von Mr. Arnold, gut, der auf die Schulter von Ellie fällt. Ich muss dir aber sagen, ich habe das... Lass den Arm in Ruhe. Junge, nie verstanden. Ich habe das erst, wie ich dann, keine Ahnung, älter war, habe ich gecheckt, dass das ein Arm war. Ich habe mich immer gefragt, was nimmt die da? Was ist das? Das war so eine traumatisierte Verarbeitung. Ich habe das nie erkannt. Dass du gedacht hast, das wäre... Ich hätte keine Ahnung. Also ich habe es nie erkannt jedenfalls. Aber gut, ab 6. Also aber wie gesagt, also ich fand es jetzt ab 6. Hätte man jetzt zum Beispiel nicht immer diese Füße aus den Ecken rausschauen sehen, ja, sondern wirklich ein bisschen mehr Blut. Was ich gut fand, war, dass man Blut gesehen hat bei der Brooklyn-Szene. Immer wenn man gezeigt hat, das fand ich ernst. Ne? Hätte man das jetzt ein bisschen mehr gewaltvoller dargestellt, sage ich mal, dann wäre es für mich grenzwertig gewesen ab 6. Aber so jetzt muss man das auch erstmal als Kind verstehen. Du siehst da Füße rausgucken, du denkst dann nicht gleich, dass derjenige irgendwie abgemetzelt wurde. Weißt du, was ich meine? Ja. Weiß ich nicht. Also so reflektiere ich das zumindest. Ne? Ja. Ich sag mal so. Dominion ab 0. Dominion ist nur 0. Da sind ja auch nur Heuschrecken gestorben. Da sind echt nur Heuschrecken gestorben und ein komischer Oviraptor. Ich muss sagen, zum Alter von 6, ich finde es vollkommen okay, weil... Wenn wir uns überlegen, dass Jurassic Park damals ab 12 freigegeben ist und da haben wir halt wirklich Sachen gesehen, wie ein T-Rex, der Donald Gennaro auf dem Klo packt und den hin und her schleudert, dass ihm die Knochen brechen. Ja. Du hast in Jurassic Park 2, ebenfalls ab 12 der Film, hast du eine Szene, wo du siehst in der Stadt, wie der T-Rex David Koepp packt und ihm die Wirbelsäule durchbeißt und du hörst dieses Krächzen, dieses du hörst, dass der gerade einfach erstickt. Ja.
Der Film ist ab 12. Dafür, finde ich, hat das Jurassic World Chaos Theory sehr gut gemacht, dass die ganz klar gezeigt haben, was gerade passiert, aber es trotz allem sehr verschleiern konnten. Es gab eine einzige Szene, wo ich mich bis heute frage, ist das wirklich so, wie es rübergebracht wurde, oder haben die das gemacht wegen der Altersbeschränkung? Und zwar ist das der Tod von Carl. Carl ist der Typ auf der Ranch von Sammy, der damit droht, Bumpy umzubringen. Und den sehen wir einfach dann später tot im Auto liegen. Und er hat nichts. Der hat keine Wunden, der hat gar nichts. Und da habe ich mir überlegt, ist das jetzt wirklich nur wegen der Altersfreigabe oder hat die Pfeifenlady den umgebracht? Was meinst du? Also das wäre dann zum Beispiel, finde ich, wenn das nur wegen der Altersfreigabe gewesen wäre, haben sie das später besser gelöst. Mit eben einfach nicht mehr zeigen, was passiert. Ich glaube, es war nicht die Pfeifenlady, weil die Atrociraptoren, glaube ich, wirklich nur... Ich meine, mich daran zu erinnern, dass in einer Szene ein Atrociraptor von einem Ranger angegriffen wurde. Und das hat den aber nicht gejuckt. Oder von dem Vater von Kenji. Und erst wie die gepfiffen hat, sind die dann auf den los. Ja. Also ich meine, dass die wirklich so krass abgerichtet waren, dass sie niemanden anderen töten, außer die, die sie im Befehl haben. Ja, aber wenn sie jemanden töten, was haben denn Raptoren? Haben ja Krallen. Da musst du ja irgendeine Art von Wunde am Körper haben. Das meine ich halt nur. Ob das nicht gezeigt wurde wegen ab 6. Ach so, okay. Ich meine, wir haben sogar später noch eine Szene, wo wir sehen, wie dieser Backless Binex, der holt einen Typen aus dem Auto wieder raus. Und da siehst du ja wirklich, wie er ihn packt und einmal quer übers Bild schleudert. Wir sehen zwar nicht, dass er ihn noch frisst, aber auch da merkst du halt, was die Serie uns zeigen wollte. Ja. Nur bei Carl bin ich mir da nicht sicher. Und das könnt ihr mir gerne in den Chat reinschreiben. Glaubt ihr, dass Carl tatsächlich von den Atrociraptoren getötet wurde? Oder glaubt ihr, das könnte wirklich sein, dass die Pfeifenlady da mit dahinter steckt? Dass die vielleicht irgendwas kann? Ich meine, wir wissen ja noch gar nichts über die Frau. Gar nichts. Vielleicht kann sie, wie Owen auch. Nee, aber vielleicht kann sie... Aber das kam oft vor. Also das kann man nicht verschweigen, das mit den Händen. Aber auch es kam besser vor. Kann sein. Ey, definitiv. Das ist mir auch aufgefallen. Und also erstmal, es kam vor, aber die Saurier haben darauf so gut wie gar nicht reagiert. Ja. So, bei Owen, der macht ja so und jeder Saurier ist erstmal verwirrt. Als wäre Owen das so, ich bin so die Respektsperson. Das ist wie beim Pokémon-Spielen. Er ist verwirrt. Ja, genau. Und hier haben wir eine Szene am Anfang in Episode 1 auch noch, wo Darius ebenfalls versucht, diesen, was war es gewesen? Parirenosaurus? Ja, den zu beruhigen. Auch mit und der Hand. Da macht er auch erstmal so... Aber dann redet er mit ihm. Und was er macht, ist, er sagt dann von wegen sowas, ja, eine Freundin von mir meint, ihr könnt mich verstehen, aber ich glaube, dass du nur auf meine Stimme reagierst und je ruhiger ich rede, umso ruhiger wirst du auch. Das macht total Sinn. Er erklärt nochmal ein bisschen, dass das eigentlich für ein Arsch ist. Ja. So, und da habe ich mir überlegt, verarscht ihr gerade euer eigenes Franchise so ein bisschen, dass ihr selber sagt, okay, wir wissen, das war Bullshit. Oder sie meint es ernst. Oder sie meint es ernst. Kann natürlich auch sein. Das kann echt sein, ja. Was meinst du, wenn er damit gemeint hat, mit die verrückte Freundin? Sammy? Kann sein. Also ich kann es dir da echt nicht sagen. Okay, wir machen erstmal weiter ganz kurz. Ich habe auch schon wieder den Faden verloren, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir sind jetzt bei Episode 2 angekommen. Wir müssen gleich erstmal über den Episode 2. Über den Mistkuchen müssen wir noch reden in Episode 3. Mistkuchen. Ja, pass auf, das macht alles Sinn, was ich gerade sage. Okay. Eine Frage, die ich aber jetzt von vornherein noch stellen wollte, nämlich an dich. Wann ist der Punkt in der Serie gewesen, an dem du frühestens gesagt hast, ab jetzt bin ich mir sicher, zu 100%, dass Brooklyn nicht tot ist? Zu 100% sicher, dass du sagst, okay, das ist auf jeden Fall so. Wo war das? Also, tatsächlich ist es bei mir schon relativ früh am Anfang, weil ich immer so bin, ich glaube einen Tod erst, wenn ich sehe. Aber das ist ja Glaube. Ich meine, wann hast du gesagt, jetzt kann ich es belegen. Das, weiß ich nicht, ob das, also ich habe es nur am Glauben, habe ich halt gedacht. Ne? Okay. Also nur so vom Glauben her, ich habe jetzt nicht da gesessen und gesagt, oh, nee, die lebt auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gemerkt. Das habe ich nicht gemacht. Ihr könnt auch gerne mal jetzt in den Chat reinschreiben, wann war bei euch der Moment gewesen, wo ihr wirklich gesagt habt, okay, ab jetzt bin ich mir zu 100% sicher. Bevor ich es jetzt nämlich vergesse, ich habe diesen Moment gehabt und ich bin da so ein bisschen stolz, weil ich da selber mit Sherlock Holmes habe. Ich muss dabei auch sagen, ich habe bei dieser Serie ultra viel Sherlock Holmes. Ich habe aus dem größten Scheißdreck, habe ich versucht, die Wahrheit herauszufinden. Ich habe 3 Episoden lang gerätselt, warum Ben ganz kurz eine Rasierschaumdose erwähnt hat. Ich dachte, das muss irgendwas zu bedeuten haben. Das ist mir auch aufgefallen, aber ich habe mir darüber nichts gedacht. Ich habe mir nur gedacht, ich habe mir über den Kopf zerbrochen. Ich habe gedacht, das ist es jetzt. Aber ich kann es nicht erklären, weil die scheiß Rasierschaumdose ist ja zu nichts mehr zu gebrauchen gewesen. Ja.
Der Moment, wo ich auf jeden Fall gewusst habe, dass Brooklyn nicht tot ist, ist folgendes. Pass auf. Wir erfahren erstmal von Darius, dass Brooklyn tot ist. Mhm. Darius war aber nie da. Er kam zu spät und hat nur mitbekommen, wie der Allosaurus weggerannt ist. Mhm. Da dachte ich mir schon, okay, wenn die Serie Brooklyn wirklich umbringen wollen würde, warum haben die dann die Geschichte so geschrieben, dass Darius nicht am Start war? Gut, kann ja von der Story her einfach so gewesen sein. Dann später lernen wir aber diesen einen Typen kennen, der auch vor Ort gewesen ist. Da hast du dann die Blutlachen besucht. Genau. Mit seinem Kind, der musste das machen. Genau. Und als dann da auch gesagt wurde, dass er nicht gesehen hat, was passiert ist, da habe ich mir auf jeden Fall gedacht, okay, jetzt, das ist der Punkt, die lebt. Mhm. Weil das zweimal so zu verschleiern, dass da Personen vor Ort sind, aber beide haben es nicht gesehen, das war ein bisschen auffällig. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Das wollte ich nur loswerden. Ja, okay. Ich bin da voll stolz auf mich, dass ich eine Kinderserie entlarvt habe. Ja, danke schön. Dankeschön. Ja. Ich finde das schön. Ich denke auf jeden Fall mindestens auf dem Niveau eines Sechsjährigen und ein bisschen drüber. Habe ich mein Handy eben zweimal vors Mikrofon gelegt? Ja, kann, aber... Kann sein. Wie jetzt? Nicht mehr. War es zweimal? War es sogar fünfmal? Nee. Nee, aber tatsächlich... Aber auch generell fand ich... Ja. Matteo hieß er. Genau, danke schön. Matteo war es. Matteo war auch eine Figur, bei der ich mir nicht sicher war, ob der jetzt gut oder böse ist. Mhm. Lassen wir mal ganz kurz Episode 2 abhaken, das können wir relativ schnell eigentlich machen. An die erinnere mich, also dass das irgendwie so... Das verschwimmt dann irgendwann, ja. Das ist total, weil wenn du das so durchspingst, ne? Ja. Das ist halt wie mit allem, wenn du es durchspingst, ist das zwar boah geil in dem Moment, aber du kannst halt einfach nichts mehr auseinanderhalten. Das stimmt, das ist ja, egal, das stimmt. Was für eine Serie du guckst. Das stimmt. Ob du jetzt 45 Minuten Serie guckst, also... Serien mit Folgen von Länge von 45 Minuten. Ja, da ist noch Minuten. Schlimmer. Da ist sehr, aber dann schlimmer. Kannst du gar nicht mehr sagen, was, wo, wann dran kam. Und das ist genau jetzt gerade irgendwie so ein langer Film und das war es einfach. Ne? Also du kannst drüber sprechen, aber irgendwie kann ich es nicht mehr einteilen. Das ist so... Wenn du das aber jetzt gerade ansprichst, mal ganz kurz auch noch eine Frage an dich, an euch im Chat da draußen, eine Frage. Wäre es vielleicht schlauer gewesen und auch interessanter gewesen, jede Woche eine Episode zu veröffentlichen und nicht alles auf einmal? Wäre das nicht besser gewesen? Tja, also meiner Meinung nach, ich meine klar, durchspielen, bla bla bla, ne? Ist halt immer geil, aber wenn du es so ja, wöchentlich hast, dann kannst du es besser verinnerlichen. Du fieberst halt mehr mit, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du dann keine, also ich kenne das so von Animes, Dragon Ball oder so, ne? Wenn das so wöchentlich, klar, es geht nur 20 Minuten, aber du bist so heiß drauf, was in der nächsten Woche passiert. Ja, und du, ne, kannst über die Episoden und einzeln nochmal reden. Genau, und jetzt ist das halt, wie wir es jetzt auch schon heute gesagt haben, ne? Du bist noch nicht mit deinen Episoden-Reviews durch, weil es halt ein Haufen Arbeit ist, das alles durchzugucken und die Videos zu erstellen, ne? Und ja, es ist halt so viel auf einmal dann halt, ne? Ja, ja, ja. Also, und wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall ein Fan von diesen wöchentlichen Dingern, ja, ne? Auch wenn man, wenn es geil ist, wenn alles auf, also wenn man es feiert, wenn alles auf einmal rauskommt, aber ja, es ist halt, man hakt halt einfach alles so schnell durch, ne? Das genau, das meine ich aber auch. Und gerade bei einer Mystery-Serie, es gibt Serien, ja, wo ich sage, die kannst du auf einen Schlag raushauen. Mhm. Jurassic World Camp Cretaceous. Da haben sie ja wirklich in einem Jahr, und ich weiß, ich habe das falsch gesagt in den Videos, da haben sie in einem Jahr einfach 2 Staffeln rausgehauen. Mhm. Warum nicht? Das ist eine Abenteuergeschichte. Da gibt es relativ wenig Mystery. Ja. Aber jetzt hier eine Serie, die ja wirklich von Episode zu Episode mehr Mysterien aufbaut, ja, die auch wirklich immer endet mit einem Cliffhanger. Ich habe das ja wirklich so gemacht. Ich habe mir eine Episode angeschaut und dann pausiert und dann ein Video drüber gemacht. Das für jede Episode. Und da ist mir echt aufgefallen, wie gut es eigentlich gewesen wäre, wöchentlich Episoden davon zu veröffentlichen. Ja. Wie krass du über Dinge hättest philosophieren können. So ein bisschen bin ich mir auch hier und da blöd vorgekommen. Jetzt in Episode 3 war es, glaube ich. Da habe ich dann so ganz krasse Theorien irgendwie aufgestellt, was alles bedeuten kann. Und dachte mir aber halt auch, im Endeffekt wissen die Leute aber schon, dass es eben nicht so ist, weil ihr habt es ja alle genau schon gesehen. Weil es ist ja schon durch, das ganze Ding. Genau. Und das nimmt halt einen super schönen Faktor weg. Und Theorien sind halt eine super coole Sache. Das hören sich auch sehr viele sehr gerne an. Darüber quatscht man auch sehr gerne. Mhm. Das haben sie damit so ein bisschen rausgenommen. Könnte vielleicht die Tochter von Matteo Bens Freundin sein? Hätte dann Ben nicht aber zwangsweise auch Matteo... Ja gut, er müsste ihn ja nicht kennen. Keine Ahnung. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie Bens Freundin noch nicht gezeigt haben, dass es eine neue Figur sein wird, die wir eben erst noch kennenlernen werden. Das kann ich mir ganz gut vorstellen,
dass sie damit einfach nur versucht haben, ein Sprungbrett nach Europa zu bekommen. Mhm. Warum nach Europa? Keine Ahnung, ich meine die Geschichte. Ja gut, eigentlich wichtig, weil Dominion ja auch in Europa spielt, Italien mit Dings, ne? Also ja. Ist eigentlich auch ein Fakt, ne? Also wie hieß das nochmal? Das Valley? Das Biosyn Valley. Ja, genau. Ja. Na, das ist ja auch in Italien. Das Biosyn Valley. Geil. Das ist das Ding in Biosyn. Wie heißt das nochmal? Das Valley. Ja. Ja. Nee, aber das, ja. Wobei in Europa ja eigentlich keine Dinos rumlaufen dürften. Ne? Ah, no, wobei Malta, also es war ja, Malta, ist Malta eine Insel? Keine Ahnung. Ja, Malta ist eine Insel. Ja, genau. Ja. Also, okay. Dann. Aber das macht die Serie auch ganz gut, finde ich. Die erklärt uns ja, obwohl sie jetzt nach Jurassic World Dominion spielt, aber die erklärt ganz gut, wie das abgeht mit der, mit den Sauriern, die auf der gesamten Welt verbreitet werden. Nämlich einfach wegen dem Schwarzmarkt. Mhm. Die Viecher werden ja für alles Mögliche benutzt anscheinend. Ja. Ne? Die werden ja, eine Episode werden die einfach für einen Zoo oder was das war, für eine Art von Zirkus misshandelt. Ja, aber da fand ich auch die, na gut, komm, lass... Ich gebe Gas, pass auf. Wenn wir da sind, dann reden wir. Folge 2 macht ja gar nicht so viel. Nee, Folge 2, wir sehen einfach, wie die ganze Atrociraptor-Nummer ausgeht. Die verfolgen eben dann noch hier Darius und Ben ein bisschen weiter. Dann hören wir irgendwann eine Pfeife im Hintergrund und die hauen wieder ab. Und dann wissen wir, okay, da ist jemand dahinter, hinter der ganzen Nummer. Und dann bekommen wir eine Episode, die eigentlich relativ langweilig hätte sein können. Eine Folge, in der es darum geht, dass Darius und Ben tanken müssen, beziehungsweise muss Darius pinkeln. Dann halten sie an der Tankstelle an und da schläft dann ein Nasutoceratops, genau. Das ist der Grundplot davon. Ja. Und ich dachte mir schon so, oh, das ist jetzt so eine ganz krasse Filler-Folge, wo die einfach nur irgendwas Sinnloses machen. Ja. Aber ich fand es amüsant, dass man hier schon angefangen hat, ein bisschen darauf einzugehen, dass Ben jetzt in allem, was er sieht, diese Verschwörung wiedererkennt. Ben sieht in dem Tankwart eine Verschwörung, dass er telefoniert und der muss ja wegen den beiden anrufen. Ne? Also der muss ja die irgendwie verraten. Und dann geht es in der Episode im Endeffekt eigentlich darum, dass wir jetzt erfahren, wie wichtig der Zusammenhalt der Nublar Five ist. Mhm. Die müssen jetzt alle wieder zusammengerafft werden und müssen eben jetzt herausfinden, was passiert ist, um zu verhindern, was noch passieren kann. Das war die Episode. In Episode 3 wird dann Sammy wieder mit eingesammelt. Da haben wir dann Sammys Mistgabelkuchen. Ist dir das aufgefallen, dass Sammy mit einer Mistgabel den Kuchen backt? Nee, so extrem nicht. Nee, die haben alle. Es ist dir aufgefallen, dass Ben, der isst ja irgendwann so Lakritze aus so einem Glas. Wo der reinpinkelt hat. Der isst aus dem Glas, das er reinpinkelt. Er isst aus einem Schuh und Sammy backt Kuchen mit einer Mistgabel. Mhm. Die haben allesamt die Ereignisse von den Staffeln davor nicht gut verkraftet. Das ist ein Trauma. Da steckt mehr dahinter, als du denkst. Okay. Siehst du das nicht so? Keine Ahnung. Kann sein. Vielleicht. Vielleicht sind sie einfach abgehärteter. In der Hinsicht. Das definitiv. Was hört auf zu spammen? Ihr hört echt mal auf zu spammen. Ich bekomme sie jetzt hier gar nicht mit, aber wer jetzt hier alles voll spammt, der wird einfach hier rausgeschmissen. Der Mistkuchen, der besser als Jurassic World 3 ist. Der Mistkuchen ist Jurassic World 3. Ich gehe jetzt auch mal auf den Chat ein bisschen ein, bevor wir jetzt weiterreden. Ja, jetzt keine Spams kommen müssen, dass ich irgendwas nicht mitbekomme. Es tut mir echt leid. Die Figuren im Hintergrund sind krass. Wir können ja gerne noch mal... Oh, ja, da ist jemand auf Twitch unterwegs gerade. Das ist... Oh, okay. Wir können ja nochmal vielleicht gleich irgendwie so eine kleine Rundführung machen, wenn wir hier mit allem durch sind. Ich kann die Kamera ja einfach mal drehen. Dann kann man hier mal so ein bisschen durchgucken. Du kannst doch einfach mal einen Saurier holen. Dann kann man den hier auch mal ein bisschen präsentieren, wenn du willst. Ja, das kann ich machen. Sie ist jünger als Macy auf jeden Fall. Da geht es um die Tochter. Dann wird das nicht so sein. Mit Macy macht sich Ben ja schon strafbar, wenn das stimmt. Matteo ist der Fahrer, der den Allosaurus... Genau, stimmt. Matteo hat ihn sogar transportiert, den Allosaurus. Deswegen war er da auch mit am Start gewesen. Matteo ist echt nicht sauber. Matteo hat sich aber als eigentlich guter Mann herausgestellt, oder nicht? Ja, der kam ja dann nochmal zurück in den letzten Folgen. Genau, und hat genau. Ihn irgendwie gerettet, geholfen. Ey, ich wette, geholfen, das ist so der sympathische sowas. Sidekick jetzt immer, der mal immer wieder so auftaucht. Ja, das kann sein.
Wo wird denn jetzt hier was gespammt? Das muss ja eine unfassbar wichtige Frage. Ich sehe es aber gerade auch nicht. Die fahren ja zu einem Ort, kann Brooklyn sein. Das wird gespammt. Das ist nicht mal eine Frage. Das ist eine Aussage. Ah, es wird jetzt, ist jetzt. Einer hat gesagt, er soll aufhören. Der Gamer hat aufgehört. Okay, vielen Dank dafür. Ja, danke Gamer, dass du auf deine Mitmenschen hörst in deinem Stream. Ja. So. Ja. Tankstelle könnte aber trotzdem böse sein. Kam der von der Tankstelle nochmal vor? Nee, gell? Nee. Hat er eigentlich angerufen dann am Ende? Nee, der hat nee. Dieses... Ah, Moment. Ja, okay, gut. Ich glaube, worauf hat jetzt hier aufgegangen... Er ruft ja diese Wildlife-Gruppe an, dass die das Tier da wegschaffen. Okay. Aber deswegen hat er damit nichts zu tun gehabt. Weil er hätte die jetzt ja auch einfach da behalten können, hätte die irgendwie festnageln können und dann hat er ja nicht gemacht. Er wusste nicht, was da wirklich abgeht. Denkt ihr, irgendwann sehen wir Raptoren, die Autos fahren? Ja, wenn so weiter sich die Mensch-Hybriden-Theorie irgendwann durchsetzt, dann vielleicht... Das, was sie da damals mal zu den Jurassic Park 4 geplant hatten, da gab es doch mal so kleine Konzeptarts oder sowas. Dann könnte das vielleicht mal wahr werden. Ey, es sagen ja immer voll viele, ich meine mich mit inbegriffen, dass Jurassic World nicht ganz so cool ist. Aber sich mal zu überlegen, was mit Jurassic Park 4 hätte passieren können, hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Willst du nur mal auf den Chat eingehen? Ich bin gerade noch... Du bist chatnotisiert. Du hast aber auch sogar zwei verschiedene Chats vor dir liegen. Ja, ich gucke halt gerne da rein. Bitte? Danke, das sieht nur so aus, als ob Matteo gut wäre. Aber wie kommst du darauf? Was ist dann da dein Anhaltspunkt? Dass der irgendwie böse sein könnte? Gamer, du willst eine Antwort, aber das ist ja keine Frage. Vielleicht musst du sie anders erstellen, dann können wir sie dir auch. Was hat denn was war denn die Nachricht? Die fahren ja zu einem Ort, kann Brooklyn sein. Ja. Ja. Nein, kann. Also wir sind hier im Spoiler-Part, ne? Wir erzählen, ja, das. Zu welchem Ort fahren sie, kann Brooklyn sein. Ja. Ach so. Ah, ja, ich schreibe doch einen Satz. Ich glaube, was damit gemeint ist. Oder meint der das Schiff am Ende? Genau, wird, glaube ich. Dass sie mit dem Schiff. Die werden nicht direkt zu Brooklyn fahren, das glaube ich nicht, weil wir noch eine ganze Geschichte brauchen für Staffel 2, ja. Aber das wird dann irgendwie dazu führen. Ja. Ich glaube eher, dass die damit nach Europa fahren werden. Das ist meine Vermutung, dass nach Europa geht ihr als nächstes. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Und vielleicht sehen wir sogar die Ruinen von Biosyn. Wie heißt das Valley? Biosyn Valley? Danke. Vielleicht sehen wir sogar die Ruinen von Biosyn Valley wieder. Das kann ja auch sein. Vielleicht fahren sie nach Europa, das denke ich auch, genau. Dass sie nach Europa fahren, das ist auf jeden Fall realistisch. Was können wir sonst nochmal besprechen? Die Theorie mit Ben und Maisie, dass die zusammen sind, geht glaube ich nicht, weil Ben ist 21 Jahre alt und Maisie ist ein Teenager. Maisie ist 15, ich weiß. Ich habe es aber auch in dem Kommentarbereich selber noch mal reingeschrieben. Ich habe Maisies Alter falsch eingeschätzt. Ich war mir sicher, dass die eigentlich genauso alt war wie Ben. Nee, Maisie ist 15 und Ben ist 21. Das wäre illegal. Noch ein Jahr. Noch zwei Jahre. Nee, drei Jahre. Amerika. Amerika ist nichts. Weiß ich nicht. Amerika ist nichts illegal. Amerika gibt's was nicht. Dann dürfen sie nicht nach Europa. Das Land der ewigen Freiheit. Ja, genau, richtig. Gut, deswegen ist Ben auch wahrscheinlich noch in Amerika. Nee, ja gut, die Messi-Theorie, ey, das wird wohl so nicht sein. Aber ich sag ganz ehrlich, hast du gewusst, dass diese Isabella Sermon, dass die am... Wer ist Isabella? Das ist Messis Schauspielerin. Ah. Die war bei dem Casting mit am Start, als die Stimmen gecastet haben. Okay. Also wurde zumindest behauptet von der Person, die aber auch die Story damals geleakt hat mit... kennst du den ursprünglichen Leak? Nein. Da wurde damals ein Leak rausgehauen, bevor der Name erstmal bekannt war, dass eine neue Jurassic World-Serie in Planung ist, wo es um eine Sydney gehen soll, die bei einem Vorfall mit einer Kreatur am Lockwood-Anwesen ihren Arm verliert. Wir wissen jetzt, Sydney gab's nicht. Es war einfach ein Platzhalter für Brooklyn. Ja. Und der hat ebenfalls gesagt, dass... eigentlich schon fast das Ende gespoilert. Es war Ende gespoilert. Ja. Wenn wir einen Leak raushauen, dann einfach genau das. Aber der hat ebenfalls auch gesagt, dass diese Isabella eben mit bei diesem Casting mit dabei gewesen ist. Mhm. Und auch, dass die ein Casting gemacht haben, hat gestimmt, weil die mussten ja zwei Stimmen ersetzen, zumindest im englischen Original. Die von Brooklyn ist neu und die von Kenji ist neu. Mhm.
Da soll sie wohl mit dabei gewesen sein. Also wenn das stimmt, könnte Maisie wirklich noch eine Rolle spielen in den kommenden Filmen. Oder Film nicht mehr, aber in Serienstaffeln. Also, ja. Glaubst du nicht, dass sie noch mal in Filmen auftauchen wird? Die wollen mit den Filmen, laut Aussagen von David Koepp, keinen großen Bezug mehr auf was da Folgendes nehmen. Also die wollen, das soll nach Dominion spielen, aber die wollen versuchen, so wenig es geht, darauf einzugehen. Ich bin gespannt. Und dann Maisie mit reinzubringen, wäre halt schwierig. Dann. Ja, wobei sie ja mehrere Charaktere, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist, ey. Dominion ist ein ganz großer Ballon für sich. Ich sehe es eh schon kommen, dass dann der neue Jurassic-Film auch mit so einem Cliffhanger endet, wo dann Dinosaurier kommt und dann sehen wir nur diese Hand aus dem Schatten rauskommen. Und dann weiß ich, scheiße. Colin Trevorrow returns. So. Okay, wir waren jetzt bei Ende Staffel Folge 3, gell? Genau. Aber das war jetzt, nee, waren wir nicht, wir waren in Folge 3. Mistgabelkuchen. Mistgabelkuchen, genau. Und dann tauchen die Atrociraptoren wieder auf? Nee, noch nicht. Erstmal trifft Ben Bumpy. Gut, das war eine schöne Szene. Obwohl ich, also da bin ich ja so ein richtiger kleiner Fan von so kleinen Tierschnulzen. Also wenn du so dein Tier, weißt du. Magst du Blue? Blue? Ja, tatsächlich bin ich ein Blue-Fan. Blue oder Bumpy? Wer ist lieber? Blue tatsächlich. Echt? Ja. Chat? Also. Chat, wichtig. Bumpy oder Blue, bitte mal in den Chat, müssen Sie es klären. Dann mach doch eine Umfrage. Da muss ich da vorne hingehen. Achso, dann geht er da vorne hin. Ich stand da eben 5 Minuten, ja, weil ich Probleme hatte. Nicht. Ich stehe auch mal ganz kurz auf. Vielleicht mache ich es mal. Tatsächlich. Ich meine, könnte jemand. Was machst du denn jetzt? Könnte jemand diesen Augen hier widerstehen? Alter, das ist doch Beta. Nein, wer sagt denn, dass das Beta ist? Das Beta ist doch ein Kleintier. Das ist Blue. Wo steht es? Das ist Baby Blue. So, jetzt stehen wir beide. Das ist Baby Blue. Also ich bin auf jeden Fall hier, guck's. Ach, ich muss erstmal die Umfrage da oben schließen. Kussi. Nein, geh weg. Schön, dass du jetzt immer aus dem Hund laufen musst. Okay, ich habe auch einen ganz klaren Fight. Du versus Bumpy. Aber ich meine rauslesen zu können, dass die Mehrheit jetzt hier schon wieder für Blue abstimmt. Was ich halt viel Blue, denke. Blue, Blue, Blue. Guck, Blue. Rexy ist die Beste. Ja. Das ist halt nah am Thema. Blue soll zur Hölle laufen. ja. Aber schön fahren kann sie ja nicht. Erst im nächsten Video vielleicht. Ich glaube, ich habe Bumpy falsch geschrieben, aber ist egal, ihr wisst ja, was ich meine. So, bin ich jetzt mal sehr gespannt. Blue, so. Stimmst du gerade auch mit ab, Alter? Peter. Ich habe auch mit abgestimmt. Du hast zwei Handys vor dir liegen, Alter. Stimmst du mit ab? Ja, okay. Kann ich die Abstimmung eigentlich selber auch sehen bei mir? Ja. Bei mir, ja, ich habe ja nicht viele Leute, aber ich mach's trotzdem mal. Geht das hier? Ah, nee, das kann ich auch bei mir. Ich liebe Bumpy. Ja. Baby Blue war super süß. Bumpy. Nee, nicht Bambi. Bambi ist auch gut. Vielleicht sollst du Bambi noch reinmachen. Bambi Blue ist auch ganz okay. 17. Yeah. Was findest du? Bambi besser? Ich finde Bambi besser, tatsächlich. Oh, krass. Ja. Also Beta mag ich auch nicht, tatsächlich. Ich mag Beta nicht. Nee, aber weißt du, warum ich Blue nicht leiden kann? Warum? Weil sie sich die Figuren aus Jurassic genommen haben, die essentiell für Angst und Gefahr standen. Mehr als der T-Rex. Und die machen sie jetzt zu kleinen, süßen Kuscheltierchen, damit sie Spielzeuge verkaufen können oder eine Riesenfigur mit schönen, glubschi Augen, dass da Leute da sitzen und sagen, guck mal, ich habe eine Riesenaugenfigur. Aber der Aspekt, dass... Guck hier den, hol mal bitte, kannst du den holen oder ist der zu schwer? Welchen? Na, irgendeinen geilen Raptor. Das sind doch, ja, gut. Das sind die Guten. Das sind die Guten. Jetzt halt die mal bitte in die Kamera. Das ist ein Raptor. Das, so. So. Und bei dem machst du nicht so. Bei dem, der killt dich. Ja, aber man muss halt auch, ich gehe nochmal näher hier an die Kamera ran. Man muss aber auch sagen, dass ich den Aspekt halt einfach geil fand. Also, dass du einen Raptor zu 100% kontrollieren kannst, finde ich auch Schwachsinn. Aber, dass ein Raptor geprägt werden kann, weil sie einfach schlauer sind, ja, das ist ja wie ein Hund. Dass du ja, aber Blue ist ja schon dafür da, um süß Merchandise zu sein. Klar, aber Blue hört ja eigentlich auch nur, also an sich nur auf Owen.
Ne? Ja, trotzdem also, macht sie niemand anderem das, was. Oh, also, naja gut, sie hat ja auch die Leute gekillt. Die in Jurassic World hat sie den Hoskins gekillt. Ne? Ja gut, am Anfang aber auch nur, weil der Indominus Rex die ja beeinflusst hat. Nee, den Hoskins hat er einfach so gekillt. Weil das auch ein Arsch war. Ja. Und die. Ja, aber das war ein Böser. Ich sag ja, die killt nur die Bösen. Ja, ist in Ordnung. Vielleicht ja, aber das, ja einfach, ja, aber das ist aber diese Disneyfizierung, die ich halt ja, meine. Ist so. Aber ich finde trotzdem dieses. Ich finde trotzdem das Konzept einfach gut, dass du. Ich meine, die andere tut drei Atrociraptoren bestimmen mit einer Pfeife. Weißt du, was ich meine? Das. Aber macht's besser. Die wirken nicht wie kleine süße Haustierchen. Die wirken gefährlich. Ja, Blue wirkt. Ja auch nicht. Ja, Blue, die Baby Blue. Also, wenn dir da nicht das Herz aufgeht von Baby Blue bei Fallen Kingdom, dann hast du keins. Baby, ach da, ja, ja. Das ist doch voll ja, süß, Baby ey. Blue. Das ist auch süß, Mann. Aber guck dir mal den Raptor an. Das ist ein Baby-Raptor da. Der ist nicht süß. Der kommt schon da raus und du denkst dir, scheiße, hoffentlich wirst du nicht größer. Ja. Du misst viel. Das denkst du dir bei dem. Tatsächlich 1:1 Raptor aus dem ersten Teil. Ja, das ist doch, das ist halt geil. Ich glaube, das geht selten entschieden aus, das Ganze. Wieso kann ich denn bei mir die Abstimmung nicht sehen? 54-46. Für wen? Für Blue. Ja, leck mich doch, ey. Ja. Aber wegen Blue kann ich Raptoren nicht mehr ernst nehmen. Ja, denke ich auch. Man kann sich halt keine Jurassic Park 3 Raptoren mehr vorstellen. Das stimmt schon. Ne? Also... Ey, es wird mich auch gar nicht so nerven vielleicht, wenn sie einfach trotzdem noch Raptoren als Gefahr gehabt hätten. Wir haben die Atrociraptoren dann groß angepriesen bekommen, mit denen war aber auch einfach gar nichts gewesen. Die sind einfach nur durchs Bild gerannt. Ich glaube, Blue leidet bei mir sehr stark darunter, dass sie einfach genau diese Saurier genommen haben und haben sie halt zu denen, was sie da eben jetzt sind. Ja, vielleicht hätten sie Atrociraptoren nehmen sollen und eventuell nochmal Velociraptoren. Also sie hätten auch einfach Atrociraptoren mit einbauen können. Da hätten wir auch gerne Hunde Blue haben können. Aber irgendwas Gefährliches eben noch. Ja. Wir sehen, wie Blue ausbricht, was ich vorhin noch sagen wollte, in Fallen Kingdom. Mhm. Bricht die aus so einem Gehege aus oder wird freigelassen von Franklin und dieser anderen. Und entscheidet sich einfach dazu, ohne die beiden zu kennen, die fress ich nicht, ich fress den bösen Mann mit der Waffe. Ja, wobei... Der ist mir Gefahr, vielleicht. Sie wurde ja auch verarztet von den beiden. Ne? Ja. Also, das darfst du auch nicht vergessen, sie wurde verarztet von den beiden und das hat sie anscheinend auch mitbekommen. Ne? Also, sie hatte nicht wirklich eine Sedierung gehabt, oder? Doch, hatte sie. Ja, also mit dem leichte. T-Rex hat sie. Aber, genau, aber vielleicht auch deswegen. Vielleicht eben, weil sie, wie du eben gesagt hast, erkennen kann, Gefahr, keine Gefahr. Ist ne? Rexy jetzt eigentlich halb Raptor? Rexy? Zum Teil. Wieso Rexy? Weil sie Blut von... Nee, andersrum war es gewesen, ne? Rexy hat Blut an Blue. An Blue, dann ist Blue, genau, Blue T-Rex. Ja. Kein Raptor mehr. Ja. Ja, okay. Ich kann das hier nicht sehen mit der Abstimmung auf dem Handy. Aber kannst du die auf dem Handy sehen? Abstimmung? Auf dem hier nicht. Nee, ne? Wie blöd ist das denn? Ja, die Figuren sind von Primeon Studio teilweise, nicht alle. Also, Bumpy verhält sich mehr wie ein Tier. Blue ist einfach wie ein Videospielcharakter. Ich fresse ja, nur richtig, die Bösen. Richtig, richtig, genau. Bumpy, okay. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Bumpy hat Dodo Holmes gesagt. Giganotosaurus hatte weniger Kills als die Screentime von Mamenchisaurus von Jurassic Park 2. Was? Stimmt aber. Mamenchisaurus? Genau, oh, ja, genau. Ja. Genau. Das ist ja, der Witz an der Weil einfach nur die Dings, ja. Ja, heutige Greifvögel sind quasi Raptoren. Ja. Tatsächlich, mittlerweile gucke ich mir gerne Vögel an. Weil die tatsächlich sich wirklich, wenn du so drauf achtest, bewegen die sich wirklich. Echt so. Das ist echt interessant. Wie Raptoren, meinst du? Ja, was heißt wie Raptoren? Aber schon wie Dinosaurier. Also tatsächlich. Machst du jedes Mal, wenn du draußen bist und siehst irgendeinen Zaun, machst du nicht auch jedes Mal den Witz, da ist bestimmt ein T-Rex drin? Nein, das mache ich. Ich mache das jedes Mal. Echt? Jedes Mal. ey. Ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Okay, warte, wir machen noch einmal kurz Bumpy-Check. Ich habe auch die Figur von einem Spinosaurus, ja, tatsächlich. Mehrere, viele. Blue liegt immer noch vorne. Ah, Bumpy kommt. So. Ist das nicht so, wie wenn du zum Beispiel Blut spenden gehst? Was? Rexy und Blue, dass das Blut sich...
Aber eigentlich nicht, weil das wäre ja praktisch wie... Wobei... Ich glaube, es ist schon dumm von der Story. Ich glaube, das würde so schon nicht funktionieren. Ja. Ich weiß es aber auch nicht, Mann. Gut. Das kannst du aber auch drüber wegsehen. Leute regen sich darüber auf, dass der Giganotosaurus und der T-Rex sich treffen. Das hat Leute tierisch abgefuckt. Oh, ja. Wo ich mir denke, ja, komm, wir haben aber auch Blut bekommen. Also, das so schlimm kann es nicht sein. Ja, wobei, ich sage halt immer ganz ehrlich, klar, vielleicht hat der Giganotosaurus in echt nicht in der Zeitlinie gelebt. Aber woher... Will mir das wissen? Wir waren alle nicht dabei. Ja. Mach dieses Fass nicht in dem Chat. Mach dieses Fass jetzt nicht. Aber ich lese jetzt schon wieder die Kommentare. Komm, Staffel. Die sagen, man weiß doch, das war so gewesen. Ich lese es jetzt schon wieder. Folge 3. Folge 3? Nö. Doch, Folge 3 sind wir noch gewesen, genau. Folge 3. Die Episode auch mit unserem ersten Tod. Wir haben vorher keinen Tod gesehen, jetzt unser erster Tod. Tod auf der... Aber wir waren jetzt bei Bumpy und Ben noch, ne? Weil wir das so schön fanden. Wir sind schon wieder voll abgeschweift. Ja, das ist aber deine Schuld. Du darfst mal Blue mit reinschmeißen. Nee, das war ich. Nein, das warst du. Du hast gesagt Bumpy oder Blue. Ich habe nur gesagt, dass ich so Tierstories schön finde, wenn das halt so, wenn die sich wieder zum ersten Mal sehen und so. Das war toll. Okay, die haben sich zum ersten Mal gesehen, dann kam gleich der abgefuckte Truckerfahrer. Und das gesagt, war schöner als alles, was Blue und Beta... was Blue und O miteinander... Hör auf, Beta damit reinzuziehen. Ja. Beta, der Name passt schon zur Eigenschaft. Beta ist ultimativ Beta. Beta, ja. Gut. Dann lernen wir Karl eben kennen. Karl hat definitiv schon so einen extremen Hass gegen Dinosaurier. Ach, das merkst genau. Du auch, dass der generell Saurier einfach scheiße findet. Ja. Und er erwähnt ja auch noch in einem Nebensatz, dass wenn Bumpy nicht verschwindet, Bumpy kommt, dann wird auch Bumpys Kopf an seiner Wand landen. Pass auf. Er sagt, dann wird auch Bumpys Kopf an der Wand landen. Mhm. Meinst du, der Kerl jagt Dinosaurier? Vielleicht. Für die Wand? Würdest du es machen, wenn es weitergeben würde? Nein, weil du würdest Dinosaurier liebe. Da ist ein Totenkopf da oben, ne? Ja, aber das habe ich gefunden. Könntest du es sehen? Da, der Dino-Liebende. Was ist das? Ist das der Spino? Nee. Ja, das ist ein Spinosaurus. Echt? Ja. Ein kleiner, ne? Erkennst nicht mal deinen Lieblingssaurier. Ist das der Baby-Spinosaurus von Jurassic Park 3? Nein, das ist einfach nur ein Spinosaurus-Kopf-Skelett. Ja. Ja. Nee, aber tatsächlich würde ich keine Dinos jagen, weil... ich auch so keine Tiere jagen würde, glaube ich. Das ist ein Argument, ja. Ja. Das ist ein Argument, gut. Das kannst du stehen lassen. Wer aber Saurier jagt, ist Karl. Genau, und der hat wahrscheinlich auch andere Dinosaurier gejagt. Vielleicht zum Sport, vielleicht, keine Ahnung, als Trophäe. Ich meine, verdammt, wie konnte ich seinen Namen vergessen? Roland. Roland, da ist ein Tyrannosaurus. Hat auch Dinos gejagt, Tiere gejagt. Die sagen ja wirklich in Jurassic Park 1 einen T-Rex, ne? Ja. Das ist ja ultimativ verdeutscht, ne? Ja. Der T-Rex. Der T-Rex. Der hat auch Roland, der hat auch einen T-Rex gejagt. Richtig. Ja. Aber ich glaube, da kamen viele solche Sachen vor. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass er Dinosaurier gejagt hat. Sein Kopf... okay. Ich habe eine Theorie über Karls Tod. Sein Kopf wurde möglicherweise von einem Atrociraptor umgedreht. Deswegen sieht man kein Blut. Das könnte sein, das wäre aber fies. Aber hat man auch schon gesehen bei Jurassic Park 3 mit dem... Genickbruch, ne? Das habe ich ewig lang nicht gerafft, was da passiert ist. Echt? Was passiert da? wie bei dir mit dem Arm? Was ist das? Ich verstehe das nicht. Ich dachte immer, er reißt ihm in dem Moment so ein Stück Kopf raus und die zeigen es aber nur nicht, weil das zu brutal wäre. Der schmatzt danach ja auch, der Raptor. Der macht ja noch dieses... Ich habe es nicht gecheckt. Naja. Gut. Okay, auf jeden Fall ist der abgefuckt, jagt Tiere wahrscheinlich. Wir müssen aber nochmal ganz auf Karls Plan eingehen. Schon wieder Karl. Ja, natürlich, weil Karls Plan ist es ja... Karl, da liegt der tote Mensch in unserem Haus. Karls Plan ist es, Bumpy, einen riesigen Ankylosaurus, der nahezu nur aus Panzer besteht, mit seinem Auto zu überfahren. Das ist sein Plan. Ja, das... Und der gelingt nicht, weil Bumpy dann eben das Auto wegrammt. Und dann sagt Karl, das ist fies aggressiv. Mhm. Ich dachte mir, wäre das nicht auch in die Hose gegangen, wenn Bumpy nichts gemacht hätte? Ja, wahrscheinlich. Also wäre das wohl so blöd ausgegangen. Ja. Das fand ich auch ein bisschen dumm. So dumm, ey. Hast du gecheckt, dass Karl tot ist? Hast du dir gedacht, dass Karl, wo das Auto da stand, okay, der ist auf jeden Fall tot? Ist er mir nicht mal ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Der ganze Moment überhaupt nicht? Also, nee. Also, ich kann mich jetzt daran erinnern, dass er tot ist, aber... Nicht an dem Moment und sowas. Na gut. Der war ja einfach... Hat man den vorher nochmal gesehen oder war er einfach tot? Nee, der war einfach tot. Du hast halt nur gesehen, wie er... Das ist sein Auto. An sein Auto erinnere ich mich. Das stand da. Mit den Scheinwerfern.
Licht an und so. Die Scheinwerfer haben doch sogar noch auf die Pfeifenlady geleuchtet, oder? Nee. Doch. Nein, die hast du ja nicht gesehen in der Episode. Doch. Nein, die kam erst später vor. Ach, verdammt. Die kam erst bei der Folge mit den, wo die den anderen umgebracht haben, den Vater von Kenji. Genau, da kommen wir auch gleich noch mit dazu. Genau. Die Pfeifenlady, Karl war dumm. Die Pfeifenlady meine ich. Nein, Quatsch, Karl. Karl hat ja damit gedroht, Bumpy zu töten. Mhm. Interessanterweise, das Auto von Karl stand ja wieder davor. Das heißt, er wollte seinen Plan wirklich umsetzen. Der war wirklich da, um Bumpy zu töten. Mhm. Und dann kam eben die Pfeifenlady, die hat quasi Bumpy aber gerettet. Was dann später ein bisschen doof gewesen ist, weil Bumpy dann auch freikommt und sich mit einem Atrociraptor anlegt. Mhm. Fand ich auch sehr cool, weil du einfach mal siehst, wie mächtig eigentlich auch so ein Ankylosaurus ist. Die haben ja keine Chance gegen den, wegen der Panzerung auch. Und dann gibt es dann... Ja? Mir kommt gerade, weil du gerade das angespielt hast mit der Pfeifenlady, die Bumpy eigentlich gerettet hat. Ja. Das war Absicht, meinst du? Vielleicht. Also ich bin jetzt ja nicht so krass in diesem Chaos Theory-Thema drin, ne? So, aber vielleicht ist die Brooklyn dafür verantwortlich, dass Dinosaurier sterben, verfrachtet werden, mit denen gehandelt wird. Und diese Raptoren-Lady will das vielleicht alles verhindern und denkt, die Freunde hängen damit drin und sagt, okay, ich schalte jetzt alle aus, dass die Gefahr für die Dinosaurier... Boah. Das wäre ein krasser Twist, dass die eigentlich gar nicht pro-Dinosaurier ist, sondern Dinosaurier liebt, weißt du? Aber dafür killt sie mir zu viele Leute ohne Begründung. Also klar, sie schaltet sie aus im Endeffekt, aber dann schon auf eine krasse Art und Weise, finde ich. Ja gut, vielleicht interessiert es halt vielleicht nicht. Es kann, aber vielleicht ist sie pro-Dinosaurier und macht einfach das, was Claire gemacht hat, nur aggressiver. Sie will die Dinosaurier retten. Also, das... Er findet es nicht verkehrt, das Theorie. Das tut mich hier gerade... Vielleicht kommt Injun zurück, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Karl ist der typische Böse, der von Blue gefressen worden wäre, ja. Tatsächlich. Ach, ich sehe gerade, Dodo Holmes ist gerade auf beiden Streams. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Theorie, Sammy hat das größte Trauma nach Brooklyns Tod. Ja. Hat sie den Raum, in dem Brooklyn war, nie wieder betreten? Stimmt. Weshalb sie auch einen Flashback bekommt, wenn sie die Tür zum Raum öffnet. Das könnte wirklich sein, ja. Dass Sammy dadurch wirklich ein riesiges Trauma hat. Die haben ja alle damit sehr stark zu kämpfen, ja, was da passiert ist. Gibt es Injun wirklich? Gibt es Injun noch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das wurde ja an Masrani verkauft. Das ganze Ding. Die haben es übernommen, Masrani hat es übernommen. Also das Injun ist ja, Injun an sich ist ja eigentlich platt. Injun war ja eigentlich schon platt nach den Ereignissen in San Diego. Da hat es ja schon angefangen, ja genau, dass die langsam so untergegangen sind. Mhm. Jetzt haben wir noch übrig, von allen Organisationen haben wir jetzt eigentlich nur noch übrig Mentacorp. Ja, wobei, Bios gibt es so eigentlich auch noch. Ja, aber dann wurde die Hauptzentrale wurde aber zerstört. Also ich glaube nicht, gut, aber wer weiß, vielleicht haben die sie wieder aufgebaut. Das wäre so langweilig, weil wenn die einfach jetzt wieder da stehen. Der andere, den sein Assistent da, der war ja eigentlich gut, sage ich mal. Ne? Achso, ja, der Ramsey ist der, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ne, der war ja eigentlich gut. Und vielleicht hat der das ja, aber gut, das werden wir vielleicht mal irgendwann sehen. Ja, weiß ich halt nicht, ey. Aber gut. Oh, Blue verliert. Es wird übrigens auch noch was Wichtiges erwähnt, worauf ich nochmal mit dir ganz kurz eingehen will. Hast du mitbekommen, dass Darius im Van von Ben bestimmte Sachen erwähnt? Nämlich Details, die auf den Zetteln stehen. Wenn du es mir sagst, weiß ich es vielleicht. Er geht einmal darauf ein... Ich fühle mal ganz kurz zu. Ja. Er geht einmal darauf ein, dass er Informationen hat über fleischfressende Heuschrecken. Das habe ich gesehen. Ja, das ist mir aufgefallen. Kennen wir, ne, welche er damit meint, worauf er damit anspielt. Und dann sagt er ebenfalls noch, dass ein weiterer Zettel gesagt hat, dass es von Mentacorp geheime Unterwasserlabors gibt. Jetzt wissen wir über den neuen Jurassic-Film, der rauskommt, eine einzige Sache, hundertprozentig, wo er gedreht wird. Mhm. Einmal in Thailand und einmal auf Malta. Und nicht um den Schwarzmarkt in Malta wieder einzuführen, sondern in Unterwasserszenen. Mhm. Meinst du, das ist ein Hinweis auf den Film oder eher auf Staffel 2, so ein Foreshadowing? Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, das ein bisschen mit einzubauen, weil du dann, wenn du die Serie geschaut hast, bei dem Film sagst, ah, das hat er gemeint. Ich meine, es sind so Kleinigkeiten, die du wahrscheinlich dir nicht merkst, weil du erstmal, wenn du jetzt nicht so der Hardcore-Fan bist und es so durchdetektivst, ne, ja,
dass dir das dann nicht wieder einfällt. Also mir wäre es jetzt auch persönlich nicht eingefallen. Mir wäre es erst eingefallen, wenn ich den Film gesehen hätte. Hätte gesagt, das sind Unterwasserbasen und ich gucke dann die Folge nochmal und sehe das dann, dass er das erwähnt. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich glaube, okay, das wäre gar nicht mal so schlecht, sowas so ein bisschen aufzubauen, damit man einfach Bezug zu diesem ganzen Universum bekommt. Also das finde ich, was das macht die Serie gut, auch mit dem westindischen Flieder. Ja, tatsächlich. Also das ist auch sowas, dass sie gesagt wird, hey, der westindische Flieder macht Dinosaurier krank. Ja. In Jurassic Park 1 wusste man noch nicht, was der eigentlich macht mit den Dinosauriern. Ne? Westindischer Flieder, den essen die Dinosaurier nicht. Und heute weiß man, okay, die Dinos werden krank davon. Ja, ne? Ja. Also das fand ich auch eine ganz kleine, coole Szene. Ist ja auch eine Referenz in Jurassic World Camp Cretaceous, als Bumpy schlüpft. Ne? Bumpy schlüpft und sieht zuallererst Ben. Ja. Und deswegen hat Bumpy auch so einen Bezug zu Ben, weil Hammond ja auch erwähnt im allerersten Film, dass wenn die Saurier gerade schlüpfen, sie sich die erste Person einprägen, die sie sehen. Mhm. Und darauf geht das nochmal mit ein. Das machen die schon ganz cool. Sollte es aber ein Foreshadowing sein für neuen Jurassic-Filmen kommenden, wäre es dann schlau, Mentakorb dafür zu nehmen. Weil die kennt ja dann keine Sau. Also, wenn man sie gut irgendwie nochmal einführen könnte. Also ich fand, so von dem, was ich gesehen habe vom Mentakorb, ne, so was ich mitbekommen habe, auch mit diesen, ich meine, klar, es war ein bisschen abgespaced mit diesen Robotern und keine Ahnung, ja, das war schon sehr ein bisschen heftig, ja, weil jetzt bist du wieder in irgendeinem Universum, also in einem normalen Jurassic-Universum ist die Technik nicht mal halb so weit. Ja, ja. Und das fand ich ein bisschen unlogisch. Auf dieser einen Insel können sie fast ins Weltraum fliegen. Und weißt du, was ich meine? Ja. Aber ja, man muss halt aufpassen, dass es nicht zu unlogisch wird. Ne? Also unlogisch meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur, dass du den Bezug dann eben nicht dazu hast. Dass du nicht, es sei denn, sie erklären eigentlich nochmal Mentakorb komplett genau. Von vorne. Ich fand das mit Biosyn schon scheiße. Ne? Also irgendwie, ja. So, die waren auf einmal da. Biosyn. Das hätten sie echt schlauer machen und können. Und der Dodgson war auch auf einmal wieder da. Ja? Ey, sie hatten einfach eine Trilogie gehabt, die haben sie von Anfang an geplant. Wieso haben die nicht angefangen, Biosyn im ersten Film schon mit aufzubauen? Genau. Warum haben wir da Hoskins bekommen? Warum nicht Louis Dodgson, der schon im Park wäre? Und die also. Biosyn muss doch schon Dinosaurier erschaffen haben, während alles andere von Jurassic World abgespielt ist. Weißt du, was ich meine? Weil Drei Jahre brauchen die, um auszuwachsen, die Saurier. Ja, aber sie haben ja trotzdem schon irgendwie, weil dieses Valley, das ziehst du ja nicht einfach so hoch. Nein, und das ziehst du auch nicht einfach so hoch, weil 20 Dinosaurier ausbrechen. Nee. Ja. Gut, das Valley wurde aber gebaut, das war ja als Universität gebaut. Ich glaube, das war mehr so ein Deckmantel auch gewesen dafür. Ja, aber es muss ja trotzdem, musste das. Das war ja Bullshit, reden. Na klar. Ja. Und das auf einmal war der da und Dodgson war der große Böse mit seinen Heuschrecken. Irgendwie. Guckst du Star Wars? Das war, nee, tatsächlich nicht. Habe ich aber auch noch nie wirklich, also ich habe noch nie geguckt. Okay, gut, also weil das ist ähnlich in Star Wars auch passiert wie jetzt mit Jurassic World. Okay. Also. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Und ja, wenn man sagt, man macht jetzt eine neue Trilogie, sollte man das langsam aufbauen. Mit dem roten Faden aber auch. Genau. Und nicht sagen, hey, das ist Mentakorb, aber Mentakorb geht demselben Film schon wieder platt. Ja, richtig. Ja, und wenn man sagt, gut, man geht wieder auf die anderen Inseln zurück, mit Rückblenden, so wie es ja vielleicht sein soll, sollte man nicht zu wenig rückblenden. Also dann sollte es wirklich so ein, keine Ahnung, so ein Aufbaufilm halt werden. Ne, dass wenn man jetzt, wenn ein neuer Film jetzt rauskommt. Genau, und wenn man dann sagt, okay, Mentakorb gab es die ganze Zeit schon, dass man einfach von damals irgendwie irgendwelche Szenen nimmt, keine Ahnung, oder Anspielungen, ich weiß es nicht. Das wäre aber dann dieses Lockwood-Ding, dass auf einmal Benjamin Lockwood ankommt, der meint, John Hammond war ein super guter Freund von mir, wir haben zusammen an dem Traum Jurassic Park gearbeitet, und dann denkst du dir halt so, ja, von dir habe ich nie was gehört, Mann. Das kommt sehr, sehr komisch mit rein. Ja, das ist das. Deswegen, Mentakorb wäre vielleicht echt nur was für eine kommende Staffel. Dass das ein Foreshadowing ist, für das was nichts zu basiert. Wir sind jetzt ja gerade auf dem Schiff. Vielleicht kommen sie als nächstes erstmal an diese Untergrundlabore, kommen dann nach Europa danach und finden dann Bens Freundin. Was ist denn mit Mentakorb passiert in Die wurden entlarvt quasi. Das wurde ja, es kam ja heraus, was die machen. Ja, und dann, ja, zugemacht, durch, fertig. Schätze ich mal. Ja, was weiß ich. Ja, gut. Ja, das könnte man schon irgendwie so mit einbauen, dass das Ganze in der nächsten Staffel eine Rolle spielt. Mhm. Das glaube ich dann schon eher als jetzt im Film im kommenden. Bin bei Star Wars ausgestiegen nach dem ganzen Disney-Scheiß. Ja, ich auch. Episode 7, 8, 9. Ja, danach war ich spätestens raus mit der ganzen Nummer. Für die Anzahl an Toten und so weiter verstehe ich nicht, dass das keine Live-Action, sondern eine Kinderserie geworden ist.
Tatsächlich muss ich auch sagen, ich fände eine Live-Action-Serie eigentlich ganz geil. Das würde den Sinn verfehlen. Die wollen damit schon ganz klar eine andere Zielgruppe. Ja, aber ich meine jetzt so an sich fände ich es geil, wenn irgendwie vielleicht auch aus dem Jurassic Park Franchise oder keine Ahnung, also aus Jurassic Park. Ja, 100 Pro, ey. Da eine geile richtig Serie. Geile Überlebensserie oder keine Ahnung. Das wird halt noch kommen, sag ich dir. Dschungel das überlebt wird, ja. Harry Kane Clarissa als Serie. Das, oder so. 10 Folgen und du weißt schon, was passiert und du denkst nur, wann geht's endlich los. Ja, genau. Die können, jede Episode endet mit so einem leicht stärker werdenden Wind und du denkst dir, Alter, jetzt kommt. Genau, das ist alles so den Bach runtergeht. Ja, ja, genau. So genau. Richtig geil. So alle forschen fröhlich und dann merkst du immer weiter. Und keine Ahnung, dass man das. Und dann kann man nochmal sagen, gut, okay, man hat dann nochmal die Gruppen, die das nicht von der Insel runter geschafft haben, so wie Art Lost. Weißt du, was ich meine? Das wird noch kommen, das schwöre ich dir. Die fangen jetzt erstmal an mit Jurassic Park Survival. Wäre auf jeden Fall schon ganz geil. Also, definitiv so eine Live-Action-Serie. Das wird auch noch kommen. Aber man sollte, ich glaube, man kriegt halt diesen Horrorfaktor, diesen Überlebensfaktor, den kriegt man nicht auf dem Festland. Ja. Ich fand, ja, das stimmt, ja. Bei Jurassic World Dominion fand ich es geil, als Claire durch diesen Dschungel gewandert ist und vor diesem Terizinus ausgeflüchtet hat. Das war das Einzige, was einfach an früher erinnert hat, Überleben. Ja, ja, ja. Und das bringt das Festland einfach nicht her. Aber das wird nicht mehr kommen, weil wir jetzt ja von der Insel weg sind. Wir haben jetzt halt die Situation, dass Dinosaurier auf dem Festland sind. Das ist natürlich... Ja. Aber dafür haben wir auch eine sehr coole Episode, wenn wir jetzt gerade nochmal zurückspringen zu Sammys Farm. Da haben wir eine ähnlich beklemmende Situation mit den Atrociraptoren, die nämlich versuchen, in das Haus reinzukommen. Und Sammy muss leise sein. Das ist so ein Kammerspiel, wo dann irgendwann diese Mistgabel umfällt und alles. Ja. Das geht also auch auf dem Festland. Klar, Inselfeeling ist immer geiler, sage ich auch. Jurassic hätte einfach auf der Insel bleiben sollen. Wenn sie jetzt aber eben den Weg aufs Festland gehen, dann genau so. Mhm. Erzählt kleinere Geschichten. Nicht dieses Ganze auf der gesamten Welt passiert. Ja. Es kauft keine Sau, kauft das ab. Es ist einfach zu viel für zu wenig Zeit. Ja, und das ist unglaubwürdig einfach. Die Heuschrecken sind unglaubwürdig, weil als ob da niemand drauf kommt, wer dahinter steckt. Die fressen alles weg außer Biosensat. Gut, und keiner rafft's. Ja. Also, das ist halt echt aus dem Arsch gezogen alles. Und das können sie besser machen, wenn sie einfach kleinere Geschichten erzählen. Mhm. Gebt mir einfach von mir aus wieder... Wir haben noch ganz viele andere Inseln, ne? Das sind ja die 5 Tode. Ja, genau. Warum macht man damit nichts? Die wurden ja nie erwähnt, ne? Also in den Spielen, Jurassic World Evolution, da hast du ja deine 80.000 Inseln, wo du Parks aufbauen sollst, wie so ein Bekloppter. Aber irgendwie wird das nicht... Also, hätte ich die Spiele jetzt nicht gespielt, ja? Ich bin jetzt kein Bücherleser und basiert mein Wissen einfach nur auf den Filmen meistens, ja? Und hätte ich die Spiele nicht gespielt oder Jurassic World Evolution nicht gespielt... Hätte ich gedacht, das ist Non-Kanon. Also, weißt du, was ich meine? Ja, so, hey, kommen die Inseln auf einmal her. Ja, sonst wird das Spiel ja langweilig. Keine Ahnung. Ja, gut, aber die 5 Tode werden ja mal erwähnt in Jurassic Park 2 ganz kurz. Das kann sein. Ja. Das stimmt von dem Lastico Mortis. Ja, genau. Genau. Aber das war's. Die werden auch nur einmal kurz erwähnt. Du weißt nicht, was ist das. Dass die zum Beispiel von Ingen gepachtet wurden, erfährst du nie. Nee, gar nicht. Wird nicht erzählt. Und das ist das. Die eine Insel explodiert. Sorna, da sind ja alle gestorben, weil Krankheit. Und warum hat er die aber gepachtet, ist die Frage. Genau. So, was, damit war irgendwas noch so auf sich. Ja, kam. Und wer sagt denn, dass dort nicht auch was vor sich geht? Weißt du, was ich meine? Also, nur weil wir es jetzt onscreen nie gesehen haben, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert. Ja. Wäre vielleicht ein bisschen komisch, wenn man jetzt noch herausfindet, ach, da sind auch noch Dinosaurier, wo ich mir denken würde, als ob ihr nach den Ereignissen von Jurassic Park 2 nicht genau da nachgeschaut habt. Ah, da sind auch noch welche. Und da war ich nicht. Ich habe da nicht geguckt, ich schwöre. Ich war da nicht. Ich habe die 2 Inseln gegangen. Ja, na gut. So, genau, dann sind wir jetzt bei, also Folge 3. Atrociraptoren, bla bla bla. Ja, wieder einfach ein Kampf eben dann. Kampf, und dann sehen wir auch zum allerersten Mal diesen Wagen mit 4 Luken. Es rennen aber nur 3 rein. Übrigens auch wichtig eigentlich zu wissen, echt, so eine war coole... das so? Nein, den Wagen, den haben wir erst gesehen, als wir die Lady gesehen haben, glaube ich. Nee, der Wagen ist am Ende von Episode 3 da. Ja, ich habe das Video nämlich letztens erst fertig geschnitten, wo ich darüber gesprochen habe. Und da siehst du dann nur, wie sie mit der Pfeife pfeift. Und dann rennen die zu dritt in diese Waggons rein. Aber es gehen nur 3 Türen auf, aber es sind eigentlich 4 da. Nur eine ist eben geschlossen. Und da war... Der erste WTF-Moment, warum 3? Warum nicht 4 Atrociraptoren? Was ist mit diesem geschlossenen Ding? Ist da voll das krasse Ding drin? Ist das was anderes? Ist kaputt, geht nicht auf. Ist kaputt, geht nicht auf. Keine Ahnung. Denkt ja. Aber auch die Frage ist, Jonas Santos erwähnt ja in Jurassic World Dominion, dass die Atrociraptoren ja nur auf dem Weg zu jemandem sind. Die sollen ja ausgeliefert werden. Mhm. Meinst du, die sollten an die Pfeifenlady ausgeliefert werden? Oder meinst du, da steckt noch einer dahinter? Weil ich glaube, die ist nicht der...
Oberdrahtzieher. Ich glaube, die ist noch, die steht noch unter einem. Die Pfeifenlady. Ja, ich glaube nicht, dass die so einen riesen Komplott plant. Das glaube ich nicht. Glaube auch nicht. Da ist also entweder macht die was auf eigene Faust oder kann auch sein, ja. Die, keine Ahnung, arbeitet für denjenigen, der halt eben das alles da voranschreitet mit den Dinos, diese Verfrachten und so. Wer könnte es sein? Wenn du überlegst, könntest, oh, Dennis Nedry, vor, die bringen das und das wäre so scheiße. Es gibt so Fantheorien, die einfach immer sagen, man hat Nedry ja nie wirklich tot gesehen. Ja. Dass der einfach nochmal auftaucht. Wenn die das machen würden, dann wäre ich wirklich, überlege, ob ich fertig damit bin. Das wäre so beschissen. Das, ja. Ich finde es aber gerade nicht unrealistisch, ne? Wenn die auf so eine Idee kommen und einer sagt, ey, machen wir. Aber wir können sonst, ich weiß nicht, also ich. Es kennt. Vielleicht, es könnte nur jemand, also wenn ich so an Jurassic Park zurückdenke, denke ich mir, dass alle, die irgendwie angeblich gestorben sind, auch wirklich tot sind. Also ja, ich glaube, die werden da jetzt nicht großartig jemanden zurückbringen, das glaube ich auch nicht. Vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht jemanden, der ein bisschen jünger war in den Jurassic Park-Filmen. Oder Jurassic World ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Was ich für eine neue Figur oder eine ganz neue. Ja. Ja, also das ist schon... Glaube ich dann auch eher. Hallo zusammen, hallo zurück. So. Somehow, ja genau, Somehow Nedry Returns. Das wäre es dann nämlich auch gewesen. Das sind auch schon wieder ein paar. Was ich sage, auch Brooklyn. Wer der Boss ist? Nein, ich glaube nicht, dass Brooklyn der Boss ist. Glaube ich nicht. Da müsste Brooklyn ja diesen ganzen Komplott aufgebaut haben, nachdem sie, keine Ahnung, ja, obwohl sie könnte damit auch schon angefangen haben, als sie nochmal alle Nublar 5 besucht hat. Mhm. Was hat das für einen Grund gehabt, meinst du? Dass sie nochmal bei jedem vorbeigeguckt hat? So eine Art Abschied, ey, was jetzt kommt, wird alles für immer verändern? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendeinen Grund hatte. Oder ob die das nicht einfach nur so gesagt haben, um die Beziehung zu den Leuten aufzubauen. Das kann sein, aber sie erwähnt bei Ben, dass sie auch Kontakt zu diesem Dark Jurassic hat. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist ja nicht einfach, das kommt ja nicht von irgendwo. Ja, aber vielleicht hat sie es einfach aus Lust und Laune gesagt und Ben war ja auch so ein Dark Jurassic-Kerl. Ja, gut, bei Sammy war sie auch am Laptop, dass sie das schon überall irgendwie geplant hat. Vielleicht ist er halt rumgereist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch wirklich so krass böse und vielleicht will sie ja die Freunde killen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ey, ich weiß nicht, alles, ob kann sie alles das passieren. Durchziehen würden. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir quatschen erstmal ganz weiter über die Episoden, dass wir da mal vorankommen. Wir sind jetzt mal, Episode 3 ist jetzt, glaube ich. Die ist jetzt durch. Ne? Danach kommen wir nämlich... Raptoren sind im Käfig, haben schlafen und die fährt los. Genau. Dann kommen wir zu Kendrys Vater. Der war das schon in der vierten Folge? Ja. Echt? Weil am Ende von der dritten, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, am Ende von der dritten sagt Sammy aber, dass sie diese Karte haben, diese Landkarte. Und da hat Brooklyn alle Adressen eingekreuzt, aber dazwischen ist noch eine extra Adresse. Und dann fragen sie ja, was ist denn da? Und dann fahren die dahin. Und da ist nämlich dann Kenjis Dad. Oder kommen sie zuerst bei Kenji an? Ich weiß es gar nicht. Nee, die kommen nur erst bei Kenji an. In der vierten Folge kommen die bei Kenji an und in der fünften Folge ist das, glaube ich, mit Kenjis Dad. Was passiert dann in der vierten? In der vierten fahren sie doch dann zu Kenji und dann sind... Oder am Ende von der... Am Ende der dritten sind sie dann bei Kenji angekommen und in der vierten ist es damit... Die dritte endet damit, dass sie die Karte in der Hand haben. Auf jeden Fall ist eine Folge mit Darius und Kenji. Aber die kommt erst danach, weil sie Kenji gefunden haben, dann trennen die sich ja nochmal alle. Genau. Und das ist, glaube ich, schon das ist in der vierten Folge, glaube ich. Das kann sein. Es ist verwischt, gerade ein bisschen alles. Ihr könnt mir ja mal ganz kurz... Erstmal Kenji lese ich jetzt hier gerade, okay. Ja, gerade verwischen die Episoden so ein bisschen... Kannst du einfach nochmal jetzt grob zusammenfassen, was wir dann so die nächsten Episoden alles noch mitbekommen? So die wichtigsten Punkte einfach. Das wird, ja, kann man jetzt ja mal kurz zusammenfassen, weil ich kann die jetzt nicht mehr auseinanderhalten. Ja gut, wir haben jetzt das mit Kenji. Das halt, wir erfahren ja, dass Darius und Kenji ja wie Brüder waren. Der wurde ja anscheinend auch aufgenommen von der Familie von Darius. Und dann eben nicht mehr befreundet sind. Beziehungsweise Kenji ist richtig abgefuckt auf Darius. Und... Dann war es ja so, wir hatten die Szene, wo dann alle noch da waren, Ben und, ich vergesse mir ihren Namen, Ben und die andere? Sammy. Sammy, ja. Genau. Ich vergesse mir ihren Namen. Die andere. dann rennen ja noch die Parasaurolophus-Herde vorbei. Die rennt ja noch vorbei. Die pinken, ne? Das sind die... Aber das wissen wir noch gar nicht. Oh, doch, sind die schon pink? Doch, die sind schon ja, pink. Ja, die sind ja, schon ja, pink. Ja.
Aber haben wir gedacht, okay, pinke Parasaurolophus, geil. Und das Parasaurolophus-Schild, Achtung, Parasaurolophus-Herde. Das war aber auch cool. Das war echt cool. Und dann rennen sie, jumpen sie ab. Also Sammy und Ben entscheiden sich dann zu gehen. So, lassen dann den Darius dort. Aber vorher ist Kenji schon abgehauen. Zum Klettern. Genau. Ja. Und Darius rennt dem ja dann hinterher und klettert ihm dann nach. So, und dann kleine Szene, oh, ich kann nicht mehr und bla bla bla. Kenji rettet Darius, wart ihm vom Absturz, glaube ich, war das doch, ne? Ja, dann ja. Dann irgendwie dann hochgeholfen und hat ihm dann gezeigt, dass er gar nicht abstürzt. Ah, nee, der hat ihn fallen lassen und hat ihm gezeigt, dass er gar nicht fallen kann. Stimmt, der ist dann an diesem Seil noch hängen. Genau. Ja, genau. Und dann ist er alleine hochgeklettert. Was erfahren wir in der Episode? Dass es einen Konflikt zwischen den beiden gegeben hat, den wir auch so nicht kannten. Wir wissen nur, dass die wohl keinen Kontakt mehr hatten. Das wurde auch vorher schon kurz angerissen. Genau. Jetzt fangen wir langsam an herauszufinden, warum nicht. Weil Kenji gibt Darius die Schuld für etwas. Genau. Für den Tod. Ja, dass er nicht bei ihr war. Brooklyn. Genau. Ja. Aber weiß nicht wieso. Und Darius weiß auch, glaube ich, nicht, was zwischen Kenji und Brooklyn abgelaufen ist. Die hatten doch dann darüber gesprochen. Und Kenji hat dann erzählt, warum Brooklyn weg von Kenji ist. Weil er hat mit ihr Schluss gemacht, weil sie zu viel am Handy, und das war bestimmt auch schon, die hat irgendwas gemacht. Die war ständig in diesem Dark Jurassic unterwegs. Genau, die hat da im Komplott oder keine Ahnung, war in was verwickelt. Und das hat aber, darüber hat sich Kenji, glaube ich, keine Gedanken gemacht gehabt. Er hat nur gedacht, was hängst du so viel am Handy? Ne? Ja, ja. Und sie hat gesagt, das ist wichtig, bla bla bla. Und er wollte ihr nämlich diese geile Szene mit diesen supergeilen Luminosi, wie nennt man das nochmal? Den Begriff, wenn etwas reflektiert leuchtet. Ja, Parasaurolophus. Aber da gibt es einen speziellen Begriff, dieses. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht wisst ihr das. Lumino, bla bla bla. Keine Ahnung. Nur wenn die Fremdworte nicht an. Auf jeden Fall fand ich eine geile Szene, weil. Diese Kenji-Sticker. Ja, stimmt. Das war auch geil. Ah, stimmt. Das war schon geil. Stimmt. Am Ende Folge 4 beschließt Kenji erst zu seinem Vater zu fahren. Und Folge 15. Also. Folge 5. Aber gut, wir sind ja gerade bei Folge 4. Das heißt, Folge 4 ist auch das alles mit dem Klettern gewesen. Genau. Und mit den Biolumizensierende. Lass es einfach. Fluoreszierende. Ja. Fluoreszierende. Luminescence. Die schreiben alle was anderes. Ja. wir sind bei mir, das macht es nicht besser, Leute. Vor allem wir. Biolumineszenz. Die haben geleuchtet. Und das wollte er ihr zeigen und sie hat aber nicht aufgepasst. Und dann hat er gesagt, komm, wir machen jetzt Schluss, es reicht. Ist aber auch eine geile Anspielung an Jurassic. Ich weiß nicht, ob es das schon in Camp Cretaceous gab, aber ich erinnere mich, dass es das bei Jurassic World Evolution 2 gab. Was? Als DLC mit dem Biolumineszenz. Ja, das stammt ja aber von Camp Cretaceous. Okay. Da gab es die, in der ersten Staffel gab es die, glaube ich, schon. Okay, das fand ich aber auch interessant, dass die Dinger irgendwie ans Festdach gekommen sind. Weißt du aber, was das eine Referenz dran ist? An das Buch. Im allerersten Jurassic Park Buch, das beginnt damit, dass ein paar Seiten geschrieben sind, was die Menschen alles für blöde Sachen mit Biotechnologie machen. Mhm. Eines davon ist, dass sie Fische zum Leuchten bringen, damit Angler diese Fische leichter sehen und leichter fangen können. Das ist daran eine Referenz, ans Buch. Aber es geil gewesen. Es sieht cool aus, Es sieht cool aus. Ich fand's schön. Also ich fand's, es war eine schöne Szene. Ja und auf jeden Fall, das haben die ja dann gesehen und dann hat er ihm, glaube ich, so ein bisschen verziehen oder so nach der Szene, nachdem er ihm das erklärt hat, glaube ich. Ja. Und genau, und dann hat sich Kenji ja geweigert, zu seinem Vater zu gehen. Dann hat Darius aber gesagt, ja, irgendwas hat damit zu tun und blablabla. Brooklyn war bei ihm, hat er ja gesagt. Genau. So, ne? Und ist mir scheißegal, ich gehe nicht zu meinem Vater. Und dann hat er aber irgendwie am Ende gesagt, komm, wir gehen jetzt. Ja. Oder er ist runter und hat gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater oder so. Irgendwie so war das. Ja, und dann sind sie ja los zum Vater. Und dann kam die Episode erst, die ich eben ansprechen wollte. Ja, ja. Genau. Und in der Episode, ich weiß nicht, ob wir schon in der Episode 5, also wir sind jetzt in der Episode 5, weil Episode 4 haben wir nicht mehr Ben und Sammy, glaube ich, gesehen. Oder waren die in dieser Episode schon im Zoo? Das war aber auch parallel, ja? Ja, das war mit der Kenjis Vater-Folge. Genau, dann war das in der 5. Folge. Ja. Da gab es immer diese Jumps zwischen der Story und der Story. Genau, dann sind wir jetzt in Folge 5 auf jeden Fall. Okay. Was habe ich alles verpasst? Bin gerade erst gekommen. Episode 1 bis
4 hast du jetzt verpasst. Ja, aber wir kommen sehr langsam voran, deswegen, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ultra langsam. Stell dir mal vor, die hätten 20 Episoden. Ja, das könnten wir in 20 Episoden auftauchen, verteilen, das Ding hier. 20 Streams, ey. So, Theo hat in beide Streams geschrieben, als ich kann es nicht aussprechen. Bezeichnet man die Lichterzeugung durch Lebewesen? Also, lumineszierend. Du denkst gerade darüber nach, okay, stimmt das dann? Ist das dann richtig? Das wird schon richtig sein. Ja, ja. So, genau. Hier, dann gibt es noch hier. Nein, hört auf. Was macht eigentlich der Bumpy Blue-Kampf? Ich kann den halt jetzt nicht abbrechen, weil ich. Ja, Blue gewinnt, aber soll ich sagen, warum Blue gewinnt? Ja? Weil du nicht gesagt hast, Baby Blue. Es geht um Baby Blue. Ja, Baby Blue findest du doch aber selber auch kacke. Nein. Ach so, nee, der Beta. Beta findest du kacke. Ja, gut, dann ist das hier alles kompletter Humbug hier. hier. Guck hier, in Folge 5 kann man gut sehen, wie sich die Atrociraptoren tarnen können. In Folge 5 ist ja. Das? 1937 und 1955. Aber tarnen die sich nur durch ihr Optisches, wenn sie halt in irgendeinem Busch stehen, oder können die ihr gesamtes Erscheinen verändern? Das meine ich. Ich glaube, die haben sich nur so ein bisschen an die Umgebung wie so ein Chamäleon angepasst. Also die haben sich nicht komplett. Nicht so wie der Indominus also. Nee, ich glaube nicht. Also weiß ich nicht mehr. Müsste man selber gucken. Ey, das würde die irgendwie sogar noch ein bisschen cooler. Warum haben. Habt ihr keine Sticker? Wir sollten Angenommen Kaiju vs. Prehistoric so einen Sticker rausbringen. Machen wir noch. Mal und Tattoos. Also und Einweg-Tattoos. Und Einweg-Rasierer. Moin. Genau, okay. Wir sind jetzt in Folge 5. Folge 5. Auf dem Weg zum Vater. Kannst du die Story noch zusammenfassen mit diesem, wo die Saurier gefangen sind? Ich glaube, ich krieg das gut hin. Mach mal, weil ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm. Also. Die sind ja da durch die Walachei gefahren. Ne? Und ist dir schon mal aufgefallen? Ist euch aufgefallen, dass immer dieselbe Abfahrt benutzt wurde? Echt, ne? Es ist immer die rechts hoch, und dieselbe Abfahrt benutzt wurde. Ja, es ist auch immer dasselbe Bild. Wir haben doch schon ein Set fertig, dann nehmen wir das immer wieder. Ja. Aber nur vielleicht so ein bisschen verändert, aber es war immer dieselbe Brücke und dieselbe Abfahrt. Wichtige Side-Info noch. Ist dir aufgefallen, dass als die Ben und Darius zum allerersten Mal in Texas ankommen, was da im Radio für eine Musik läuft? Nee. Die Musik, die Carter in The Lost World Jurassic Park 2 hört mit den Kopfhörern. Krass. Ja. Aber fand ich lustig. Auch krass. Okay, erzähl. Auf jeden Fall sind sie durch die Walachei gefahren und sind dann in diesen Dino-Park. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die dann gesagt haben, oh hey, wir haben Spaß in diesem Dino-Park. Warum waren die da? Das weiß ich nicht. Zufällig, glaube ich. Haben die da nicht irgendwas gesehen? Die haben ein Schild gesehen, glaube ich. Ich glaube, die haben ein Schild gesehen. Und dann haben die gesagt, oh, gehen wir mal hin. Irgendwie so war das. Ich dachte, die haben da irgendwas. Okay, sehr gut. Ich glaube. Okay. Gut, haben einige Leute gemerkt, dass es sehr ja, ist mir aufgefallen. Mir ist es echt nicht aufgefallen. Okay, erzähl. Auf jeden Fall sind die dann an diesem Park. Ja. Und dann haben wir dieses When Dinosaur Ruled the Earth. Jurassic Park Schild-Ding da gesehen. Genau. Ja, ja, ja. Diese Fahne. Wo ich mich gefragt habe, ist das die Fahne aus dem Park? Weil die Gyrosphäre sah ja auch nach Original aus. Das kam mir da so direkt in den Sinn. Das ist ja da halt so ein, keine Ahnung, so ein Dingbums-Park da halt. Das könnte ja so ein Fan-Merch-Ding gewesen ja. sein. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, genau, dann sind die da halt ein bisschen durchgelaufen. Da hat der Kerl ja mit seinen Stiggy-Moloch-Features. Ich hasse den Stiggy-Moloch übrigens. Weißt echt? Du, ich mag den auch nicht. Ich habe, seit ich Jurassic Park Warped gezockt habe, kennst du das Spiel? Auf der PlayStation 1 war das. Dieses damals. Dämliche Drecksvieh, ja, das ist der widerlichste Scheißsaurier. Und je länger du zockst, umso stärker werden die ja. Und dieses Mistvieh kommt immer relativ zum Schluss, der auch schön stark ist. Ich hasse dieses Tier so sehr. Tatsächlich habe ich das noch nie gespielt, das Warpass. Ich habe nur das mit dem kleinen Kompi, wo du erst das Spiel, ja, genau, wo du keine Ahnung 3 Level weit kommst und dann schaffst du einfach gar nichts mehr, weil es einfach so ultra schwer unmöglich, ist. Ja, das ist echt das ist so krass, so voll übertrieben. Ja, aber ja, Stiggy Moloch. Okay, aber das ist auf jeden Fall Stiggy Moloch war auch nicht, mein Liebling. Ich mag Pachycephalosaurus viel mehr, weil das ist einfach irgendwie cooler das Ding. Aber gut, jedenfalls sehen die ja dann, dass das gefangen wurde und der bewirbt halt ja hier meine Dinosaurier, blablabla, was er nur mal. Der hat irgendeine Vorführung mit denen gehalten, hat auch, glaube ich, eine Peitsche gehabt. Es war auf jeden Fall waren sie an der Leine. Ja. Und dann haben sie beschlossen, hey, okay, wir befreien das Ganze. So, dann haben die ja irgendwie ein Ablenkungsmanöver gestartet und sind dann hinten rum in den Käfig rein, da wo man, also hinten hinter die Kulissen, wo man in den Käfig reinkommen konnte. Ja, und der Kerl hat irgendwie vorne Autogrammstunden oder sowas, irgendwas hat er gemacht.
war auf jeden Fall abgelenkt. Ja. Und dann sind die ja in den Käfig rein und Ben hat, dann ging es nämlich um Vertrauen noch. Es ging noch um Vertrauen, dass Ben sie nämlich in die Dings geschoben hat. Sie hat die verdächtigt eine Zeit lang, genau, für Brooklyns Tod, wie krass eigentlich. Genau, und dann hat sie sich darüber aufgeregt und hat gesagt, hey, nur weil ich bei Mentacorp blablabla gemacht hab. Dino Herz fragt, wo der Livestream von gestern ist. Godzilla X Kong. Was? Ja. Gestern? Was für ein Livestream? Nein, das war eine Premiere. Das gestern sollte kein Livestream werden. Die Premiere musste ich auf privat stellen, weil YouTube rumgemeckert hat wegen Urheberrechtsverletzung. Das ist denen jetzt eingefallen. 2 Tage, bevor ich das Ding auf jetzt starten drücken wollte. Toll, aber wenigstens jetzt, bevor es wieder hochgeladen ist. Das hätte cool ausgehen können. Das, Mirko, kennst du die Serie Primeval? Tatsächlich kenne ich die Serie Primeval und ich bin ein übelster Primeval-Fan. Hast du die hier? Ich habe sie irgendwo, ja. Tatsächlich. Okay, und ich bin auch vom Future Predator ein übertriebener Fan. Ich weiß, was ist das? Nein. Übertrieben geiles Teil aus der Zukunft. Dino? Krasses Ding. Nein, kein Dino. Ist ein Zukunftswesen. Musst du dir mal angucken. Ist auf jeden Fall so übermächtig. Das aus Teil. Der Serie auch, oder? Aus der Serie, okay. Primeval, ja. Okay. Da ging es halt um Zeitreisen und so. Ich habe die mal gesehen, aber eigentlich war die cool wegen Dinosauriern. Das weiß ich noch. Nee, tatsächlich ging es um mehr. Ja. Ja, okay. Ich kenne sie auf jeden Fall. Können wir mal theoretisch auch drüber quatschen. Ich muss sie mir erst nochmal angucken. Dann. Kannst du ja mal angucken. Können sie auch zusammen irgendwie angucken. Das können wir auch machen, ne? Und dann können wir ja auch mal über Primeval quatschen, wenn ihr Bock habt. Genau. Aber gut, weiter geht's. Genau. Ben war misstrauisch. Sammy war abgefuckt. Und genau. Ben hat das Schloss geknackt. Die waren dann da drinnen. Ja. Haben die Stiggy Moloch befreit. Dann hat Sammy, glaube ich, laut gebrüllt dann, weil Ben irgendwas gesagt hat. Stimmt, dann sind die eskaliert. Der andere Kerl, der ist dann draufgekommen, hat gesagt, ey, yo, was geht denn hier ab? Ja. Und dementsprechend, ja, die hatten dann Angst irgendwie und dann sind die Stiggy Moloch alle ausgerastet, haben alles kaputt gemacht, irgendwie so. Dann sind die freigekommen, die sind abgehauen. Und die haben den ganzen Park zerstört. Ich dachte echt, die Episode hat irgendeinen Hintergrund gehabt. Das hört sich richtig nach Füllerfolge an. Der Kerl war nämlich der am Ende von, ich glaube, das war nämlich der, wo in diesem... Der das Handy auch dann auf einmal hatte. Der hat dann da angerufen, hat irgendwas gesagt. Ja, ja, ja. Genau, okay. Und ich glaube, das war der, der in der Folge 9 oder 10, wo die dann mit den Beckles Spinax featuren. Ah, das kann sein. Das war den Hut auf hatte. Dieser Vorgesetzte war das, glaube ich. Sicher? Ich glaube, sie sahen sich so ähnlich. Also ich meine, das wäre der gewesen. Aber haben den doch gesucht. Den hätten die ja dann wiedererkannt. Ja, ich weiß nicht, aber für mich kam es so vor, als wenn die... Hat einen Hut auf, keiner mehr. Ja, ist irgendwie so. Keine Ahnung, die waren sich so ähnlich. Also ich wäre mir zu 99% sicher gewesen, dass es derselbe Kerl, der halt seinen Privatpark da ein bisschen hat. Ja, und dann, genau, der hat dann gesagt, wir haben ein Problem, die sind abgehauen, ab zu, wie heißt sie? Die mit den Dinos, verstörten Dinos? Mit den verstörten Dinos? Die, wo verstört war wegen den Dinos. Yes. Yes, genau. Die sind dann zu Yes gefahren. So, und währenddessen ist ja das mit Kenjis, das war jetzt die... Deswegen haben die sich aber auch getrennt. Die beiden wollten zu Yes fahren... Genau. Und haben Darius ein Ding, okay, das ist ja, okay. Ja, genau. Okay. Deswegen, aber die haben ja Darius zurückgelassen, weil sie gesagt haben, nur er kann, also die müssen das aufarbeiten. Ja, genau. Ja. Genau, und einer muss ja bei ihm bleiben, weil blablabla. Ja, nimm mal am besten den du gerade hast. Genau. Und das war die eine Story der Folge und die andere Story der Folge war eben mit Kenjis Dad, der halt wollte, dass Kenji... Die wollten ja herausfinden, was Kenjis Dad mit der Dings Brooklyn zu tun. Genau, genau. Genau. Ich muss dazu sagen, ich fand das geil, dass die Kenjis Vater wirklich nicht sich haben rehabilitieren lassen. Dass der einfach wirklich immer noch dieses Arschloch geblieben ist. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und immer Rippenzähne. Ja, genau. Und er wollte ja, weil er jetzt ja diese Fußfesseln hat, wollte er Kenji dafür benutzen, dass Kenji... sein Imperium leitet, damit er aus dem Gefängnis heraus Kenji kontrollieren kann. Weißt du, woran das mich erinnert hat? Hast du Daredevil geguckt?
Ja. Das ist Kingpin. Kingpin macht das doch ja, auch. Ja, gut, ja, auch ja, 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 ja. Und dann sagt er, ja, hier, bla, bla, blub, und zieht immer noch seine Strippen. Ja, ja, so ähnlich wollte so, er es halt so auch ähnlich machen. Richtig. Und ich fand es einfach krass, cool, dass er halt immer noch so drauf ja ist. So, dass er einfach immer noch genauso denkt wie davor. Habe ich mir gedacht, das finde ich cool. Aber das ist halt auch wieder so eine Ernsthaftigkeit, gibt es dann wieder, ne? Es macht vor allem, Kenjis Figur macht das ja voll tragisch. Ja. Dass er ja nur seinen Vater hat, und mit dem er etwas aufarbeiten wollte, und er hat ja seinen Vater anscheinend auch so gut wie nie besucht. Ne? Also der war ja ewig lang nicht mehr da gewesen. Nee, nie. Noch nie. Und was dann eben passiert ist, da kannst du gleich weiter erzählen, ist ja aber, dass Kenji jetzt niemals die Chance haben wird, mit seinem Vater ins Reine zu kommen. Das wurde ihm jetzt hier komplett genommen. Er wird das niemals schaffen, und er hat ja sogar eine Folge danach noch wie so eine Panikattacke dadurch, wo die anhalten müssen, dass er ausbleibt und erstmal kotzen kann. Das ist, finde ich, schon ziemlich krass. Das kannst du weiter erzählen. Und ich fand auch krass den Tod von Kenjis Dad. Mit, dem, mit der Rückenklaue. Ja. An was erinnert dich das? An Jurassic Park 3. Und 1. Und 1 auch. Wo der Raptor dann da so auf dem Boden in der Küche. Ach so, klopft. Aber die Klaue, die er in den Rücken reinrammt. Jurassic Park 3 bei Nash haben sie es gemacht, ne? Genau. Ja. Und das war so eine kleine Anlehnung daran. Ja, ja, stimmt. Das war richtig, das war, das, also das fand ich, den Tod fand ich schon krass. Und wie gesagt, mit ein bisschen mehr Blut und so wäre das noch richtig, richtig heftig. Das wäre schon krass gewesen, aber ich finde es schon generell so krass, dass du einfach gesehen hast, du hast Kenji am Gesicht angesehen, dass er gerade sieht, was wir nicht sehen. Ja, ja. Dass sein eigener Vater gerade vor seinen Augen gefressen wird. Ja. Weil er ihn gerettet hat. Ist übrigens einer der wenigen Heldentode im Jurassic-Universum. Wir hatten einen Heldentod bei Eddie Carr gehabt. Der hat versucht, alle zu retten und ist dabei gestorben. Wir hatten einen Heldentod gehabt bei Hep in Staffel 2 von Camp Cretaceous. Der wurde von den Baryonyx, glaube ich, gefressen, als er die Kinder beschützt hat. Wir hatten jetzt den Heldentod gehabt. Es gibt nicht allzu viele Heldentode im Jurassic-Universum. Was ist mit den ganzen Leuten, die vom Indominus gefressen worden sind? Das sind ja keine Helden. Doch, die wollen den Park beschützen. Was ist denn, wenn Owen gefressen wurden? Ja, ja, Heldentod. So, genau, aber auf jeden Fall war das Thema und ja, kurz und knapp, Kenjis Dad wollte ja, dass Kenji dann die Firma übernimmt, dafür sagt er ihm, was er machen soll dafür. Und da haben wir auch kurz einen Twist von Kenjis Papa, weil der Kenji will dann erst gehen, weil er das nicht machen will. Genau. Und dann sagt sein Papa, bleib bitte stehen, warte jetzt, ich sag's dir trotzdem. Genau. Da hast du so ein kleines Ding gemerkt, dass er doch Kenji liebt. Ja, irgendwie. So, dass er da, doch noch, Und dann wird er einfach gefressen, das war schon sehr, sehr fies. Ja. Meinst du, es hat noch Auswirkungen auf Staffel 2? Weil... Kann schon was mit allem machen. Also wenn die Schreiber nicht dumm sind... Könnte man nicht sagen, dass sogar Brooklyn im Großen und Ganzen dran schuld ist, dass das alles überhaupt passiert ist? Könnte man, ja, weiß ich, ja, vielleicht. Sie suchen sie. Sie hat ihren Tod vorgetäuscht, deswegen ist ja alles erst passiert. Kenji könnte also ihr wirklich die Schuld geben in Staffel 2. Wird er mit Sicherheit wahrscheinlich, wenn die nicht freundlich gesinnt sind, ist. Wenn sie dann immer noch sagt, nee, ich mach mein Ding immer noch, ihr könnt mich mal alle. Generell, wenn er merkt, dass die noch am Leben ist. Ey, wir haben dich gesucht, ja, Vater genau, deswegen das meine ich eher. Was das soll das? Und keine Ahnung. Ne? Also kann schon sein, dass das, also wenn die Schreiber jetzt nicht so verblödet sind, würde ich das schon so mit rein in die Story nehmen. Ich glaube, dass die damit wirklich was aufbauen. Ja. Die haben so ein paar Steine gesetzt, finde ich, wo du so einen Aufbau mitnimmst. Ja, auf jeden Fall. Es gibt's Neues im Chat. So, Mirko, was ist dein Lieblingssaurier? Tatsächlich habe ich eigentlich so keinen Lieblingssaurier. Den Dominus, oder? Es ist, vom Franchise her ist es sehr wahrscheinlich der Indominus, ja. Also es ist kein Saurier, aber ich finde... Doch. Ich finde, es ist einfach mit das Coolste, was Jurassic World meiner Meinung nach zu bieten hatte. Genau, aber wenn es allgemein um Dinosaurier geht, ja, habe ich eigentlich keinen richtigen Lieblingssaurier. Das tendiert halt immer so ein bisschen. Manchmal ist es ein Allosaurus, manchmal ist es ein Neuentdeckter wie ein Saurophaganax oder der Spinosaurus. Der Spinosaurus zum Beispiel ist auch mittlerweile, aber auch nicht mehr so ganz, weil das halt so eine komische Gestalt annimmt langsam, was die Wissenschaft angeht. Ein Riesenkaulkörper. Franchise-mäßig ist es immer noch sehr besonders, das Ding. Also da immer noch mit von Jurassic Park sowieso einer der besondersten Dinosaurier. Wie fandest du aber die Umsetzung vom Spinosaurus in Camp Cretaceous? Hör mir auf. Das ist ja derselbe. Das ist dieselbe Figur wie der in Jurassic Park. Ja, nee. Mir gefällt alle Literationen des Spinosaurus, ob es jetzt in Jurassic World Evolution ist oder in Camp Cretaceous, trifft nicht das, was wir aus Jurassic Park kennen. Egal wie die Designs sind. Und Operation Genesis aber. Das wollte ich gerade sagen. Die haben es geschafft. Die haben es 1:1 rübergebracht. Ja, ja. Aber es wurde nicht geschafft,
weder die Animatronik noch das CGI vom Spinosaurus wiederzugeben. Ich finde, der Spinosaurus sieht überall zu goofy aus. Ja, ich schwör's dir, das ist wirklich so. So komisch. Das sieht einfach aus wie Goofy. Ja, das ist so die Zähne vorne raus. Komisch. Das kannst du nicht mit dem Animatronic oder mit dem CGI-Modell vergleichen. Nein, ne? Gar nicht. Also kurz wichtige Frage hier. Nicht da oben so ein Ding hin. Ich muss dir diese Frage stellen, weil okay. Gerade geschrieben wird, ich habe einen Heldentod vergessen, nämlich Oscar. Weißt du, wer Oscar ist? Ein Elefant. Richtig, ein Elefant hat in Jurassic Oscar, irgendwie einen Heldentod. Ja, genau das ist. Nein. Keine Ahnung. Warte mal. Jurassic Park The Game. Ah. Okay. Hast du das Spiel jemals gezockt? Nein. Geil. Dann können wir das nämlich mal zusammen machen. Mhm. Können wir gerne mal in einem Stream machen. Mhm. Die Story von Jurassic Park The Game. Und da könnt ihr mir jetzt im Chat auch gerne widersprechen, wenn es nicht so ist. Die Story von Jurassic Park The Game ist das Beste, was nach Jurassic Park 2 jemals veröffentlicht wurde. Das habe ich, glaube ich, schon mal bei dir im Titel gesehen. Die ist ultra krass gemacht. Mhm. Ist halt nicht Kanon, null. Mhm. Du kannst quasi sagen, wenn du Jurassic World ausblendest, kannst du das so mit den Kanon einnehmen. Ne? Das ist sowas wie das Dragon Ball GT des Jurassic-Franchises. Können wir auf jeden Fall mal zocken. Und ja, Oscar habe ich vergessen, ist aber wie gesagt noch nicht Kanon. Oscar ist einfach ein Typ, der einen Messerkampf mit dem Velociraptor aufnimmt. Das ist ziemlich cool gemacht. Ja. Okay, das wusste ich nicht. Jetzt hast du den Faden verloren, ja? Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Kennys nee, Papa ist okay, tot. Okay. Wir sehen jetzt zum allerersten Mal die Pfeifenlady. Genau, die dann irgendwie im Scheinwerferlicht oder im Dunkel, Morgen, Abend, Rotlicht erscheint. Meinst du, es gibt einen Grund, warum die so blass ist? Genmanipuliert? Oder einfach nur, damit sie böse aussieht? Asiatin? Chinesen mögen auch kein Sonnenlicht. Ja, gut. Die müssen auch. Aber die sind ja nicht. Optischer Grund. Die sind ja nicht alle einfach blass. Ey, das ist ein optischer Grund. Nee, keine Ahnung. Wir Deutschen gelten als blasses Volk übrigens. Ja, wenn wir nicht in die Sonne gehen, sind wir auch sehr, sehr blass. Ja, also, kriegst du direkt Sonnenbrand, wenn du in Spanien am Strand gehst. Engländer sind krass. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Glaubst du, die Frau ist Engländer? Glaubst du, die Frau hat irgendwas Manipulatives, also irgendwas mit der Genmanipulation zu tun. Wir hatten ja auch Macy. Macy ist auch ein Klon. Könnte ja, man das Verbindung zu Beta hatte. Also ja, aber könnte man das mit einbauen, dass diese Pfeifenlady vielleicht auch irgendeine Krankheit hatte und deswegen so aussieht und dass diese Krankheit geheilt wurde mit DNS von Atrociraptoren, oder wäre das jetzt schon wieder zu weit in dieser Gen? Ein bisschen zu bescheuert, ja? Weil das ist ja schon ein Mensch, der ist ja schon da. Und Macy ist auch ein Mensch. Ist ja kein Supersoldatenserum, das du hier spritzt und sagst, du bist voll krass dann, ne? Ja, du musst halt schlauer schreiben. Als und dann hättest du wieder sagen können, okay, die braucht keine Pfeife dafür, sondern weiß redet nicht. Mit denen. Ja, oder macht irgendwelche Geräusche. Stell dir vor, die hätten reden können. Kommt Ghost rein, hallo! Nee, aber ich glaube nicht. Also, das ist ein ganz schwieriger Charakter, weil sie auch so gruselig ist und weil sie halt eben dieses Herz bewiesen hat am Ende der Serie. Das heißt, sie muss ja irgendeine Backstory haben, warum genau, sie das alles macht. Weil sie ist ja irgendwie auch kein Roboter, der irgendwie blindlings irgendwie, also die hat irgendeinen Purpose hat die ja. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das ist halt das. Nee. Die lassen sehr viel im Dunkeln bei der ersten Staffel. Ja, finde ich aber auch gut. Dann kann man wenigstens ordentlich aufbauen. Ich muss mal ein bisschen. Ah, Udesky war es. Nee, ich war der Pilot. Stimmt, Udesky, ja. Verzeih. Tobi, wer ist dein Lieblingsdino? Der Spinosaurus. Sogar. Da ja. Nichts dran vorbei. So, Jurassic World mobbt den Spino. Jurassic, ja, gut, weil der T-Rex durch das Skelett durchläuft und dann mit einem, ja, dem ist. Wir sind tatsächlich immer noch in der ersten und einzigen Staffel, Silvia. Wir sind aber in Folge 5 gerade. Ja. Ende Folge 5. Jetzt kommen wir eigentlich rüber zu Episode 6, oder nicht? Jetzt kommen wir eigentlich fast, ja, die Spino, das war ja dann. Cut. Ich kann jetzt echt nichts mehr davon auseinanderhalten. Ab jetzt ist das alles für mich ein Ereignis. Nee, stimmt. Ach Quatsch, dumm. Nein. Kommen wir nicht jetzt zu Jess? In diese Ortschaft, wo Dinosaurier nicht erlaubt sind. Genau, da fahren die jetzt hin. Die hat ja den Dings erreicht. Richtig geile Idee. Mhm. Dass das gebaut wurde für Menschen, die damit nicht klarkommen, was gerade passiert. Das macht total Sinn. Dass es so Leute einfach auch psychisch belastet. Ja. Auch wieder so erwachsenes Thema in der Kinderserie. Ja, finde ich cool. Was passiert da? Ja gut, man sieht halt man sieht den Rückblick mit Brooklyn und Jess. Ja, natürlich. Ne, dass sie halt dieses Dino-Trauma hat und dass sie halt dann noch ein Stegosaurus durch
Brooklyn angefasst hat. Aber ganz ängstlich, das fand ich auch. Dass der, weißt du, woher die diesen, das weißt du jetzt zum Beispiel gar nicht, warum die das Trauma hat. Durch Ereignisse aus Staffel 4 war es, glaube ich, gewesen. Mhm. Da hat die angefangen, auch irgendwann dann sowas zu träumen, dass sie im Wald ist und dann tauchen überall Dinosaurier. Das Dominus Rex taucht auf, mhm. der Spinosaurus taucht auf, T-Rex tauchen auf. Und dann wacht sie halt auf und merkt, dass sie irgendwie Angstzustände hat, mhm. durch das Erlebte eben. Das baut jetzt nochmal darauf auf. Ah, okay. Ja gut, das ist so Hintergrundinformation, also das hätte ich mir eigentlich schon... Ja, aber irgendwo kommt es halt her. Das Kind war jahrelang auf einer Insel oder mehreren Inseln ja, mit Dinosauriern. Ja, die anderen essen halt ja. aus einem Scheißeschuh und ja. sie hat halt ein Trauma ja. mit ja. Dinos. Ja. Genau. Und was ging dann... Genau, dann haben wir so ein bisschen die Backstory erfahren darüber und über diesen Ort, dass der halt so richtig krass überwacht ist und kein Dino reinkommt und der ist ja auch eigentlich auch auf einer Insel. Es führt ja nur in eine Straße rein. Ja, genau. Und die ich glaube, das Wasser drumherum war auch nochmal mit einem Zaun versehen. Richtig, ja. Nichts ins Wasser kommt und auch nichts auf die Insel. Genau, genau. Man kam nur durch diesen Tunnel rein. Die war abgesperrt, also komplett. Genau. Ja, ja. So, und das erfahren wir ja dann. Und dann ja, kriegen wir halt so ein bisschen, was heißt Fillerzeug, aber so ein bisschen gezeigt, was, also Ben und Sammy erreichen ja dann diesen Ort. Ja. Und treffen sie ja dann. Ja. So, dann großes Freuen und blablabla. Und hey Ben, wie groß bist du geworden? Und immer, das wird so oft erwähnt ja. in der Serie. Und in einem Traum aus Staffel 4 wurde sie ja von einem Scorpius Rex, Indominus Rex und Togo gefressen. Scorpius Rex auch noch, stimmt. Ja, ja, genau. Folge 6 mit Beckles Binex. Ah, ja, genau. Da war der schon da. Gut. Und ganz kurz, sie überlegen ja sogar ganz kurz noch in der Episode, ob sie nicht einfach da bleiben. Genau, das ist das Sicherste. Genau, das hat, glaube ich, die Sammy, einer von beiden. Ich glaube, Sammy hat es vorgeschlagen, ja. Dass das ja Sinn macht. Ich habe mir das eine gute Idee, dass die das mit so aufgreifen. Mhm. Da war mir aber auch klar, das ist auf jeden Fall jetzt ein Foreshadowing, dass an diesem sichersten Ort, da muss jetzt irgendwas passieren. Klar. Das war ja so typisch. Auf jeden Fall. Genau, da haben die ja auch nochmal das mit den mit diesen Hologrammen gezeigt. Fand ich witzig, ja. Ja. Das hat sie ja irgendwie erfunden gehabt oder hat daran gearbeitet, hat sie gesagt. Ne? Hat sie? Ich glaube, sie hat an den, vielleicht weiß es einer von euch, hat sie daran gearbeitet. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass sie gesagt hat, dass sie daran arbeitet. So, und auf jeden Fall haben wir dann kurz Carnotaurus gesehen, meine ich, und dann den Spinosaurus. Spino, ja, den Stegosaurus als Hologramm. Ja, ja, Spinosaurus. Ja. Jetzt sind wir Spinosaurus. Jetzt kommen sie alle raus. Genau. Achso, Sammy war voll dagegen, sie wollte zu den anderen. Okay, dann war das Ben, sehr wahrscheinlich. Was, Ben? Ich dachte auch, es wäre Sammy. Okay. Dann war es aber scheinbar Ben. So, ja, sie hat an dem Ding gearbeitet. Okay. Bei mir im Chat heißt es nein. Okay. Gut. Alles klar. Okay, gut. So, dann haben wir ein bisschen noch Brooklyn und Sammy haben ja dann, glaube ich, geredet. Brooklyn? Du meinst Sammy und Jess. Ja, genau, die Beziehung wurde nochmal angerissen. Genau, irgendwie so und dann hieß es ja... Also, ich fand es schön, dass das nicht so ein blödes Drama jetzt noch wäre. Wir haben jetzt so diese Dramen. Ja. Ich habe erst gedacht, jetzt fangen die auch noch an, aber das war ganz war cool bisschen, gelöst. Es hat sich ja dann sogar später gewandelt, dass die Sammy panisch wurde und die Jess sie gerettet cool hat. Geblieben ist. Ja, ja, ja. Und die hat sie auch gerettet. Das hat dann wieder so ein bisschen Charakterentwicklung gezeigt, dass sie ja damals Probleme hatte und jetzt stärker eigentlich ist als ihre Freundin. Richtig. Ne? Ja. Also das fand ich ganz cool, aber das kam ja auch ein bisschen später. Erstmal haben sie ja drüber geredet und blablabla. Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr, ob dann irgendwie hat man waren Schreie, die man gehört hat? Als alles dann losging mit dem Beckles Binex. Irgendwas hat man auf jeden Fall mitbekommen. Der Name, der total behindert ist und den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich habe mir nur so gedacht, was ist das schon wieder, ey? Ja. Sie hat mir auch geholfen, sie hat mitgeholfen, das zu entwickeln, okay. Mhm. Das geht für die Angstzustände gewesen da. Okay. Der Beckles Binex fängt auf jeden Fall jetzt an, Zivilisten zu fressen. Genau. Das fand ich hat krass. Er gefressen? 3 Stück. Oh. 3 Zivilisten, im Hintergrund 2 Stück, das siehst du einfach mal so nebenbei, Upsi. Und einer versucht ja noch, sich dann zu flüchten in dem Van, wo Jess noch versucht, den festzuhalten. Mhm. Und dann wird er aber gepackt, aus diesem Van rausgeholt und dann eben gefressen. Hat also ein paar erwischt.
Können auch noch mehr sein im Endeffekt, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Nee? Nee. Mindestens drei waren es auf jeden Fall. Und mit zu wenig Blut. Nein, das war mitunter einer der geilsten Tode, dass du gesehen hast, wie der da rausgezogen wird aus diesem Van. Das war cool. Ja, und dann kam dieser Twist. Twist? Da kam ein Twist gleich. Mit dem. Noch nicht ganz, glaube ich. DPW jetzt aber cool. Genau, das kam ja. Ja, genau. Die haben sich dann gefragt, hey, wie ist das passiert? Wie konnte dieser komische Saurier? Genau. Der zwei Backlist-Bands? Ja, genau, ja. Wie konnte der bloß da reinkommen? Ja. Und Kameras abgeschaltet, Tore einfach offen. Ja, es war halt auch irgendwie kein Verantwortlicher auf dieser Insel, glaube ich. Es war, also, das war eine Insel, die Traumata behandeln soll. Genau. Und genau. Es waren keine Ärzte oder Personen da, an die man sich wenden kann, wenn irgendwas schief geht. Ach, das war halt, keine Soldaten waren zumindest da. Keine Soldaten, das war schon ein bisschen komisch. Das, da kann man drüber sagen. Weißt du, was ich meine? Also du hast in jeder Anstalt, in jeder Klinik hast du Mitarbeiter. Waren das aber nicht die DPW-Mitarbeiter, die am Anfang dieser Brücke standen, um die abzuschirmen eigentlich? Weiß ich nicht. Da die ja korrupt sind, kamen die überhaupt erst durch. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass auf einer Insel mit 1 Million Leuten, okay, 1 Million ist ein bisschen übertrieben, aber mit, keine Ahnung, der Bevölkerung, sage ich mal, nur zwei Mitarbeiter sind, die vorne das Tor bewachen. Das fand ich so ein bisschen unlogisch. Waren es nur zwei? Da war doch ein ganzer Van. Alle, die später auch auf die geschossen haben, waren die nicht einfach schon von vornherein da in diesem Areal und haben das abgesperrt? Haben die auf die Beckles Barnix geschossen? Nein, auf die Kinder später dann. Weil dieser Verräter, weil es der korrupte Mitarbeiter war. Ja, aber eine ganze Insel mit korrupten Mitarbeitern? Die PW steckt ja da komplett mit drin. Und die später auf die Kinder geschossen haben, ich sage immer noch Kinder, auf die Haupt-, also auf Sammy und Co., ja. Die standen ja ganz am Anfang von der Brücke und haben die abgeschirmt. Und da die aber nicht, als sie reingefahren sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, es kann sein, dass die auch schon da standen. Waren da Leute? Und die haben die dann durchgelassen. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Schon, ja, das erste Jahr höre ich hier gerade. Die Räder des Vans haben sie abgeschossen. Aber die sollten wahrscheinlich, oder die dachten, dass die Insel abschirmen, weil das wusste ja keiner, dass die so im Endeffekt korrupt sind. Du als Marvel-Fan übrigens, hast du ein bisschen an Captain America 2 denken müssen. S.H.I.E.L.D. ist aber mal Hydra unterwandert. So, ja, so kleine. Also ich habe jetzt nicht dran denken müssen, aber jetzt wo du sagst. Echt? Ich habe da direkt dran denken müssen. So. Das ist so ein bisschen, aber stimmt, hat er so ein bisschen Winter Soldier war. Ja, natürlich auch. Nur noch gefehlt, dass da irgendeiner kommt und dann die Granate dann die Haftmine unter das Auto wirft. Ja, Alan Grant ist dann wieder so. Das wäre geil. Zu der Maske. Alan Grant mit einer Maske und der Haftmine und sein graues Haar. Wirft das einfach so drunter. Das wäre geil. Ja, Staffel 2 ist noch einiges offen. Okay, am Anfang, dafür standen da keine Leute. Okay, kann sein. Gibt zwei Flashbacks. Oh, das mit dem Alan Grant, jetzt hast du mir ein Kopfkino. Das ist so geil gewesen. Das wäre echt geil. Das wäre geil. Sturm. Nein, die waren nicht da. Es war nur eine Kamera am Zaun. Okay? Guck, so. Und das finde ich ein bisschen, echt ein bisschen komisch. Ja. Also du hast eigentlich einen abgeschirmten Bereich. Also das muss so schwierig sein, da reinzukommen. Und wäre vielleicht sogar noch sinnvoller gewesen, du hättest zwei Leute vorne an diesen Eingang gesetzt und die wären von den Tieren getötet worden. Und dann wäre das von vorne gesteuert worden. Also das wäre realistischer gewesen. So als würden die nicht auf die Idee kommen, dass einer mit Dinosauriern Terroranschläge macht. Ja, das genau. Das war klar, würde das also passieren. Ah, ich meine, okay, Flugsaurier, klar, haben wir ja schon gesehen, die können gesteuert werden durch, haben wir ja schon beim Biosyn Valley gesehen, dass die Flugsaurier nicht raus konnten, nur wenn es erlaubt wurde. Wie heißt nochmal das Valley, wo Biosyn ist? Das Biosyn Valley. Das Valley... Biosyn, danke, ja. Von Biosyn das Valley, ja. Auf jeden Fall. Genau. Und das war halt so ein bisschen dumm. Spärlich bewacht, ja. So ein bisschen dumm, ne? Weil so riesen Viecher und das ist auch nur einfach ein Tunnel. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht an mehreren Checkpoints auch Leute hast, die diese Checkpoints bewachen. Das kann ja mit dem Boot ankommen. Ja, oder so. Und dass da alle korrupt sind und das ganze Ding, man weiß ja auch gar nicht, wem das gehört hat. Ich weiß nicht, ob das Prehistoric Department of Wildlife Ach so, Prehistoric Department war. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls war das ein bisschen unrealistisch, dass da auf einmal diese zwei Riesensaurier reinkamen. Ne? So. Ja, das dann ja nicht. Es war keine Wache da. Das erinnert mich auch noch an einen ganz geilen Tod, den ich fand. Der Kompi, der vom Pteranodon geschnappt wurde. Das war lustig. Das war echt lustig, ja. Wo du am Anfang von der Folge diesen Kopf, da hat irgendwer es gefressen, Schokoriegel oder so. Ja, genau. Und der wurde dann einfach mitgenommen. Da fand ich auch schon, okay, da haben sie sich schon ausgedacht. Auf jeden Fall, so, die springen natürlich in den Van. Ja. Sammy rennt hinterher, oder? Sammy rennt, glaube ich, hinterher. Ja, Sammy läuft ja erst weg.
und kommt dann aus dem Tunnel raus. Und dann genau. merkt die, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kommen dann Jess und Co. mit dem Van angefahren. Ja, wollen genau. die reinziehen. Genau, weil es stimmt, weil die wollte ja dann nämlich gehen. Die hat dann gesagt, nee, leckt mich alle. Ja, die war einfach ein kleines, stures, genau. frustriertes Männchen. Genau. Und dann ist sie da irgendwie reingesprungen und dann haben die Baker's Binex angegriffen. Wo viele ja im Trailer schon gesagt haben, okay, vielleicht ist das ein Spinoraptor aus Jurassic World. Das dachte ich am Anfang aber auch tatsächlich. Habe ich auch gedacht. Oder ein Concave Venator. Aber dafür war der Höcker, glaube ich, zu segelig. Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe diesen Namen vorher noch nie gehört. Reckless Spinex. Weißt du, wann der entdeckt wurde? Das, nee, ja. ich hab's mal gelesen, aber... Aber nicht erst jetzt, so vor Sachen, ein paar Jahren oder so. Ich glaube, den gibt's bestimmt schon länger. Das weiß der Chat bestimmt. Keine Ahnung. Chat, ihr könnt mal in den Chat reinschreiben, wann der Reckless Spinex entdeckt wurde. Habe ich das in meinem Video nicht sogar erklärt? Und das ist so krass. Den Kompi, der nur ein Sandwich essen wollte. Ja, das stimmt. Ich habe so oft Videos einfach, wo ich Sachen recherchiere und die dann präsentiere und ich vergesse das direkt danach wieder. Ich hatte auch über den gelesen, weil mich das auch interessiert hat. Der kam so aus dem Nichts irgendwie. Ja, ja. So, ich habe diesen Trailer gesehen, gell? Und dachte mir so, oh geil, Spinoraptor, gell? Ja. Und auf einmal unten, Beckles war nix, Beckles war. Hä? Ich so, hä? Was für ein Ding? Leute, was? Hat gerade vom Blitz getroffen worden. Genau wie damals mit Sauro Faganax. Ja? Da habe ich mir auch so gedacht, hä, was wollt ihr denn jetzt mit Sauro Faganax? Und auf einmal kommen so viele Sauro Faganax Modelle raus und ich denke mir so, hä, was ist denn mit euch? Ja. Also über manche Dinosaurier, 1991. Oh. Kenne den seit über 15 Jahren. Collect A hatte mal eine Figur released. Oh, tatsächlich. Da muss ich echt mal gucken. Also dann, das interessiert mich echt mal, die Collect A Figur. Wollt ihr mal im Chat, gebt mal ganz kurz eine 1 in den Chat, wenn ihr mal einen kompletten Stream haben wollt über Sammelfiguren mit Mirko zusammen. Und ich gucke einfach nur da und hör zu. So, genau, ich glaube, die Abstimmung können wir auch töten. Ja, muss ich mal wieder nach vorne gehen jetzt. Ach so. Ja, egal, erzähl du sagen mal weiter und ich... Genau, also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren auf der Brücke und die Deckungsbeine nichts haben angegriffen. So, die haben ja, glaube ich, das Auto dann ein bisschen auseinandergenommen. Ja. Sind dem Auto dann hinterher und dann wurde, glaube ich, aufs Auto geschossen, meine ich, ne? Erstmal haben sie ja nicht getroffen, sondern die noch gedacht haben, die haben daneben geschossen. Mit ihren Pfeilen? Genau, ja, mit den Pfeilen noch wieder. So, abgebrochen. Oh, überall sind Einsen da, das ist ein Streamer. Den machen wir aber dann übrigens auf Mirkos Kanal, deswegen macht es genau jetzt Sinn, Mirkos Kanal zu abonnieren. Ja, da wäre ich euch unheimlich dankbar. Ja. Und auf jeden Fall werdet ihr definitiv mehr von uns beiden auf den beiden Kanälen sehen. Weißt du, wie lange wir das schon planen? Aber jetzt gehen wir es ja an. Dafür sitzen wir heute hier. Dafür sitzen wir heute hier, stimmt. Dafür sitzen wir heute hier. So, genau. Und die Pfeile, die sie nicht getroffen haben, also die Reifen oder... Die Reifen haben sie dann getroffen. Genau, die haben sie dann getroffen. Ja, beim zweiten Mal. Und dann ist es stehen geblieben. So, und der Beckles Binex waren es dann schon zwei. Da, am Ende der Brücke stand dann noch einer. Stimmt, der hat dann das Auto angegriffen. Der stand da. So, aber wie kam der da hin? Haben die... Nee, jetzt eine ganz andere Frage. Die haben keine Pfeife gehabt. Wie haben die Beckles Binex dazu bewegt, die anzugreifen und nur die... Also, okay, was heißt nur die, aber fokussierter anzugreifen? Stand der Gruppe? Echt einfach nur da und hat denen nichts gemacht? Stand der neben den... Soldaten oder was? Ich weiß es nicht mehr. Nee, er stand am Anfang der Brücke, glaube ich. Er stand dann da einfach. Alleine aber, ohne. Alleine. Die, okay, die anderen, ja. Die waren weiter hinten, aber trotzdem stand er da. Und aber der andere, wie haben die das geschafft, dass er fokussiert auf die Gruppe geht? Gute Frage, ja. Obwohl die keine Pfeife hatten und am Ende der Episode, als sie aus dem Wasser kommen, ja. Müssen sie die wieder zwingen, mit ihren Elektrostöcken da reinzugehen. Das ist vielleicht einfach so ein kleiner Gedankenfehler. Weil das machen sie ja scheinbar öfter, diese Aktion, dass die Saurier von A nach B transportieren und die dann eben freilassen, dass die irgendwas machen, wie auch bei Brooklyn zum Beispiel. Habe ich mir auch schon gefragt, gibt es da nicht bessere Pläne, als das so zu... Das kann ja alles schief gehen. Der kann einfach ins Wasser springen und abhauen. Ja, ja. Also, ja eben. Deswegen, also sie waren ja nicht abgerichtet wie die Atrociraptoren. Aber was denn? Doch. Das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Aber... Warum hatten die dann so Probleme, die in die Käfige zu kommen? Weil das vielleicht einfach, es sind einfach Alpha-Tiere, bei denen ist das vielleicht schwerer. Ey, die sollen mir ja nicht ankommen mit, die haben auch so Controller implantiert. Das wäre ein bisschen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil die ja eben noch gezwungen haben mit den Stäben. Ja, also ja es, gut, es, ja. Es ist ein bisschen strange gewesen, warum die ausgerechnet mit Beckles Binex angegriffen haben.
Also, keine Ahnung, sie hätten ja auch T-Rex nehmen können. Oder sie dressieren jetzt wirklich Tiere einfach als Waffen, aber die haben noch nicht ganz funktioniert. Das gibt's ja, dass das noch nicht ganz durch war, dieses Dressieren. Aber es macht halt auch irgendwie keinen Sinn, einen Beckles Beinix zu nehmen, weil der Indominus ja schon zu groß war und Beckles Beinix mit 8 Metern ist ja auch relativ groß. Ja, gut. Warum hat man dann nicht wieder kleinere Tiere genommen, die unauffälliger gewesen wären? Das ist einfach eine Sache von, wir müssen neue Dinosaurier einführen. Ja, aber... Ich überlege auch, das macht schon Sinn, wenn ich so an den Polar denke. Wenn ich den aus dem Auto rauslasse, dann hört er perfekt. Polar ist Tobis Hund? Das, ja, genau. Versuch den mal ins Auto reinzukriegen. Mhm. Da musst du auch mit dem Elektroschocker erst machen. Aber nee, das ist ein Unterschied. Ja, ich meine, das kann schon sein. Ist vielleicht auch einfach nicht wirklich logisch erklärt in der ganzen Nummer. Ja. Die Spinex wollen erstmal gegeneinander kämpfen und dann sind sie auf die Kinder aufmerksam geworden. Danke an alle, die mich abonniert haben. Vielen, vielen Dank. Haben Sie? Ja, also hier lese ich ein paar. Abonniert. Abonniert auf jeden Fall den Mirko. So, genau. Also sie haben erst noch gekämpft, gerade geschrieben. Die waren doch nicht so zahm. Die waren doch noch ein bisschen wilder gewesen. Die Beckles Spinex gegeneinander? Echt? Ich wurde gerade geschrieben. Die Spinex wollten gegeneinander kämpfen. Und dann sind sie auf die Kinder losgegangen. Okay. Da macht der Plan aber noch weniger Sinn, wenn ihr nicht mal hört, sie einfach so freizulassen. Ja, das ist ein sehr komischer Plan. Ja, genau. Okay. Gut. Auf jeden Fall, dann haben sie halt gekämpft und dann sind sie auf die Kinder losgegangen. Und einer ist ja dann, also die haben es ja dann irgendwie geschafft, dass das Auto ins Wasser fällt. So. Und dann. Beckles Beinex hinterher. Einer. Ja, ist der freiwillig gesprungen? Oder? Ich glaube, der ist mit runtergefallen, als er die gerammt hat, oder? Ist der? Ich glaube nicht, dass der freiwillig gesprungen ist. Ja. Ui! Ui! So. Auch ein bisschen behindert, weil die sind ja dann ans Ufer. Erstmal sind die noch unter Wasser. Ja, aber ich überlege gerade an die Uferszene, weil der Zaun war doch um dieses ganze Ding herum. Und dann sind die ja einfach ans Ufer und einfach über den Ball gehüpft. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, Wasserszene. Saugeil. Hat mir saugut gefallen. Wir haben generell viel zu wenig Unterwasserszenen. Viel zu wenig. Und du hast einfach jetzt hier einen Spinosaurus-ähnlichen Dino, der auch wirklich endlich mal schwimmt. Das hat mir saugut gefallen. Dass du das, ist er gesprungen? Ja. Der ist ja jetzt ins Auto reinzukommen. Ist ja, dagegen. Aber ich fand es ein bisschen. Ja, aber ich fand es auch. Vielleicht wollte er ein bisschen Luft schnappen. Weil ich fand es ein bisschen behindert, dass er so lange unter Wasser war. War das so lang? Der war sehr lang, der konnte erst gar nicht schwimmen. Der wurde ja erst runtergezogen. Die haben ja den Beckles Beinex, der ist, glaube ich, untergegangen. Dann haben die diskutiert und gemacht, getan. Dann ist der ja weiter runtergesunken. Und dann hast du schon gedacht, der wäre abgesoffen. Und dann kam der wieder und ist wie ein Otter da rumgeschwommen. Ja, was heißt und denn? Nach oben. Was heißt denn aber zu lang? Ich meine, nur weil wir eine Ausdauer haben wie ein 80-Jähriger, heißt der nicht, dass die Saurier... Ja, 3, 4, 5 Minuten unter Wasser, also weiß nicht. Ja, gut, das ist... Ein großer Körper braucht auch mehr Sauerstoff. Große Lunge. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht sollten wir nicht alles da jetzt so auseinander... Aber auf jeden Fall, das ist mir halt aufgefallen, in diesem Auto hat es mir dann ein bisschen um Ben leid getan, weil er halt alles hinten in seinem Van, das fand ich ein bisschen schade, dass alles, was er so gesammelt hat, dass das nicht mehr... veröffentlicht wurde. Das wird auch nochmal wichtig, glaube ich. Dass die sich jetzt auf das berufen, was er noch irgendwie weiß. Genau, und das ist ein bisschen schade, dass das alles untergegangen ist, kaputt gegangen ist. Ich habe auch schon gelesen, RIP Ben's Van. Ja, das fand ich auch sehr traurig. So. Der hat im Wasser den Van runtergeworfen, um hochzukommen. Verstehe ich nicht. Krass, die sind Leute, die haben das schon so oft durchgesehen. 5-mal, 3-mal. Das ist auch eine geile Serie, ohne Scheiß, ey. So. Okay. Ach so, der hat sich abgestoßen am Van. Ach so, hat er sich abgestoßen und dann ist er nach oben geschwommen. Ah, ja. Okay. Das stimmt. Und dann bekommen wir übrigens einen sehr lustigen Tod, wie ich finde. Der hat mir gut gefallen. Wenn dann eben hier auch unsere Protagonisten aus dem Auto wieder rausschaffen und überleben die ganze Nummer, sehen wir ja, wie dieser eine Wildlife-Mitarbeiter nochmal an das Auto geht und eben guckt, ob noch jemand drin ist. Ja. Und dann kommt der Beckles Beinex von hinten wieder und frisst den. Und das sehen wir aber auch nicht. Das sind dann die Kamera, switcht dann auf einmal um und wir sehen, wie die, das war's, den Stegosaurus und irgendwas noch, wie die da einfach mit zugucken und dabei Wasser trinken. Das sieht voll lustig aus. Das war ein ganz cooler Tod. Aber das war schon in dem Valley. Das war schon im Valley drin gewesen? Ja, okay, ja, genau, schon im Valley, okay. Ja, das war im Valley, genau, aber das war, glaube ich, die nächste Folge. Da war schon Folge 7. Waren 8 oder 10 Folgen? 10 Folgen. Ja, das waren 10 Folgen. Boah, das wird jetzt mehr knapper. Das wird gerade auch voll krass bei mir. Das wird jetzt richtig knapp. Warte mal.
Ich komme nicht mehr. Wir waren jetzt beim Beckles Barnex. Die Autoszene. Jetzt ist stärker mental als Sammy. Wie sind die denn aus dem Auto rausgekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die zuerst echt hoffnungslos waren. Haben sich dann irgendwie auch gedacht, das war es jetzt gewesen. Und dann ist irgendwas passiert und die sind da rausgekommen. Die haben die aber nicht nur darauf gewartet, dass der Beckles Beinex weg ist, um einfach rauszukommen. Nein, die kamen nicht mehr raus. Ist ja hinten alles vollgelaufen. Dann haben sie die Tür zugemacht, dass es vorne nicht voll läuft. Yeah. Leute, wie sind sie aus dem Van rausgekommen? Ich weiß es auch nicht mehr. Soll ich Netflix aufschlagen? Das wissen unsere Zuschauer bestimmt. Wie haben die unter Wasser den Van verlassen? Tür ist aufgegangen. Okay. Das ist natürlich... Ja, natürlich total unlogisch wegen dem Wasserdruck. Aber okay. Oh, nein. Wenn ein Auto komplett vollgelaufen ist, geht es. So, es geht ja nur... vollgelaufen ist. Ja. Es geht ja doch, nur... das ist doch vollgelaufen sogar, glaube ich. Ja, dann macht's Sinn. Ich dachte, die haben aber gewartet, bis der Beckles Beinex weg ist und haben dann erst Die Tür weil die Scheibe war doch eingeschlagen. Der hat doch noch versucht, die Scheibe zuzuhalten, weil da Löcher drin waren. Ja. Und dann kam immer mehr Wasser rein. Ja, okay. War nicht einer noch angeschnallt und kam irgendwie nicht ab? Ich glaube, die Sammy. Da wurde irgendwas war verhindert. Ja, genau. Teleport, ja. Da hat dann die erst die Ruhe behalten. Wie Abra bei Pokémon wegteleportiert. Okay. Genau, so, und dann sind sie... Soll ich dir mal einen Episodenguide einfach vorlesen? Vielleicht kommst du dann selber drauf. Dein Episodenguide? Nicht meine. Sondern der von den Episoden. Da kann man vielleicht gucken, ob wir darauf kommen, was da noch alles passiert. Der Van ist gegen die Brücke geschlagen und die Tür hat sich geöffnet. Okay, also auch noch durch einen externen Dingsbums ausgelöst. Episodenguide. Was sind wir jetzt bei Episode 7? Oh, Episode 7 heißt In jener Nacht. Also, die sind an Land gekommen und haben sich dann auf die Transporter geschlichen. Genau. So. Haben die schon Bambi da gesehen gehabt? Bambi wurde doch von Darius und... Nein, der wurde später dann. Der wurde dann gesehen. Von dem Valley wurde der doch dann weggebracht, weil er dann tot drauf stand. Auch noch ein Thema. Ach stimmt, ja genau, kommen wir nochmal zu. Ja. Genau. Das war auch ganz kurz krass. In jener Nacht ist die Episode, in der wir erzählt bekommen, was in jener Nacht passiert ist. Kriegst du noch zusammen, was da alles... Das war doch die Folge, wo die zur Dings heim sind. Die sind doch dann zur Brooklyn nach Hause. In diese Wohnung rein, ne? Mit dem Typ, der die gefahren hat da. Ne? Und die wurden hier hingefahren. Von diesem einen Typen und der hat denen erzählt, ich war da, ich war vor Ort. Mhm. Er war nämlich der. Genau. Und das ist eigentlich ganz zusammengepresst alles, glaube ich. Also wenn da in der Folge nichts passiert ist, erinnere ich mich nur daran, die sind dann dahin gefahren, der andere hat sich dann verabschiedet, der hat die dann alleine da gelassen. Genau. Und dann sind die in diese Wohnung rein, dann haben die halt diskutiert, was ich nicht alles über Brooklyn wusste, ja, ich auch nicht. Dann haben die... Wir haben was Wichtiges vergessen. Was denn? War nicht davor noch das gewesen, dass die rausfinden und dass Kenji rausfindet, dass Darius und Brooklyn nichts hatten, aber dass sich Darius und Brooklyn verliebt hat? Oder kam das? Ja, genau, der hat es dann verheimlicht. Genau, er hat es Man hat dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Weil er dann irgendwie so. Und sie hat bei ihm gewohnt, hat er noch erzählt. Ja, genau. Eine Zeit lang, genau. Das war's, ja. Und dann waren die ja bei der zu Hause, bei der Brooklyn. Und er hat das Geld gefunden. Während Darius am Rechner war und das Passwort wusste. Stimmt. Was der Kenji nicht wusste. Genau. Ah, vom Handy und so. Das kam ja auch später nochmal. Genau. Das war das. Genau. Ja, wir kriegen das noch ganz schwer zusammen, aber es läuft einigermaßen. Okay, hab jetzt Netflix offen. Okay. Magic Pixel, du bist jetzt unser. Episodenguide. Gut. Ich muss mein Handy mal kurz aufladen. Unterhalt mal bitte den Chat. Ich bin sofort wieder da. Ja. Genau, Eve, das stimmt. Ich war. Gegen einen Pfeiler gestoßen. Tja. Aber das. Fragen haben wir jetzt auch nicht. Viel zum Beckles Beinex geschrieben. Beckles Beinex. Neckel. Ich habe in deinem Video so mehr Neckel verstanden. Neckel? Nein. Da habe ich irgendwas genuschelt, aber wahrscheinlich. Ich verstanden. Hey, warum N? Warum N? Und dann habe ich so gegoogelt, Aussprache. Beckles Beinex. Was labert der da? Neckel? Neckel. Was haben wir denn jetzt noch für Themen? So, ja gut, wir sind jetzt... Lass mich da auch mal kurz reingucken. Ja, guck da. Ist
du nicht also vom Chat abgelehnt wirst. Die haben circa $1 Million gefunden, genau. Das Geld. Aber noch nicht den Grund, wo es herkommt, oder? Wussten die das da auch schon? Nee. Ich glaube, die hatten dann... an dem Laptop haben die da noch irgendwas entdeckt, oder? Ich meine auch. Die haben Dark Jurassic nämlich nochmal aufgehabt und da hat irgendwas kam dann noch raus. Irgendein Standort. Ich glaube, da sind die doch dahin gefahren. Kam nicht dann raus, dass der Typ von der Wildlife Group die mit drin hängt? Die sind doch dann zu dem Standort gefahren, wo Ben, Jess und Sammy hintransportiert wurden. Da sind die doch dann zu dem Standort gefahren, ja, weil dieser Standort, glaube ich, auf dem Laptop war. Das kann, aber, haben, da müssen wir hin. Aber die haben auch rausgefunden, dass der Chef von diesen Wildlife-Leuten da mit drinsteckt, glaube ich. Oder kam das erst danach? Das. Weil sie eine E-Mail von ihm hatte oder irgendwas? Ich weiß es echt nicht mehr, Mann. Das ist eine gute Frage. Welchen Code wird jetzt gerade gefragt? Den Handycode. Ach so, ja, genau. Hoffentlich kommen Darius und Brooklyn in Staffel 2 zusammen. Oh, hier gibt es hier Parshipping oder was? Wie heißen sie denn dann? Darylin. Kriegen wir Darylin als Paar? Darylin. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das mit Brooklyn ist, glaube ich... Meinst du, die ist durch mit der Welt? Ich glaube, die ist nicht mehr so, wie sie mal war. Aber die muss doch irgendwas mitbekommen haben. Ding. Die, muss ja, irgendwas wissen, was die so verändert hat. Dass sie halt... Den Schwarzmarkt halt. Weißt du, das ist alles gewesen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie wirklich, hat sie Geld gewittert. Keine Ahnung. Ich glaube, ich jetzt eher weniger. Was mir jetzt hier gerade auffällt, bei den Kommentaren hier, der Allosaurus, den Darius ja andauernd verfolgt hat. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt nochmal zwischendrin aufgetaucht ist, weil der war ja... Der wurde halt transportiert. Die ganze Zeit vom Allosaurus hat er ja auch die ganze Zeit gesprochen. Den haben wir total vergessen, weil der war ja eigentlich auch, weil er so besessen war von diesem Allosaurus. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, warum der so besessen ist von diesem Allosaurus. Das haben wir erfahren in dieser Episode. Na, davor wurde es aber auch schon angerissen, dass der Allosaurus, dass der mit dem Tod was zu tun hat, dass er gesehen wurde da. Allosaurus, den sieht er ja dann auch wieder in Gefangenschaft, wo der wegtransportiert wird und dadurch wissen die auch, glaube ich, wo die jetzt hin müssen. Wieso sagt Darius, alter Chef, hier nichts über Brooklyn? Dazu kommen wir noch. Sehr wichtig und sehr gute Frage. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. So, auf jeden Fall Episode 7. Haben wir noch irgendwas zu Episode 7? 7 war es? Vergessen? Also, wie gesagt, ich kann mich jetzt nur noch an diese Szene bei Brooklyn zu Hause erinnern. Ich jetzt auch, und an die Fahrt davor. Da wurde alles erzählt. Und vielleicht noch das mit dem das Filler, mit dem Fillermaterial, wo sie in dem Käfig von dem Beckles Binax hängen. War das auch in der Episode? Ich glaube, das war auch in der Episode. Okay. Weil ich glaube, Episode 8 ist ja dann, als sie dann da ankommen. Oder ist das sogar schon in der Episode? Ich glaube aber nicht. Es verschwimmt. Es verschwimmt jetzt, weil jetzt wird es echt eng. Ich wette, Brooklyn bekommt den Kurt Connors Arc aus Spider-Man. Ach so, dass sie zum Dino wird. Ja. Das ist ja geil. Lizard. Sie ist auf was gestoßen, das ist richtig. Die Tür knallte. Darius hat den Allosaurus im Endkampf gegen den T-Rex geholt. Das war natürlich auch wieder sehr Jurassic World Fanservice. Ne? Ja. Also wie Claire mit dem T-Rex auf den Indominus. Das war genau dasselbe, nur dass er keine Stöckelschuhe anhatte. Das war echt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber gut, Folge 7 ist eigentlich abgehakt, ja? Ja, aber kommst du jetzt noch Folge 8, 9 und 10 auseinanderhalten? Also 10 war ja mit dem Rex. 10 war das Finale. Das war ja das, wo ich gesagt habe, das war mir zu viel. So, wieder, wir haben ja jetzt noch die Abschnitte. Das ist mein Handy. Achso, wir haben ja jetzt noch die Abschnitte des Valley, wo die sind, wo die Bambi wiederfinden. Yeah. Bambi wurde ja eingefangen in irgendeiner vorigen Episode noch. Wahrscheinlich in der Episode, in der die Raptoren-Lady auf die Farm gekommen ist. Das kann sein. Ja. Yeah. So, dann haben wir das mit diesem Kerl, der aussieht wie der Zirkusdompteur. Wo viele auch gedacht haben, also zumindest habe ich es gelesen, dass einige gedacht haben, ist das dass es derselbe Kerl ist. Ist aber also nicht. Ich bin der Meinung, der Typ ist ja einer der Wildlife, das ist ja der Beauftragte von diesem Areal, hat er immer. Ja, aber wenn das Chef ist, vielleicht kann er sich so einen Privatzug leisten. Ja, aber das wäre aufgefallen. Und seine Digimolos, die kann er doch auch. Ich meine, was haben die mit den Dinos gemacht, die die in den Käfigen hatten? Wo? Also in dem Riesenkäfig, wo dann. Ah, das.
ich glaube, in der achten Folge ist es passiert mit dem Riesenkäfig, wo der Hutkerl, ja, dann Ben, Sammy und Jess entdeckt haben. Also wo der die entdeckt hat. Ja, das kann sein. Ich glaube, das ist diese ganze Folge, wo die dann da durch die Container watscheln und dann auch die... Die Raptor-Lady auftaucht noch? Nee, die nicht. Bumpy finden die dann noch. Stimmt. Und Bumpy wird erst für tot gehalten. Also da steht drauf, tot. Ja, und Bumpy ist ganz komisch. Also ich habe auch erst gedacht, was haben die mit der gemacht? Vergiftet die, oder so. Haben die umgebracht und haben die wieder zum... Also so als Zombiesaurus. Oh, Alter, das wäre irgendwie cool, aber irgendwie auch krass. Das hatte ich so ein bisschen im Kopf gehabt, dass die irgendwie... Dann willenlos werden. Es gibt ja Filme oder so, genau. Es gibt ja Filme oder so, die dann halt darauf basieren, dass dann halt das Gedächtnis, dass nur noch der Körper da ist. Ja, ja. Und einfach nur noch funktioniert. Und so könnte man ja da kontrollieren, meinst genau, du? Genau, genau. Ja, okay, so hatte ich erst gedacht, weil die gesagt haben, tot. Ne? Und dass da keine Verwechslung zwischen den Sauriern ist. Und genau, dann jagen die ja. Und dann bricht ja der eine Ranger da in das Gehege von den Pflanzenfressern ein. Das war die Szene, wo die dann an dem Wasserloch sind mit dem Stegosaurus. Wo die dann so zugucken. Genau, ja, wo er gefressen wird. So, und ja, und dann Ben sieht dann, wie Bumpy verladen wird und springt dann bei Bumpy mit auf. So. Und dann da haben die das gesehen und sagen, hey Ben, blablabla, und springen, glaube ich, auch noch mit auf irgendwo. Die sind ja dann noch mit dabei. Ich habe das nur noch auf dem Schirm, dass die da wirklich dann sich verstecken in diesen Containern. Oder wurde, und dann wurde kommt irgendwann die Raptoren-Lady, lässt die auch nochmal los, killt dann diesen Hut-Typi. Hm. War letzte Folge. Ja, aber das ist für mich gerade so ein Ding. Wir sind gerade bei Folge 8 noch, ne? Ja, ja. Was denn in Folge 9 passiert, Mann? So, in Folge 9? Ich komme gerade gar nicht mehr damit daher. Tja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt ein bisschen aufgeschmissen, weil alles so eng ist. Es ist halt alles, das Setting ist dasselbe. Ja, aber kommt da noch was Wichtiges oder waren es einfach nur wieder Action-Pieces? Wenn das nur Action-Dinger waren, dann ist das ja relativ wurscht. Also wie gesagt, Ben tut sich ja dann auf den Dings schmuggeln mit Bumpy. Ben prügelt sich nochmal ganz kurz. Und echt? Ben prügelt sich ja mit dem einen. Oh, das hab ich vergessen. Der kriegt dann aber den Elektrostab so in die Rippen rein. Ah, aber das ist aber auch erst in der Dings-Szene, oder? Erst am Ende. Ich dachte, das wäre in der 9. Kann sein, dass es in der 9. ist. Auf jeden Fall hängt doch Ben dann eine Folge lang in diesem Käfig rum. Die kommen doch erstmal dann an diesen Hafen. Ja. Yeah. Also in der 9. Folge kommen die, glaube ich, an diesen Hafen an. Hier steht auch gerade so, in Folge 9 endet mit der Verfolgung im Nebel. Oh, Verfolgung im Nebel. Ich habe auch keine Ahnung mehr. War da ein Nebel? Ja, die Folge heißt sogar der Nebel, glaube ich. Da war was. Warum kann ich mich nicht an die... Ja, mein Kopf ist auch Nebel, ey. Ja gut, du hast die alle am Stück geguckt. Das kann das sein. Warum weiß ich das denn nicht mehr? Folge 9 kommen Darius und Kenji an, wo Sammy und Co. sind. Das heißt, in Folge 9 kommen die einfach wieder alle dann zusammen und haben wir dann unsere Nublar 5 wieder zurück. Da ist dann das Team vollständig. Da sehen die sich dann alle. Ja, genau. Weil auf dem Gelände selbst sind die ja noch auf Fremdenmissionen unterwegs. Also da... Sind die eigentlich oben Darius, auf so einem Ding? Genau, Darius und Kenji machen ihr eigenes Ding. Die haben ja gar keine Ahnung, dass die anderen da sind. Ja. Stimmt, das war das gewesen. Ja, und die sehen sich ja dann vielleicht wahrscheinlich erst entweder... Ja gut, in Folge 9 sehen die sich wahrscheinlich dann am Ende. In Folge 9 wurde das erste Mal der Broker erwähnt. Meint ihr, der Broker ist Brooklyn? Oder meint ihr, die wollen damit auf jemand ganz anderen anspielen? Es wäre zu offensichtlich, wenn es Brooklyn wäre. Aber Broker... Ja. 2O. Ja, aber. Wäre vielleicht auch ein bisschen dumm als aber Codename. Jetzt einmal ehrlich, wie soll ein Teenager, ein junger Erwachsener, so ein Imperium aufgebaut haben? Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die steckt da einfach sautief mit drin. Die arbeitet vielleicht für denjenigen, der. Ich habe immer das Gefühl, dass es so verschiedene Parteien sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Divi, diese Dinosaurier-Wildlife-Dingens, dass die auch zum Teil gegen die Gruppe vorgehen, zu der die Raptoren-Lady gehört. Aber und dass dann die dritte Partei sind dann jetzt hier die Nublar 6. Das scheint ja alles was anderes zu sein. Ja. Als wäre das wie so ein Bandenkrieg, habe ich das Gefühl. Mhm. So kommt mir das ein bisschen vor. Mhm. Aber, ja, nee, also Brooklyn glaube ich nicht, weil das wäre schon ein bisschen dämlich, weil, keine Ahnung, ein Masrani, ein Dodgen, keine Ahnung was, die können alle nichts am Laufen halten. Ja. Und dann kommt dann ein Teenager und
macht die ganze Welt. Das glaube ich jetzt auch nicht. Das wäre echt bescheuert. Das wäre schon krass. Also ich. Ein Plot-Twist, dass sie böse ist, ja. Würde ich auch noch anzweifeln. Ich hoffe es. Dass einfach, keine Ahnung, so eine. Die ist skrupellos. Ja, weil ganz ehrlich, manche Menschen ändern sich halt so. Weißt du, was ich meine? Das ist halt die Konsequenz daraus, keine Ahnung, wenn du dich mit den falschen Leuten abgibst oder keine Ahnung. Was ihr Purpose dahinter ist, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kommt auch am Ende raus, dass sie Benji dazu gebracht hat, mit ihr Schluss zu machen. Mein Stream läuft nachher. Gut. Weil sie nicht wollte, dass er noch bei ihr ist, weil sie jetzt was vorhat oder so. Aber die hat ja auf jeden Fall, ist die jetzt nicht böse. Ich sag dir, das ist echt sowas wie ein Bandenkrieg. Das sind drei Parteien, die da mit drinstecken, vielleicht die so gegeneinander gehen. Ja, es ist halt die Frage, vielleicht ist sie auch böse geworden, als sie vom Alu den Arm abgebissen bekommen hat. Wer hat sie verarztet? Ist ja auch noch eine Frage, ne? Wer hat sie verarztet? Weil irgendjemand musste doch sie gefunden haben, weil die wird sich ja nicht selber den Arm zugelasert haben. Das stimmt. Verödend. Und ich dachte am Anfang, dass das Kenjis Vater gemacht hätte, dass er sie verwundet hätte, aber anscheinend der nicht. Es wird übrigens auch noch erwähnt, eine ganz wichtige Sache, dass der Allosaurus war das ja anscheinend gar nicht mit dem Arm. Es wird zumindest angedeutet. Als dann nämlich die Atrociraptoren ankommen, kurz bevor sie den Typen dann fressen, da sagt dann nämlich irgendwann dieser eine Handlange, Jensen oder wie der heißt, dort Jensen, Atrociraptoren eignen sich wesentlich besser für Auftragsmorde als ein Allosaurus. Und dann sagt dann der Typ mit der Mütze, sagt dann, ach, dann waren die Dinger das gewesen, die das Mädchen angegriffen haben. Ach, das wird zwar nicht mehr bestätigt, aber er sagt das so auf jeden Fall. Ja, das sind auf jeden Fall. Das heißt, die wurde dann wahrscheinlich von einem Atrociraptor angegriffen. Ja, und der Allosaurus ist einfach weggerannt oder so. Ja, genau. Ja. Das kann sein. Der arme Allosaurus ist das Opfer in der Geschichte. Ja, der ist schon blind und dann wird er dann noch so gemobbt. Ja, ja. Und wird dann auch vom T-Rex verprügelt. Vielleicht ist es Brooklyns Vater. Aber warum? Also, kann sein, aber das ist dann so, das könnte jetzt alles sein. Brooklyns Vater, gibt es da irgendwie einen Grund dafür? Und dieses Ganze, der Vater ist der Böse, die Geschichte hatten wir halt jetzt schon mal mit Kenji und seinem Vater. Ja. Das wäre ein bisschen öde. Vielleicht Brooklyns Väter. Darauf wird auch nochmal eingegangen, was ich sehr interessant finde. Das wurde hier zum allerersten Mal erwähnt. Die hat zwei Väter? Ja, und ich meine, das war in Dings noch anders gewesen, in Camp Cretaceous. Mhm. Ich meine, dass da mit den Eltern, da wurde mal auf Mutter und Vater eingegangen, oder nicht? Okay. Oder stimmt, Ted, stimmt das nicht? Jetzt haben wir gesagt, die Väter. Was ist da passiert? Also, aber wann kamen da Väter drin vor? Das wird einmal gesagt, dass ihre Väter wissen es nicht oder irgendwie so ein Kram. Mhm. Und ihre Väter müssten es wissen. Das ist mir auch aufgefallen, dass das erzählt wurde. Okay. Brooklyn hat zwei Väter, laut der Serie. Entweder hat man jetzt hier einfach nur gedacht, komm, wir bringen noch so ein bisschen Political Correctness mit rein. Aber es macht halt keinen Sinn, weil das davor, glaube ich, anders erzählt wurde. Ich glaube, die hatte Mutter und Vater. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie, keine Ahnung. Man spinnt sich auch zu viel rein. Ja. Mutter und Vater irgendeine Machenschaft gemacht hat oder Vater und Vater ist ja... Kommt auf selbe Bein raus. Das Pärchen an sich ist böse. Fertig. Aber das haben wir halt schon gehabt. Wie gesagt, das haben wir schon gehabt. Das kommt nicht doch davor. Das ist scheißegal. Nee, glaub ich auch nicht. Aber gut. Es waren immer Väter bei ihr. Okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung gehabt. Okay. Ja, und dann? Viel weiß man nicht über ihre Väter, aber trotz allem, würdet ihr das cool finden, wenn wir jetzt noch so eine Geschichte hätten? Das wäre ja quasi dann ein Mix aus Sammys alter Story und Kenjis alter Story. Irgendwelche Intrigen bringen jetzt die Tochter mit dazu, aber dass die da mitmischt. Das irgendwann reicht's auch mal, weil du kannst schon sagen, dass von jedem Kind, was in diesem Camp war, dass von jedem Kind die Eltern irgendwie irgendwas damit zu tun hatten. Weißt du hast echt noch nicht Star Wars gesehen, ne? Da ist jeder verwandt mit jedem. Das ist toll. Ja. Nee, aber ich finde das schon ein bisschen unlogisch. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, da ist mehr dahinter. Und wir können es vielleicht auch noch gar nicht erahnen oder herausfinden, weil es einfach noch zu weit hergeholt ist. Ja. Brooklyn hat einen Vater, ja. Geht mir von aus. Die ist nicht aus dem Ei gekommen und sogar dann. Brooklyns Vater war der Scorpius Rex. Das, ja. Ja, ne. Ach stimmt, das Thema mit Bumpy und dem Ei und sowas, das war ja dann auch noch Thema. Ja. Weil dann darüber diskutiert, also die haben sich ja gefragt, warum Bumpy so krank ist und so. Also keiner wusste, was mit Bumpy ist. Die haben ja alle gedacht, sie stirbt. Aber warum hat Bumpy eigentlich ein Ei gelegt? Die war doch ein bisschen umtriebig auf dem Land. Bumpy. So war das, glaube ich, deklariert, dass sie irgendwie ab und zu, die ist doch aus dem Käfig ab und zu ausgebrochen. Und hat sich dann ordentlich da vergnügt mit Karl. Wahrscheinlich. Ja, weil du? Kommt der Karl mit dem Keulenschwanz raus. Gut, das war halt auch so, brauchen wir jetzt noch ein Baby-Bumpy?
Ja, das war ein bisschen... Ich habe erst gedacht, die Eier gehen kaputt oder so, keine Ahnung. Die sollen jetzt nicht... Ich habe erst gedacht, dass Bumpy tot ist und dann das Ei kam. Zum Glück war es nicht der Fall. Aber wenn Bumpy tot gewesen wäre, das... Nee, Bumpy ist auf dem Bumpy ist da geblieben. Aber das wäre krass, wenn Bumpy wirklich gestorben wäre, weil da hättest du jetzt noch mehr Grund, die zu hassen. Du brauchst immer so einen Grund... Also wenn du Bösewichte, musst du hassen, finde ich. Das muss richtig rüberkommen. So Louis Dodgson fand ich eigentlich relativ cool. Der hat nie was Böses gemacht. So Ian Malcolm entpuppt sich als so ein Verräter und er meint einfach so, ab jetzt feuer ich dich. Ich denke mir so, wie böse. Ja. Das war schon lächerlich. Sie hat Bumpy aber eben nicht sterben lassen. Bumpy hat jetzt ein Kind bekommen. Nein. Und ich hoffe, sie machen damit jetzt nicht den Beta. Ich glaube, das eine. Ja, nee, glaube ich nicht. Aber warum es ein Ei war, das wissen nur die Macher wahrscheinlich. Also, hast du da einen Hintergrundgedanke dabei? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur. Oder dass Bumpy jetzt ein Kind bekommt. Vielleicht, vielleicht einfach nur eine Zuschauerbindung an neuen Baby-Dinosaurier. Weil Baby-Dinosaurier sind süß, Baby-Dinosaurier werden gerne gesehen. Das heißt, Staffel 2 wird jetzt Baby Bumpy dabei haben. Ich weiß nicht, wie das ist bei Vögeln. Ich glaube, Hühner legen ja so oder so Eier, nur sind die halt nicht immer befruchtet. Also sonst würden wir ja kein Eigelb haben. genau. Und ich glaube, keine Ahnung. Also ich glaube, man sollte sich nicht auf diesem einen Ei aufhängen. Ich meine, das ist unrealistisch, weil Dinosaurier eigentlich Nester gemacht haben und mehrere. Ja, wisst Eier ihr also haben, gar nicht, ob das überhaupt nicht sein kann? Weil jetzt du hast das gesagt, der Chat sagt das, als wäre das so faktisch belegt, dass Dinosaurier immer Massen von Eiern haben legen müssen. Ja gut, man kann halt nur davon ausgehen, dass Echsen es tun. Ne? Ja, aber es sind, also das DNS ist ja wohl eher, gut, in den Filmen und in Jurassic dann doch eher Richtung Echse, das stimmt. Ja, aber was legt dann, alles was Eier legt, legt mehrere Eier, oder? Nee, doch, nee. Aber es kann doch einfach auch mal ein Tier nur ein Ei legen. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oha, das ist jetzt ja nicht so ganz ähnlich. Ja, eigentlich. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, man hat auch mehr, bei Säugetieren sind es ja auch Würfe. Ne? Also ja, man hat ja manchmal 3 Katzen, dann hat man manchmal 9 Katzen. Ja. Ja. Ich meine, Mensch macht auch nur ein, also in der Regel ein Baby. Oder 2 sind selten. Ja, noch seltener. Ne? Ja. Aber gut, kann man sagen, dann hat halt Dings nur ein Ei im Mutterleib gehabt oder was weiß ich. Ne, keine Ahnung, aber sollte man jetzt nicht so aufs Korn nehmen. So, die sind da eingebrochen und dann erinnere ich mich nur noch an das Chaos. Und das hat mich schon ein bisschen, das stört mich aber auch bei allem, du bist ja auch in Marvel drin, kannst du gleich mehr dazu sagen, ist es wirklich notwendig, dass immer alles mit so einem übertrieben krassen Schlachtgemetzel endet? Jetzt hier in der Kinder, sie für eine Kinder. Warum muss das wieder am Ende so krass eskalieren? Es hat mich echt genervt. Das heißt genervt, aber es war so der Jurassic World Dominion Vibe. Wir rennen jetzt, lassen wieder Dinosaurier durchs Bild durchrennen. Leute werden es einfach geil finden. Zu Rimimus wurde angesprochen. Warum macht man nicht so eine geile Endszene wie jetzt hier bei Jurassic Park 1, sowas mit der Küche? Warum ist das nicht das große Finale mit den Atrociraptoren? Warum muss man einen T-Rex wieder mit reinbringen, der, keine Ahnung, irgendwie so einen richtig dummen Kampf hat? Ich dachte, sie trauen sich das und dann wieder fast verliert gegen Atrociraptoren. Der hat ja wieder fast verloren. Der verliert immer. T-Rex verliert immer. Warum? Also lass ihn weg, ganz ehrlich. Ja, das... Also, nee, also das ist... Das riecht dich gerade auf hier. Jetzt riecht er sich richtig auf. Was mich an Jurassic World richtig aufregt. Guck dir die Kiefer von diesem T-Rex an. Guck dir die Kiefer an. Und guck dir den Kiefer von einem Giganotosaurus an. Wie kann ein Giga oder auch ein Spinosaurus mit, ich meine, klar, okay, der Bull T-Rex war ein jüngerer, keine Ahnung, ja. Kann man hast du sagen? Vom Amalgam-Testing schon mal was gehört? Das hast du mal erklärt in irgendeinem Video, glaube ich. Das ist so inzwischen die Allzwecklösung für alles. Das ist nicht bestätigt, dass das daran liegt, aber der Indominus zum Beispiel hat durch das Amalgam-Testing und durch diese hybriden Aktionen wurde dem sein Knochenskelett verhärtet. Das wurde mit stärker gemacht. Warum beim Spinosaurus nicht auch? Der ist ja vom Amalgam-Testing entstanden, der Spinosaurus. Ja. Warum wurde das denn da schon nicht mit eingebaut? Deswegen hat er vielleicht ein stärkeres Knochending, konnte deswegen nicht das Genick gebrochen werden. Ich meine, so, aber trotzdem, der T-Rex, meiner Meinung nach ist der T-Rex einfach in diesem im Jurassic World Franchise einfach total lächerlich, weil der gewinnt nur, ich meine, beim Indominus Rex den Endkampf, ich fand den mega geil und ich fand es auch logisch, dass der Indominus gewinnt, ja, weil er war schlauer, es war einfach kein Dinosaurier. Es wäre ein Monster, mehr Natur gegen Monster, genau, war das ja so gewesen. Ne? Also er war größer, er hatte viel längere Klauen, keine Ahnung, er entsprang aus einem T-Rex,
Ja. Ja. Und jetzt zum Beispiel aber beim Giganotosaurus, ja, vielleicht war er ein bisschen größer, aber... Rexy halt alt. Also, ja, kannst du auch wieder sagen, aber trotzdem. Und dann diesen dummen Ding mit dem Therizinosaurus, mit Edward mit den Scherenhänden, die sich da mal durch. Und dann am Ende stehen sie beide, vor allem der Therizinus, der rafft ja gar nicht was ab, der ist ja blind. Der spürt das einfach. Und der guckt ja auch so, was geht denn das jetzt alles? Bist du guter Weg ist? Wo fuckst du das jetzt? Ja, das ist schon echt gut, ey. Geil. Ja, nee, aber das war so eine Wolverine-Operation für die Adamantium-Skelett, ja. So. Und auch, dass der T-Rex dann ernsthaft wieder vor einer Explosion brüllen muss. Pinguine legen, glaube ich, nur ein Ei. Dann ist der Pinguin gekreuzt. Pinguinkreuzung im Ankylosaurus drin. Erklärt einfach. Fertig. Keine Fragen mehr jetzt. Genau. Blue hat auch nur ein Kind. Guter Punkt. Ist also in der Welt von Jurassic natürlich. Die T-Rex haben auch nur ein Kind. Aber, ja, wobei kannst du jetzt wieder... Die Juniors, also ein Junior gibt es ja nur. Ist jetzt die Frage, ja gut, bei Blue ist halt die Frage, wie... Also klar, sie hat sich fortgepflanzt, weil Amphibien sich so auch fortpflanzen können, irgendwie ihre Geschlechter ändern können. Godzilla hat sich ja auch irgendwie... Ja gut, 2000. Anderen Franchise bist du jetzt, ja. Gut, aber trotzdem, ich sage ja nur, dass diese Theorie von diesem Geschlechterwechseln und... Das kommt von Fröschen, das ist keine Theorie. Die können das jetzt switchen. Ja, genau. Deswegen sag ich ja Amphibien. Ja. Genau, und das kennen wir ja, deswegen sag ich von Godzilla 2000 oder vom Roland Emmerich Godzilla, war das ja auch das Thema. Ja. Ne? Und das gleiche Thema war ja dann auch bei Blue und Beta, da hast du dich auch gefragt, wo kommen die jetzt auf einmal her? Beim Scorpius Rex hat es eigentlich angefangen. Der kommt ja gut, den kenne ich leider nicht. Staffel 3 war das hässliche Ding. Aber geile Story, geilster Hybrid eigentlich von der Story, der relevant ist. Ja, bestimmt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es bis jetzt noch keine Statue davon gibt. Ich hätte den echt gerne hier stehen. Er kommt noch. Irgendwie, ja, hoffentlich. Aber naja, auf jeden Fall. ja, Therizinosaurus, nachdem er den Giga getötet. Hä, was habe ich gemacht? Was ist passiert? Die Explosion war auch so. Ich fand die auch so unnötig, Mann. Dieser ganze Vulkanausbruch im zweiten Film. Die geilste Statue von dir, die könnt ihr jetzt hier nicht sehen. Ist genau diese Szene, wo der T-Rex vor dem Vulkanausbruch schreit. Mhm. Die sieht cool aus, aber die ist so blöd, die ist so dumm gewählt. Und man hat sich jetzt irgendwie gedacht, ey, wisst ihr noch damals, das war doch cool, lass das nochmal machen, aber diesmal mit so einem beschissenen Auto, das in die Luft fliegt. Das sieht total dumm aus. Aber man muss sagen, die Vulkanszene war noch deutlich realistischer, als dass genau in diesem Moment, wo das Ding explodiert, der T-Rex sprüllt. Ja gut, in diesem Fall ist halt der Vulkan explodiert. Und genau ja gut, Moment, aber der Schall war ja viel weiter weg. Ja, aber das war also, ein seltsamer Zufall. Aber es war realistischer. Ich meine, wenn, keine Ahnung, das ist genau in diesem Moment, wie du schon sagst, genau in diesem Moment ein Auto explodiert und die Fässer durch die Gegend fliegen, direkt hinter dem T-Rex, nachdem er ausbricht. Also wo kommt dieser T-Rex schon wieder? Also ich stand noch nie vor einem Vulkan, der in die Luft geht, Gott sei Dank, aber ich könnte wetten, dass auch riesige Tiere dann dabei nicht einfach denken, ich mache jetzt noch eine geile Pose. Ich glaube, dass Tiere dann denken, fuck, ich hau jetzt ab. Hat er ja dann auch. Ja, aber er musste erstmal extrem pausen. Nachdem der Schall, der erreicht hat. Alter, das Ding, das hat jeder gesehen. Der war direkt hinter dem. Er hat ja gekämpft, wenn du unter einem Adrenalin stehst, kriegst du sowas nicht mit. Das ist, genau. Alles realistisch. Der kam aus dem Wald raus. Was ist denn los? Warum rennen die alle so? Das Leben findet einen Weg. Ja, im Endeffekt stimmt das. Einfach anders Leben. War kein Auto, waren Benzinfässer. Ja, okay. Echt? Waren, glaube ich, zwei, wie bei Just Cause. Sind hier so links und rechts weggeflogen. Aber war halt nicht so geil. Aber keine Ahnung, es war ein bisschen dumm. Blue war ohne Partner, ja, sagen wir. Blue kann sich so irgendwie, das war das, deswegen war sie auch der Schlüssel für. Ja, ultra beschissene Geschichte. Der Schlüssel kommt eigentlich wieder vom Scorpius Rex. Oder eben Dominion total behindert geschrieben, also davon mal abgesehen. So, genau, und wir haben dann Bumpy. Genau, die haben sich ja dann irgendwie da in dem Lagerhalle geschlagen, keine Ahnung. Und dann waren sie ja in der Lagerhalle und wollten dann rausrennen. Und dann kam die Raptoren-Lady. Erst wurden sie von dem Hutkerl aufgehalten, als sie rausrennen wollten. Stimmt, der ist dann danach erst gestorben. Alles passiert ist. Ja. Wollten sie raus, in der Lagerhalle drin waren. Wieder. Genau, aber alle irgendwie waren schon platt. Und dann wollte der Hutkerl die ja alle festnageln und sagen, hier, jetzt ist Schluss. Genau. Und dann kam die Raptoren-Lady. Der Hutmann wusste aber auch nicht genau, wie krass die Raptoren-Lady drauf ist. Der war ja auch überrascht gewesen, dass da mehr dahinter steckt. Genau. Der wusste auch nicht alles. Oh. Und
Ja, dann kam die Raptoren-Lady, hat den Hutmann umgebracht und ist es wieder schon wieder total im Karten. Dann kam nämlich das Chaos mit den ganzen Tieren. Weil ich, hat Darius die nicht alle freigelassen? Irgendjemand hat die freigelassen. Die sind auf jeden Fall befreit worden. Weil so Chromimus musste ja rauskommen. Allosaurus kam erst durch Darius, dann später raus. Dann die ganzen Pflanzenfresser kamen raus. Es war, ja, es war ein nachvollziehbarer Moment, aber mir war es einfach zu viel. Ja, dadurch kam mal, schon, kannst du, ja, dadurch kam mal Dinosaurier einfach viel zu kurz, finde ich. So ein T-Rex, ey, hättest du halt einmal weggelassen. Das, Gott, ja. der muss jetzt nicht aus Zwang noch irgendwie auftauchen. Vor allem, er ist doch schon im Intro drin gewesen. Es war wieder Rexy, die da... Davor haben wir auch noch einen T-Rex gesehen, wo Darius noch meint, das ist nicht Big E.T., das war ein anderer T-Rex. Das hat er auch einmal ganz kurz gesagt, nee, zu so einem der... Das war der T-Rex. Ich glaube, das war dieser T-Rex. Aber der Big E.T. ist betitelt als der letzte T-Rex. Ja, ja, genau. Aber der weggebracht wurde, hat Darius auch noch gemeint, den kenne ich nicht. Das ist nicht Big E.T., er hat extra den Namen... Genau, aber das war ja der T-Rex, der am Ende dann geschrien hat. Gegen den er gekämpft hat. Ja, aber nach dem Jurassic Mickey nicht. Echt? Da ist einmal T-Rex aufgelistet und einmal separat Big E.T. Das sind zwei verschiedene Individuen, die aufgelistet sind. Und Big E.T. ist in dieser Serie mit dabei. Deswegen gibt es ja die Theorie, dass der andere vielleicht der Junior ist von Jurassic Park 2. Das ist eine Fan-Theorie. Ja. Das ist auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall, er war ja irgendwo da zu sehen. Hm. Das Maskottchen. Wenn er auftauchen muss, entweder gibt ihm halt eine gescheite Geschichte. Aber lass es halt sein. Ja. Und dann mit dem, ja, genau. Gib ihm Rex die Geschichte, dass er Brooklyn getötet hat, angeblich oder so. Dieses wie die Dinosaurier wieder gegeneinander gekämpft haben. Also, guck mal, in Jurassic Park hat ein Rex zwei Raptoren gekillt. Ja. Und ich glaube, ein Rex hatte sogar noch einen Raptor erwischt. Also der Rex hatte mindestens einen Atrociraptor erwischt, meine ich. Also, ja, ich glaube, die haben ja noch gelebt. Genau. Ja. Wie unlogisch ist es bitte, wenn ein T-Rex mit diesen Kiefern zubeißt, packt und wegschleudert und der Atrociraptor hat nicht mal Bisswunden? Also, weißt du, was ich meine? Das fand ich auch schon wieder so ein bisschen, hätten die den Kampf ein bisschen weggelassen. Und dann musste Darius ja den Allosaurus holen, dass der dem T-Rex irgendwie in irgendeiner Weise hilft, ja, die Atrociraptoren platt zu machen. Aber der T-Rex geht dann auf den Allosaurus los und macht den so platt wie den Carnotaurus. Es wurde ja aber auch gerade im Chat geschrieben, dass jemand das Gefühl hat, als hätten die Atrociraptoren so Stahlknochen, weil die andauernd alles überleben. Ja, vielleicht wurde die angepasst, Adamantium-Testing. So. Ich schwöre, das ist die Lösung für alles. Das ist Amalgam-Testing. Wenn du Fragen hast, das ist es einfach. Nee, aber ja, es war mir am Ende auf jeden Fall auch zu konfus. Was sagten ihr im Chat zur letzten Folge? Gebt ihr mal eine Punktzahl. Punktzahl diesmal von 1 bis 10. 10 ist Beste, 1 ist Schlechteste. Meinen gesamten Blick zu dem, was davor alles passiert ist. Jetzt abgesehen von dem großen Reveal am Ende. Einfach nur so. Da hat mir die letzte Episode vielleicht sogar mitunter fast am wenigsten gefallen. Die war immer noch cool. Aber mir halt so zu sehr drauf aufgebaut, wir müssen jetzt noch einen großen Clash bekommen. Wir müssen. Und wenn du sowas aufbaust, ja, das macht Marvel immer. Marvel baut dann so ganz künstlich diese Clashes nochmal auf. Das ist so blöd manchmal, finde ich. Ja gut, das machen die aber mittlerweile. Also damals vor Endgame ging es noch, aber jetzt mit den neueren Filmen in der Phase 4 und 5. Ja, ich weiß das vorher schon auf. So, also, nee. Ich glaube, bei Endgame hätte ich auch keine große Schlacht mehr. Endgame war... musste aber sein wegen Comic akkurat und so. Ne? Also, ja, scheiß auch. Als wären die immer Comic akkurat. Die haben den Mandarin komplett verhunzt. Ja, aber das musste halt trotzdem irgendwie in die Richtung gehen. Ne? Ja, keine Ahnung. Ey. 7 von 10, 7. 9 von 10. Klammer auf. 9,5, 4. Okay, krass. 7 von 10, 9 von 10, 8, 8, 9. Also schon eher im oberen Bereich bei euch. Aber, ja. Letzte Folge war extrem überladen. Gebe ihr 7,5, ist aber gut, eigentlich relativ gut. Es ist halt auch dieser Fakt, dass die an diesem Hafen waren und irgendwie alle noch ganz normal arbeiten, das Schiff noch ganz normal da stehen bleibt und die noch richtig gechillt vor diesem Schiff stehen können. Ja, gehen wir jetzt alle mal auf das Schiff und fahren halt mal mit, ne? Und die Mitarbeiter am Schiff machen alles so zurecht und keine Ahnung. Und Alter, da ist gerade voll Anarchie gewesen. Da sind 1 Million Dinos ausgebrochen, Fleischfresser, keine Ahnung, alles ausgerastet und die arbeiten da so ganz normal weiter. Weißt du, was ich meine? Ja. Also kein, oh, wir müssen schnell los, pack das Schiff ein. Das wäre viel cooler, wenn auf einmal so eine Blitzsäuberung passiert wäre, dass alles vertuscht werden würde. Genau. Saurier werden so aber, weggebracht oder irgendwie ja, sowas. Ja, aber dann kam ja auch wieder dieses Prehistoric Wildlife. Aber dann die Guten auf einmal, ne? Genau. Das sind die Gute, ja. Genau. Ich sag und dir, der andere, der dann da gestanden hat, den Allosaurus transportiert hat, der die dann gerettet hat, ja, der hat dann gesagt, ja, ich kümmere mich um alles. So, wie kann er sich denn jetzt, wenn er nur ein ganz normaler Angestellter war, wer entscheidet denn, dass er sich dann um die Eier und so kümmert, dass alles ordentlich
gemacht wird, ja, weißt du, was er vielleicht auch mehr Einfluss hat halt, als die Kinder auf jeden ist Fall. Ist schon sehr, also es war ein bisschen wieder, das Ende war so ein bisschen zu gequetscht gewesen. Ja, also, du machst halt ein Fass auf und raffst dann aber nicht, wie du das Fass wieder schließen kannst. Genau. Das ist wie dieses Zwanghafte, wir wollen jetzt Dinosaurier aufs Festland bekommen, wir wissen aber nicht wie, also machen wir jetzt aus Zwang die bescheuertste Geschichte mit dem riesen Keller im Lockwood-Anwesen. Ja. Das heißt, du hast eine Idee, was jetzt passieren soll und die sollen jetzt nach Europa fahren, ich sag's dir. Das ist einfach der Grund. Und wie machen das aber jetzt? Und dann kommt halt das zu, was dann am Ende bei raus. Lass die wegfahren und einer sagt, ich kümmere mich um den ganzen Rest. Und dann musst du jetzt ja nicht mehr wissen, was passiert, weil er hat es ja geklärt. Er kümmert sich ja darum. Ja, das ist ja dann, genau, das, weil dieses Prehistory Wildlife Department dürfte dann eigentlich, wenn die in Europa sind, kein Thema mehr sein. Weiß ich nicht, ob die weltweit agieren. Keine Ahnung. Ja, aber dürfte eigentlich... Das wäre aber krass, wenn das eine weltweite Verschwörung wäre. Aber was willst du denn? Wir kommen gleich nochmal zu unserer Prognose zu Staffel 2. Kommen wir erst nochmal ganz kurz zu einem der krassesten Reliefs bei dem Ganzen. Und ich finde, das ist nicht mal Brooklyn. Reveal. Das ist die Frau von Anfang an, die Darius kennt. Die haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Die weiß alles. Also zumindest, die weiß alles. Naja, wenn sie das mit Brooklyn weiß, weiß sie auf jeden Fall schon sehr viel. Da weiß sie ja sogar Sachen, die Menschen, die ja nicht mal die Raptoren-Lady weiß. Brooklyn will für tot gehalten werden. Aus irgendeinem Grund will sie nicht, dass jemand weiß, dass sie überlebt hat. Glaubst du, dass diese Frau vielleicht Brooklyn verarztet hat? Dass die gerettet hat? Das kann schon sein, vielleicht. Und deswegen weiß sie das. Weil sie auch so einen guten Kontakt mit Darius hatte. Genau, es würde nämlich Sinn ergeben, dass sie es nämlich deswegen weiß. Weil warum soll man es genau ihr erzählen? Ja. Außer sie hat sie echt gerettet. Es war wieder die erste Person, die wir in der Folge... Also es war die erste Person, die wir kennengelernt haben. Das fand ich geil. Das war so ein schöner Bogen geschlossen. Und dann kam sie eigentlich gar nicht mehr drin vor. Ja. Und dann am Ende, wo du dich schon wieder fast gefragt hast, wer ist das eigentlich? Ja. Ne, wurde gezeigt, okay, die ist eigentlich doch nicht so harmlos, wie sie tut. Ja. Das war das. Das fand ich echt geil. Ja. Und dann kam eben dann klar Brooklyn. Viele fanden das neue Design von ihr jetzt nicht ganz so geil. Ich bin... Das erinnert mich so sehr... Cyberpunk. Ich mag so Cyberpunk 0. Das ist gar nicht meine Welt. Finde ich echt nicht gut. Aber ja, sie hat auf jeden Fall nicht ihren Arm verloren. Sie hat die Hand verloren. Das ist ein Unterschied. Stimmt. Aber, so halb irgendwie. Ja. Ja, aber allein das durchzuziehen, weil ich dachte mir... Als ich vorhin gemeint habe, ich wusste, dass sie noch lebt. Ne? Ich dachte mir, dass diese Blutlache da ist, weil sie irgendwie verletzt ist. Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass die wirklich den Arm verlieren oder die Hand verlieren lassen. Mhm. Das fand ich schon konsequent, weil jetzt ist die Hand ist jetzt weg. Ist Hand ab. Wir machen jetzt keinen Star Wars Metallhand dran, das gibt es dann nicht. Ich hoffe, nein. Dann musst du sie die Hand auch nicht abnehmen. Tja, das ist Mentakorb und so. Die hat dann so einen Atrociraptor-Kopf an ihrem Arm oder was. Ja, tschüss, Steffi Ziller. Danke, dass du dabei warst. Ciao, ciao. In den USA darf man ab 16 Auto fahren. Das ist richtig, aber wie kommst du jetzt darauf? Ja. Das sind keine Kinder. Ich werde die immer Kinder nennen, Mann. Das sind meine Kinder. Nee, ich habe die jetzt 5 Staffeln lang, habe ich die jetzt Kinder genannt. Ja, gut, manchmal, das... Das kriege ich auch nicht mehr raus. Das wird, ich versuche es dran zu denken, aber nicht jetzt künstlich darüber aufregen, da ich das gesagt habe. Das ist ja Quatsch. Ja. Meint aber, dass sie nicht Kinder sind. Es war ein Fehler meinerseits. Bitte nicht künstlich darauf aufhängen. Abgesehen davon sind wir auch schon ein bisschen älter. Ja. Das, ne? Also deswegen kommt das mal über die Lippen. Ey, ich habe voll oft so, wenn ich irgendwie höre, jemand ist 26. Ich weiß nicht, warum genau das Alter. 26 denke ich mir mal voll oft, ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Und dann fällt mir ein, du bist ja einfach dieses Jahr 34. Mhm. Das ist einfach fast 10 Jahre her bald. Fast. Ja, das aber ist, ja. Es geht in die Richtung. Es geht sehr schnell, ne? Tobi ist einer von Brooklyns Vätern. Das kann gut sein. Das kann nicht mehr. Ey, lacht ihr noch. Bald lacht ihr nicht mehr. Ich bin beide von Brooklyns Vätern. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Raptor Lady ist halt noch ein großes Mysterium, aber die fand ich halt auch mega cool. Auch gerade, dass sie halt dieses Herz für die Raptoren bewiesen hat. Die war echt cool. Und auch halt dieses Geheimnisvolle. Das hatten sie wieder schon wieder sympathisch gemacht. Und die muss die jetzt ja theoretisch jagen, meinst du? Und ich hoffe nicht, dass sie so böse, also ich hoffe nicht, dass sie böse ist. Ich hoffe, die ist eher so ein Anti-Held. Ich glaube, die bekommt noch Anti-Held ist die schon zu böse jetzt, finde ich. Also schon zu viel Sachen. Nein, finde ich nicht. Ey, die hat einfach Leute umgenietet. Ja, die hat einfach radikal getötet. Nein, geh doch mal ins Marvel-Universum, guck doch Venom an, der beißt Köpfe ab. Die Marvel ist aber kein Paradebeispiel für gutes Storytelling. Das tut mir echt leid. Trotzdem. Die tötet einfach Karl. Der hat nichts gemacht, der war halt ein Arschloch, war er halt. Der ist tot. Ja, weil der Dinosaurier bedroht hat, ist doch verständlich.
Echt klar, nee. Also die wird ich vielleicht mal, auch umgebracht. Die wird vielleicht nochmal so einen Twist bekommen, leicht, aber die wird am Ende sterben, sag ich. Die wird irgendwie so eine Art von Heldentod bekommen, damit sie nochmal irgendwas Gutes tun, ganz zum Schluss. Also wenn dein Jäger ist, dann der dein Hund erschießen will, dann und dein Hund geht auf den Jäger los und bringt den Jäger um, weil du es ihm befiehlst, bevor dein Hund stirbt, lässt du doch lieber den Jäger töten von deinem Hund. Ich war noch nicht in der Situation. Ja, aber ich sag's ja nur. Ach, nein, also auf gar keinen Fall. Die ist schon sehr skrupellos. Man, als ob die jetzt immer gut jetzt auf heißen würde, ja, ich habe alles nur gemacht, weil ich eigentlich die Gute in der Geschichte bin. Dann macht doch das Maul auf und sagt das. Weil reden kann sie. Sie kann ja auf jeden Fall flüstern. Ja. Also sie hat nur so gemacht. Ja, das ist Reden. Das ist Reden. Ach, Quatsch, die wird auf jeden Fall nicht die Gute sein am Ende. Das wäre echt blöd. Ja, und ansonsten, das war's dann. Das war durch. Man ist in den USA, ist dabei in 20 Jahre, das stimmt. Ja, aber trotzdem darfst du schon früher Auto fahren. Das, was die diskutieren jetzt hier im Chat. Wie alt seid ihr? Ich werde jetzt im Juni, also diesen Monat werde ich 34. Ja, und ich bin tatsächlich noch unter 30. Ich bin 29. Ja, hast dich vage gehalten. Aber nein. Ja. Du hast deine 30er erst noch vor dir, Mann. Die habe ich noch nächstes Jahr dann, ja. Und dann ist. Du lebst check. Doch. Du lebst noch in deiner jungen Blüte. Ja, ich krieg hier. Siehst du das graue Haar hier auf dem Kopf? Ich hab direkt. Ey, das war der Stress. Graues Haar. Das ist der Stress. Das ist der Stress tatsächlich, ja. Das ist der Wahn. Der Wahn. Der Wahn. Kommen wir jetzt mal zu unserer Prognose für Staffel 2. Was hat denn Valentin geschrieben? Vielleicht versucht Brooklyn jetzt den gesamten Schwarzmarkt auf. Das könnte auch sein, dass sie den Schwarzmarkt aus Jurassic World Dominion nochmal mit einbauen. Dass man den jetzt hier komplett beendet in der Serie, damit dann die Filme das wirklich alles weglassen können, weil es einfach fertig ist, die Geschichte ist abgeschlossen. Das kann sein. Ja gut, also einen Schwarzmarkt wird es wahrscheinlich immer geben. Ja. Aber das war halt einfach auch in Dominion ein dummer Schwarzmarkt. Das war echt. Muss man mal sagen, weil das war echt scheiße. Ich werde nie drüber hinwegkommen, wie die Dinosaurier finden konnten, die nicht mal gelistet waren. Lystrosaurus. Der Spinosaurus war auch nicht gelistet. Der was? Spinosaurus. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, das war so unlogisch. Also du hast sie wirklich nirgendwo gesehen. Ja gut, das Biosyn Valley hat ja auch eigene Saurier geschaffen. Genau, und die wissen ja, was der Jonas Santos hat, auch Saurier, die nirgendwo gelistet sind. Die Atrociraptoren, die sind ja nirgendwo. Ja. Aber wer hat die eigentlich? Hat das Biosyn Valley die hergestellt? Die sind nicht vom Biosyn, nee. Weil Biosyn hat 100%ige DNS von Dinosauriern und die Atrociraptoren sind nicht 100%iger DNS. Sieht man ja an der Tarnfunktion. Die sind ja zum Teil wirklich, es wurde auch bestätigt, von Jurassic Park 3 haben die DNS-Zellen mit drin. Mhm. Ja genau. Deswegen ist der weiße gesehen. Weibliche auch der Anführer, also der Leader. Na, es ist, deswegen haben die auch der größte Fail bei den Sammelkarten war ja der Jurassic Park 3 Raptor, ja. Der Atrociraptor hieß. Echt? Bei welchem? Das war der größte Fail. Bei dem, wo ich das Pack-Opening gemacht habe. Ich habe den hier. Bei den neuen jetzt, meinst du? Bei dem 30. Ja. Jubiläum. Ich muss mal da reingucken, vielleicht finde ich's. Ich glaube, ich habe ihn abgeheftet. Das war echt der größte Fail, den die hier. Hier. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich gar nicht gesehen. Und er sieht sogar leicht von der Schnauze aus wie ein Atrociraptor, aber das ist aus Jurassic Park. Das ist auf jeden Fall der aus 3, das sieht man doch. Dann sind die doof. Guck doch mal. Könnt ihr das sehen? Ich habe die Karte auch gezogen, glaube ich. Ja, ich hab, mir ist nicht aufgefallen. Das ist ja witzig. Warum machen die? Da hast du auch keinen Bock, sowas zu machen. Meine links. Achso, deine Kamera. Sind zwar nicht viele dabei, aber sie sind dabei. Ja, doch, es wird besser. Denk dran, Mirko zu abonnieren übrigens. Das knallt. Danke! So. Ja. Aha, oder ist es einfach ein geheimes Zeichen, dass wir wissen, waren die Raptoren in Jurassic Park 3 Atrociraptoren, die beiden? Es gab doch auch ein releasedes Video. Lass es mal für dich wirken und denk drüber nach. Es gab doch ein releasedes Video, wo wir die Jurassic Park 3 Raptoren auf dem Festland gesehen haben. Das stimmt. Wo sind die? Weg. Warum? Ich hab keinen Bock gehabt, da zu warten. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ey, das finde ich so schade. Die laufen da irgendwo rum und sind kein Thema. Weil die Jurassic Park 3 ausblenden wollen. Jurassic Park 3 ist der Film, der das gesamte Franchise lange Zeit zu Grabe getragen hat. Die haben da keinen Bock drauf, das nochmal groß zu adressieren. Aber die werden da nicht drum herum kommen, früher oder später, sag ich dir. Warum habe ich hier zweimal Galilimus drin? Wird da einmal als Brachiosaurus vielleicht betitelt? Das wäre so. Deswegen habe ich das gedacht, komm. Das ist sehr strange. Nee, aber auf jeden Fall.
Ist das so? Das ist so traurig. Ich lese hier gerade, könnt ihr mal meinen Bruder, den Ben, grüßen? Er ist ein Fan von euch und er würde sich sehr freuen. Hallo Ben! Liebe Grüße an dich, Ben. Wo ist die Kamera? Liebe ja. Grüße. Liebe Grüße. Was gibt's da noch so? Diese eine Chefin von Darius wusste, dass Brooklyn noch lebt. Das haben wir gerade besprochen. Zeig mal in die Kamera, habe ich gemacht. Das ist traurig. Ja. Vorhin behauptetest, auch krass, behauptetest du, dass dieses Jahr die zweite Staffel rauskommt. Dazu kann ich noch was ganz kurz sagen. Ich habe behauptet, dass das nicht sein kann, weil die ja einmal im Jahr erschienen sind, die Staffeln. Das stimmt nicht. Camp Cretaceous wurden auch Staffeln, zwei Stück pro Jahr, ab Staffel 2 herausgebracht. Das heißt, 2 und 3 kamen im selben Jahr, glaube ich. Und 4 und 5. Nicht im selben Jahr, aber ich glaube, innerhalb von unter 12 Monaten. Genau. Es kann sein, dass Staffel 2 tatsächlich auch noch dieses Jahr rauskommt von Chaos Theory. Aber es gibt noch nichts Offizielles. Wenn jetzt die Leute in den Chat reinschreiben, ist es offiziell, das stimmt nicht. Es wird am 8. Juni wurde etwas geleakt, dass wir da angeblich eine Ankündigung bekommen werden. Ich habe sehr darauf gehofft, dass das vielleicht der Name des neuen Jurassic-Films wird. Ich habe die Befürchtung, wir bekommen da einfach nur veröffentlicht, Staffel 2 kommt im September raus. Das ist meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass die den Titel jetzt rausholen. Die Frage ist halt jetzt nur, oder beides. Worüber wird die veröffentlicht? Also wer hat das angekündigt mit der Veröffentlichung? Wo wird es veröffentlicht? Nee, wir haben jetzt ja den Jurassic June. Ne? Also wie Star Wars hat ja den Mai und Jurassic Park hat jetzt ja das hier. Genau, aber ich glaube eher, dass sie für Jurassic June dann doch eher für die Live-Action das verwenden. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte doch einfach das Datum vom Spiel sein, dass wir da ein neues Gameplay bekommen. Oder ist einfach alles. Es wurde ja schon von dem neuen Spiel jetzt, Dings, kannst du ja schon Sachen, also vorher einen Einkaufswagen legen quasi. Nee, du kannst es schon runterladen, teilweise 300 MB oder so. Ja, das Spiel kannst du noch nicht spielen. Kannst du nicht spielen, aber du kannst schon Dateien runterladen für das Spiel. Ja, aber du musst ja erstmal kaufen, bevor du irgendwas da runterladen kannst. Ja, klar. Wenn du es gekauft hast, kannst du schon mal Daten zum Spiel. Ja, das kann sein. Wir haben ja noch nicht mal einen Preis gelistet. Du weißt ja nicht, was es kostet. Ja, aber ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass bei vielen Leuten das halt angezeigt wird. Du kannst jetzt 300 MB von, keine Ahnung, 70 Gigabyte. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ich meine, ich habe es auch bei der PS5 wird's auch angezeigt, aber da kannst du halt noch keinen Preis. Das sind wahrscheinlich so Cache-Dateien oder sowas, die halt fürs Downloaden zuständig sind. Aber auf jeden Fall wird da wahrscheinlich was kommen. Ich denke mal, dass wir im Juni jetzt einfach alles davon bekommen werden. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Trailer bekommen zu Jurassic Park Survival. Das soll angeblich jetzt zur Weihnachtszeit rauskommen dieses Jahr. Dann glaube ich, wir werden wirklich den Titel veröffentlicht bekommen vom neuen Jurassic Film. Und ich glaube, dass wir auch einfach gesagt bekommen, ja, Staffel 2 von Chaos Theory kommt schon dieses Jahr dazu. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt alles bekommen. Ich glaube auch, gerade bei Animationsserien hast du halt den Vorteil, die können halt schon direkt nach der ersten Staffel einfach weitermachen. Ja. Die sind ja auf keine Schauspieler angewiesen. Die können ja erstmal animieren. Synchronsprecher sind angewiesen. Aber wenn Synchronsprecher keine Zeit haben, dann watzt der erstmal noch und lässt die dann, wenn sie Zeit haben, kommen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, dass die Staffel 1 und 2 vielleicht auch schon vorproduziert haben, weil Staffel 1 hat so ein offenes Ende, dass die ja schon das Risiko eingegangen wären, wenn die gefloppt wären, hätten die jetzt gelitten. Ich glaube, dass das eben nicht passiert ist. Ich glaube, dass die Teil 1, Staffel 1 und 2 am Stück gedreht haben. Ja. Und da einfach schon mit durch sind. Dominion kam letztes Jahr raus, oder? Nee, vorletztes Jahr. 2022. 22. Ja. Okay. Baran, vielen, vielen Dank für die 2 Euro. Danke für den guten Stream, das hat Spaß gemacht. Wir sind noch nicht fertig, aber danke. Dankeschön. Ja, aber ich bin jetzt auch mal gespannt, was. Also letztes Jahr im Jurassic June kam zumindest statuentechnisch gut viel angekündigt. Ne? Ja. Also auch merch-technisch. Ich bin jetzt dieses Jahr mal gespannt, weil meistens ist, wenn so ungerade Zahlen sind, kommt ja meistens dann nicht ganz so viel Zeug raus. Das war also, aber was anderes. Das war ja dieses Anniversary-Ding, was du jetzt meinst. Dieses ja, genau. June. Aber der kommt ja trotzdem im Juni. War ja trotzdem. Ja. Aber das Jurassic June wollen sie aber jetzt ja nehmen wie Star Wars halt für die ganzen Ankündigungen. Und Jurassic hatte bisher keine Chance, was anzukündigen. Wir haben letztes Jahr im Sommer haben wir Chaos Theory angekündigt bekommen. Das heißt, jetzt haben sie einfach die Chance, sau viel anzukündigen. Die könnten auch einfach sagen, passt auf, ihr bekommt einen neuen Film, der heißt jetzt so, ihr bekommt Staffel 2, ihr bekommt das Spiel mit einem neuen Gameplay-Trailer und das Datum, wann es rauskommt und große Überraschung, ihr bekommt noch ein Projekt. Eine Serie, Hurricane Clarissa, irgendwie sowas noch. Ja. Das könnte schon sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn jetzt fangen wir an mit dem Jurassic-Universum. Das geht jetzt so. Das wäre auch geil, eine Serie über Roland Tempo. Wäre auch geil. Ja, aber wir bekommen jetzt einfach gar nichts. So stell dir das mal vor, wir bekommen einfach jetzt nichts.
Du kannst jetzt so ausmalen. Du bekommst doch so eine scheiß Collection. Aber ich glaube das nicht, sollst du sagen, wieso? Ja. Weil dieses ganze Dino-Thema so krass ausartet. Die Kinder, auch die Erwachsenen, ja, immer ja. mehr hörst du, ey, geil, ne? Ja. Dino-Thema finde ich geil und ja. so. Und es ist einfach viel einfacher heute, Dinosaurier-Sachen zu zeigen, zu produzieren, als es noch vor 20 Jahren war. Das stimmt. Das ist aber dank CGI, muss man also, wirklich sagen. Ja, aber auch wenn du überlegst, so das Merch und sowas, die Figuren und so, ne? Das war damals alles gar nicht so krass möglich. Ne? Da hast du ja nur diese krassen Stan Winston-Sachen und so, was für die Filme gemacht wurde. Wie lange haben die da dran rumgearbeitet? Heute gibst du so ein Ding hier in 3D-Drucker ein, ja. wird das Ding gedruckt, zusammengesetzt, bemalt. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Weißt du, was ich meine? Schon, ja. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Markt, wo die sich dann nicht entgehen lassen. Gerade die großen Hersteller und auch gerade die Firmen, ne, die Lizenzrechte rausgeben. Ne, auch Mattel. Guck mal, Mattel, ich bin jetzt nicht der größte Mattel-Sammler, aber die haben ja so viele Figuren veröffentlicht in dieser kurzen Zeit, wie Hasbro und Kenner zusammen, meine ich. Ne? Also das, aber das heißt ja nicht, dass die jetzt alles auf einen Schlag veröffentlichen. Nein, aber wir Pech haben, trotzdem machen sie damit weiter, glaube ich. Wir werden jetzt ein Jurassic-Universum bekommen. Und es wird wie das Monsterverse auseinandergehen. Ja. Ja, das wird kommen. Und es wäre schön, wenn auch die erwachsenen Zuschauer noch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, also weißt du, so ein bisschen mehr Jurassic Park angelehnte Filme bekommen, als immer nur Filme, die auch Kinder gucken können. Ne? Aber du hast jetzt ja alles. Wenn du überlegst, haben wir ein Spiel, gut, es ist halt ein Spiel, das geht zurück zu den Wurzeln von Jurassic Park. Wir haben eine Animationsserie, die halt für Kinder speziell ist. Ja. Und wir bekommen eine Fortsetzung. Die Jurassic World Feeling haben wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, die aber danach, das heißt, alles ist ja abgedeckt. Das mit Jurassic World Fortsetzung empfinde ich nicht, also ich persönlich, nicht so wie, oh geil, das gibt diese gruseligen Jurassic Park und diese harten Jurassic Park Vibes. Weißt du? Wenn sie es gut machen, weißt du nicht. Also das ist jetzt halt die Frage, wie in welche Richtung die gehen. Das ist jetzt halt die große Frage dabei. Ja. Das wissen wir alle nicht, das können wir alle nicht sagen. Ja, wir wissen nicht, was für ein Film uns da erwartet. Was hältst du ganz kurz noch davon, dass Scarlett Johansson wieder ein A-Lister in dem Film mit dabei ist? Als Hauptrolle. Ich bin halt mal gespannt. Also ich weiß nicht, was ich davon... Also ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ne? Sie könnte eine Claire spielen, was ich nicht glaube, weil sie einfach viel zu actionlastig ist, ihr Charakter. Also auch sie selbst. Das meine ich gar nicht. Ich meine damit eher, dass du auch bei Owen hast du gewusst, der wird nicht sterben. Zumindest nicht bis zum dritten Film. Diese A-Lister, die sind immer so safe, weil die ja so viel Kohle einspielen. Ja. Und das finde ich hier ein bisschen schade. Und es gab damals das Gerücht, dass die Claire-Schauspielerin, die Bryce Dallas Howard, die ist ja auch Regisseurin, macht den Job da richtig gut. Die hat auch schon ein paar Star Wars-Episoden gemacht, dass die eigentlich einen neuen Jurassic-Film drehen sollte. Das war mal ein Gerücht. Dazu hat sie mal gesagt, nee, das stimmt nicht. Aber sie würde sich dafür wünschen, dass wenn ein neuer Film rauskommt, dass man dann da erneut, wie auch im allerersten Jurassic Park-Film, unbekannte Schauspieler nimmt. Mhm. Würde ich auch geiler finden. Ja. Jetzt haben wir diesen Jonathan Bailey, der ist ja von Bridgerton, also auch ein A-Lister schon fast. Oder ist er, glaube ich, sogar schon. Wir haben Scarlett Johansson ist ein A-Lister und ich glaube, die anderen beiden sogar auch. Das wäre ja zu viel Star-Power. Jetzt ist ja auch Mahershala Ali, soll er jetzt auch... Ist der bestätigt? Aber er soll angeblich den Cast joinen. Ist halt nur die Frage, weil das mit Plate noch zusammenhängt, weil die... Ja, dann glaube ich das nicht. Die haben auch schon es kann schon sein, weil die jetzt mit Blade so lange schon rummachen... Dass der zuerst das gemacht hat. Andauernd werfen die das Drehbuch rum. Und irgendwann hast du als Schauspieler auch keinen Bock mehr und sagst, nee, weißt du was, ich gehe jetzt woanders hin. Weißt du, was ich meine? Und kann schon sein, dass die jetzt einfach noch gucken. Aber ja, ich glaube, unbekannte Schauspieler wären, was Tode angeht, sinnvoller. Weil du dich einfach dann... Ja, auch interessanter mal zu gucken. Ja. Auch wenn du jetzt halt mal guckst, keine Ahnung. Ja, die haben aber auch mal erzählt gehabt, dass hier der Typ, wer ist das, der den jungen Beast spielt in Marvel? Ach, der mit der Brille? Ja. In X-Men-Film. Genau, ja. dass der in Jurassic World mitspielt. Es wurde auch ganz, ganz lang das Gerücht, da irgendwann hieß es, nee, das ist Bullshit. Der ist ja Superman, ist er jetzt bei Lex Luthor, ist der jetzt ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt passen würde. Die hauen jetzt einfach alle möglichen Namen raus. Im Endeffekt ist es halt immer ein bisschen schwierig, das so einzuschätzen, ne? Weil A-Lister ist halt immer so, wo ich mir denke, das ist mir dann wieder, die haben doch wieder so Plot-Armer. Ja. Da habe ich Angst davor, dass die jetzt wieder wie Owen, ne? A-Lister darf natürlich nicht sterben, er hat da seinen Move. Ich hoffe, dass halt Scarlett Johansson eine Figur ist wie Dr. Alan Grant, von der du auch merkst, okay,
die ist ultra verletzlich. Mhm. Oder auch wie die Kinder, oder Entschuldigung, die Kinder, die Hauptfigur in Chaos Theory, wie die einfach mit Trauma zu kämpfen haben. Mhm. Lasst auch diese Frau, wenn die jetzt über drei Filme erneut eine Trilogie werden soll, wenn die da echt mit dabei sein soll, dann lasst die im zweiten Film der Trilogie die Ereignisse von Teil 1 spüren. Macht die erkennbar an ihr. Ja. Das finde ich, das würde ich wichtig finden. Das, genau, das, was du halt nicht in der World. Nein, gar nicht, null. Gar nicht. Sonst echt verkackt. Das, also ich hoffe auch, weil die Leute vergessen, also die, gerade die Produzenten und keine Ahnung, was die Leute, die dahinter stecken, vergessen, dass die Leute, die mit Jurassic Park aufgewachsen sind, heute älter sind und die Filme schauen. Aber wir fliegen langsam raus. Und wir sind nicht mehr die Zielgruppe. Ja, genau. Und das ist eigentlich voll der falsche Gedankengang, weil wir wachsen doch, also wir, unsere Generation ist doch mit diesen ganzen Filmen aufgewachsen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und du wirst die immer schauen. Und ist die ganz neue Generation, ne, die halt wahrscheinlich eher mehr so Netflix guckt oder keine Ahnung, oder auf TikTok und sowas, dass die eher weniger Filme schauen irgendwann mal. Weißt du, was ich meine? Andere Filme. Da hast du Godzilla Kong gesehen? Den neuen Film? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe den damals, als ich aus der Pressevorführung davon rausgekommen bin, gesagt, für mich ist der Film ein Paradebeispiel für eine neue Generation. Mhm. Du hast das Gefühl gehabt, dass keine Szene zu lange sein durfte. Das war ja wirklich Szene, Clip, Clip. Als würdest du Shorts durchziehen. Ja, 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 ja. Das ist eine andere Generation. Ja, das ist die Leute schnell atmen. Ja, also, die Leute haben keinen Bock mehr, eine Szene wirklich lange zu bekommen. Der Ausbruch vom T-Rex in Jurassic Park 1 werden wir so nicht mehr bekommen. Die ist viel zu lang. Ja. Leute finden das langweilig. Wenn ich von Leuten höre, ich meine, ja, die meisten finden Godzilla Minus One einen ultra geilen Film, aber es gibt auch welche, die sagen, der Film ist ultra scheiße, weil da passiert ja nichts. Mhm. Und ich denke mir doch, der Film hat einen super Spannungsaufbau. Ja. Die meinen damit, dass du wirklich nicht so viele Settings hast. Du hast eine Szene, die geht fast nur darum, dass die in einem Boot vor Godzilla wegfahren, der schwimmt hinterher und die müssen so Bomben nach dem werfen. Mhm. Die geht ultra lang, ist aber sauspannend. Mhm. Aber Leute wollen dann, das ist dann zu lang dasselbe Setting. Die wollen dann einen Cut haben, einen Cut. Ja, ja. Und ich habe Angst, dass das bei Jurassic, auch wenn sie jetzt meinen, zurück zu den Wurzeln, das kann alles bedeuten, dass sie da jetzt auch nicht dran vorbeikommen, zu merken, die Zielgruppe ist genau das, was wir brauchen. Und die haben, ey, ich kann YouTube aufmachen und ich habe Analytics, ich kann genau gucken, was kommt bei meinen Leuten gut an, was nicht. Mhm. Ich kann gucken, wann springen meine Zuschauer ab, die schreiben es ja auch manchmal einfach rein, du laberst gerade wieder zu lang ums heißen Brei. Was meinst du, was die in Hollywood für Analytics haben? Ja, die werden das genau betrachten, beobachten können. Und das ist bestimmt die Entwicklung dann dahin. Ne? Marvel ist ultra erfolgreich. Star Wars wird immer mehr vermarvelt. Baran, nochmal danke für 2 Euro. Der Grund, warum Ben größer ist, wegen Fruchtzwergen. Dafür 2 Euro zu spenden, finde ich schon sehr vage, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das war ein Witz. Da kriegt auch ein Like von mir. Komm. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zum Abschluss? Wir sind jetzt ansonsten mit dem Thema soweit durch, glaube ich. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Haut mal ein paar Fragen an Mirko raus, der will das jetzt. Ach, ich will das jetzt. Der will das jetzt. Haut einfach irgendwelche Fragen raus. Wie lange sind wir jetzt überhaupt schon am Stream? Ne? 3, wir gehen auf die 4 Stunden zu. Krass. Mein längster Stream bisher war 6 Stunden, wir nähern uns dem. Oh. Ja. Was haltet ihr von, was? Nigel Marv kenne ich nicht. Hm? Nigel Marvin? Das ist. Kennst du die Dokus von früher, diese Dino-Dokus? Der hat doch mal die Seeungeheuer. Nee, die Seeungeheuer und sowas. Der ist durch die Zeit gereist in seinen Dokumentationen. Okay. Also der ist dann so vor Dinosauriern geflüchtet und sowas. Also die haben den richtig cool aufgebaut gehabt. Da gab es auch mal eine richtig krasse Doku-Serie. Ich glaube, das hieß die Seemonster oder Seeungeheuer. Und der hat einen richtig abgefuckten Cliffhanger gehabt, ey, diese Serie. Ich weiß, aber nie beendet, oder? Da war der mit seinem Boot und seinen Jungs auf diesem Boot unterwegs, um die größten Unterwasserlebewesen, die jemals gelebt haben,
halt aufzunehmen. Ja. Also auch richtig beim Dunkleos Toys, ne, mit einem Käfig und sowas. Und das wäre so echt einfach. Ja, ja, genau. Okay. Und ich habe immer früher gedacht, das wäre echt. Ich habe mir gedacht, boah, krass, wie machen die das? Ne? Ja. Und es war schon geil. Und der war halt so für diese Dokumentation zuständig. Dann kam es raus. Richtig geil. Boah, schon ewig her. 90er. Gibt es sogar, glaube ich, auf Amazon Prime. Okay. Ich glaube, so rum 2000 rum. Dinosaurier im Reich der Giganten. Geil, ja. So ungefähr war das. Okay. Nur dieser Nigel Marvel, der Marvin oder wie der hieß, Marvin, ja. Der war halt mit immer dabei und der hat dann so immer in den Busch gehockt und hat gesagt, ja, hier, guck mal. Das ist ja saucool. Und er ist dann weggerannt und so. Als wäre das echte Tiger. Ja, und so. Ja, das war wirklich geil. Richtig, als wäre er in dieser Safari unterwegs. Ich habe Fragen an dich. Ja, warte. Okay. Und diese Seeungeheuer-Serie, die war so krass, also du hattest, ich glaube, es waren 8 Folgen oder so und am Ende hatten die, glaube ich, die Mosasaurier noch sich angeschaut, die Mosasaurier, ne? Und dann hattest du, die haben dann nach Mosasauriern gesucht oder hatten einen gefunden oder so und dann war ein Sonargerät da, die sind schlafen gegangen und haben irgendwie keinen Mosasaurus gefunden und am Ende sind dann irgendwie ganz viele Mosasaurier aufgetaucht um diesen Schiff herum. Hast du die auch und gesehen oder war das nee, auf dem Radar? Nee, nur auf dem Radar. Ach, was, okay. Und dann hast du so, und hast gesehen, dass es immer mehr wurden und auf dieses Schiff los sind. Und dann war es vorbei. Und es gab keine Folge mehr. Alter, was? Also wenn es noch eine Folge gibt, dann fress ich einen Besen. Aber ich glaube, das war die letzte Folge, weil ich war als Kind so frustriert, dass ich nicht mehr gesehen habe, wie das ausging mit diesen ganzen Mosasauriern. Ich meine, klar, das Schiff wurde wahrscheinlich zerfetzt. Wahrscheinlich, aber so wurde das aufgebaut. Okay. Geil. Also, Fragen an Mirko. Wir beginnen. Was kosten die Figuren? Das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein gehalten, die Frage. Die haben alle andere Preise. Gut, die Figuren, die kriegt ihr von 10 Euro bis 3.000 Euro. Was ist deine günstigste? Das ist meine günstigste Figur. Ja, ach, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas. Die teuerste? Die teuerste ist tatsächlich, ich meine, also die teuersten sind der Indominus Rex. Ich kann die euch ja mal zeigen. Warte mal, das geht doch mit der Kamera. Und du kannst ja einfach den Dings zoomen, ne? Ja. Du kannst einfach... Der Indominus Rex ist die teuerste Figur und der T-Rex nebendran vom Fallen Kingdom. Ach geil, das kann ich sogar so hinstellen. Der ist nämlich richtig geil, man hört mich gar nicht. Oder hört man mich, wenn ich so weit weg bin? Stehe ich im Bild wahrscheinlich, ne? Da kann man so an der Hand erkennen, wie groß das Vieh ist. Warte mal. Also den finde ich echt mitunter am geilsten bei dir. Achtung, für meinen Kanal drehe ich auch gerade mal. Sieht man das? Ich glaube, das sieht man gleich. So. Genau. Also, wie gesagt. Wie gesagt, also diese zwei Figuren sind mit, ich glaube, mittlerweile kosten sie fast 2.000 Euro, wenn man sie noch kriegt, die teuersten Figuren hier im Raum. Oh. Gehen wir mal nach hinten jetzt, oder was? Oder willst du. Nee, wir können ja das noch machen. Fragen. Ich muss ganz kurz noch das hier zeigen. Das sind nämlich hier noch 3 Raptoren-Modelle. Die finde ich auch noch saugeil. Die sind aber auch von dem Jurassic Park. Ich dachte nämlich eben für Jurassic World, weil das Silber wäre. Nein, das ist Jurassic Park. Jurassic Park. Ja. Okay. Genau. Gut. So. Anna, Frage, Mirko. Frage Mirko, hättest du lieber eine buchakkurate Verfilmung von Jurassic Park oder einen Jurassic Park Film von Ali Wada? Tatsächlich sagt mir der Ali Wada, ich kenne es jetzt nur von dir, Tobi, so ansonsten nichts. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, gerne eine buchakkurate Verfilmung, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe, weil ich kein Buch. Aber kennst du, weißt du, was da anders ist? Ich weiß ungefähr, was anders ist. Ich glaube, das ist ja auch, das kein Triceratops war, sondern das Stegosaurus und sowas. Ne? Also das war auch kein Brachiosaurus am Anfang, das war, glaube ich, ein Apatosaurus. Oder Bronto hieß er da noch, genau, irgendwie sowas. Also da waren einige andere Sachen. Ich glaube, Nettie war auch nicht so wie... Die Figuren da sind einfach krasse. Die sind rauer. Don Hammond ist das größte Arschloch in dem gesamten Ding. Und ich glaube, wenn das nochmal verfilmt werden würde... Als Horrorserie. Also, das wäre geil. Oder ich glaube, das wäre schon viel geiler, auf jeden Fall. Zeig mal den Mosasaurus da oben. Warte. Tobi nicht fallen lassen. Was habe ich denn in der Hand gehabt? Ich fasse die Figuren hier überhaupt nicht an. Da habe ich viel zu viel Angst, weil ich so ein Dappes bin. So.
So, schalten wir jetzt so in die Kamera. Mach mal bei dir, switch mal bei dir am besten rüber zu OBS, dann hast du das nämlich auch parallel. Ach, das sehe ich jetzt nicht. Ja, okay. Genau. Also, das ist aktuell meine höchste Mosasaurus-Figur, die man hat. Ist ein ganz schönes Teil. Primon Studio hat auch schon mal einen Mosasaurus in der Größe 1:15 veröffentlicht. Das ist aber ein Riesenteil, ey. Das ist größer als den Dominus. Also, das ist wirklich so ein richtig großes Ding. Was ist das für eine Größe? Das ist jetzt 1:35. 1:35, okay. Ja. So, ist aber auch alles hier noch nicht final. Mirko, glaubst du, dass Blue in Chaos Theory Staffel 2 vorkommt? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, sagt er. Okay. Ich glaube, dass die Blue-Story abgeschlossen ist erstmal. Vielleicht würde man Beta nochmal sehen. Weil irgendwann wird Blue ja auch ganz schön alt. Ja, gut, dann wäre noch ein bisschen Zeit dahin. Was ich mir vielleicht vorstellen, also wünschen würde, was mit Blue passiert, ist, dass sie eventuell ein neues Rudel bekommen würde. Wenn das Blue, würde mich freuen. Wenn also, Blue eine Zeichnung malt, das ist dann ein Blueprint. Das ist ja gut. Wichtige Frage, die kann ich mit Ja beantworten, du musst es gleich nur zeigen. Hast du Figuren vom Ceratosaurus oder vom Carnotaurus? Ja, tatsächlich. Der Carnotaurus ist auch da hinten bei dem Diorama dabei. Hab aber auch. Ja, aber das ist der von Jurassic World, der ist nicht ganz so geil. Das ist das geile Design. Genau, ja gut, das ist der von... Von Disney's Dinosaurier. Genau. Warte mal, was habe ich hier noch? Carnotaurus. Ich finde ihn gerade nicht. Tja, jetzt sitze ich hier alleine und für Selbstgespräche. Das, ihr Lieben, das ist die Chaos-Theorie. Das ist die Kernaussage der Chaos-Theorie. Das ist tatsächlich Tobis Lieblings-Carnotaurus. Ich finde den so geil. Ist von Disney. Ihr könnt mir bestimmt sagen, welcher Film das ist. Das wisst ihr bestimmt. Disneys Carnotaurus. Zeig mal bitte den Spinosaurus da oben. Das ist jetzt. Ach, da oben steht einer, ein kleiner, ja. Das ist aktuell noch der kleine, ja. Spinosaurus habe ich auch tatsächlich 6 Figuren, die rauskamen bisher. Vom Spinosaurus. Alle ganz anders und verschieden. Da habt ihr. Das ist mit eins der schönsten Modelle, die man bekommen konnte, tatsächlich. Das ist der von Jurassic Park 3, also das ja. Design? Ja, das ist der Jurassic Park 3. Das ist auch ja, mit ist einer der schönsten Spinosaurus-Modelle, die auf dem Markt waren. Disney's Dinosaurier, genau. Jawohl! Richtig. Und wenn ihr echt ohne Scheiß auch mal gucken wollt, was da noch alles für Figuren gibt, so dieses ganze, das Universum, wo ich jetzt hier gerade drin sitze, dann auf Mirkos Kanal. Schaut da echt mal drauf, da werden regelmäßig Figuren ausgepackt, Unboxings, Erklärungen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. Achso, bevor ich es wieder vergesse. Sollte im Jurassic Uni ein Live-Event veröffentlicht werden, wo sie dann in so einem Livestream die neuen Infos vorstellen. Mhm. Machen wir das live? Treffen wir uns dann hier und ja. Quatschen da live drüber? Machen wir. Okay. Machen wir. Habt ihr das gehört? Machen wir. Ihr habt es gehört? Machen wir. Ihr habt es gehört? So. Theo, kennst du Prehistoric Park? Prehistoric Park kenne ich auch, ja. War auch so eine Art Dokumentationsserie. Da haben die irgendwie so einen Käfig gehabt. Also das war so ein bisschen wie Jurassic Park. Also die hatten dann so Käfige und da haben sie halt dann die Dinosaurier aus verschiedenen Zeiten geholt, meine ich. Also das war auch so. Ich glaube, das war sogar auch mit Nigel Marvin, wie der hieß. Okay, also auch so eine 2000er-Doku. Nee, die war schon ein bisschen neuer tatsächlich, Prehistoric Park. Wenn mich nicht alles täuscht. Könnt ihr mal Bug zeigen oder ist das was oder ist das der da oben steht? Der da meinst du? Ja, das ist Bug. Habt ihr gut erkannt? Tatsächlich kommt davon auch noch eine lizenzierte Statue Alter, raus. Die sieht so krass schwer aus, Mann. Ja, die ist auch ein bisschen schwerer. Auch so einem schönen grünen Design, das ist schon geil.
Ist auch tatsächlich, ich halte es auch nochmal oben, die Kamera. Ist auch nicht, also es ist keine lizenzierte Statue, aber V-Dragon ist der Hersteller, hat tatsächlich die schönsten Jurassic Park Statuen an sich rausgebracht, die unlizenziert sind. Das ist schon ordentlich. Dö habe ich auch. Die ist aber jetzt nur die Frage, ob es Dö sein soll oder nicht. Ist jetzt aber auch eine 1:35 Figur. Also leider nichts in der 1:20 Größe. Aber ich muss den Dings noch ein bisschen runter machen. Genau. Ja. Aber tatsächlich kommt auch noch ein schönes Diorama raus von Prime One Studio. Das ist richtig geil. Von The Lost World mit Eddie Carr im Auto. Ach was, okay. Und Buck und Dö auf der Seite, wie sie ans Auto gucken. Was richtig kostet der Spaß? Das ist schon ein bisschen teurer. Das ist auch größer dann wahrscheinlich. Das ist einmal ein Meter, eine runde Base. Und da stehen halt zwei solcher Rexe drauf. Mit dem Baby und dem Auto. LED-Beleuchtung. Alter, ach was, echt? Hast du irgendwas, was beleuchtet ist? Das ist richtig. Nee, tatsächlich habe ich nichts. Es gibt auch gar nicht so viel, was innerlich beleuchtet. Achso, der Bernstein, den habe ich auch. Ja, aber es gibt aber eine Indoraptor-Statue. Oh. Da steht der Indoraptor, auch 1:15 größer als der Indominus. 1:6 ist der, größer als der Indominus. Und der steht da auf diesem, bei dem Endszene, wo er oben auf diesem... Und brüllt so nach oben, ja. Der brüllt dann so nach vorne und dieses ganze Teil ist beleuchtet, also das Dach. Oh, was kostet sowas? Oh, der war damals günstig. Den hast du damals, glaube ich, für 900 Euro oder so bekommen. Und was heißt denn jetzt? 2000 oder was? Jetzt kriegst du nur für 2000. Boah, Alter, oder Mann, so. Weil die halt auch zu teuer sind. Einfach. Ey, ja, tatsächlich muss man auch sagen, es macht auch so keinen Spaß mehr, so zu sammeln. Ne? Also es wird halt alles sehr, sehr teuer, die ganzen Figuren. Wenn ich überlege, dass man das hier noch so für 900 Euro bekommen hat. Ja. Kann man das sehen? Ja. Ja. Und eben dann der Fallen Kingdom Rex. Ich meine, klar, der ist geil. Die Qualität und so ist nochmal um Welten besser, aber es ist halt schon sehr, sehr extrem bei den großen Statuen. Die kleinen Statuen sind da im Endeffekt, hast du von den kleinen Statuen trotzdem auch mehr. Also die sind trotzdem schön detailliert, sie sind halt nur nicht so groß. Ja. Aber von an den Details und so kann man eigentlich nicht meckern. Obwohl, du hast mir was erzählt, auch was sie inzwischen ganz gerne mal machen bei diesen Raptoren-Statuen. Dass die einfach die Designs ummalen, aber die genau, Figurendinger beibehalten. Die großen Hersteller haben so ein bisschen diesen Hang dazu, ihren Kunden nichts Neues mehr zu geben, sondern einfach nur umzugestalten. Umzugestalten, ja. Okay. Anstatt zu umskulpturieren. Ne? Also das ist ein bisschen schade. Nee, Star Wars Lexikon, der Dilophosaurus, der ist aus Jurassic Park, also der ist aus dem Film, nach dem Film bemalt worden. Mit der Spraydose, mit dem Rasierschaum. Ja. Ja. Mit der Can, genau. Ja. Giganotosaurus-Statue habe ich noch keine große, die kommt aber auch erst raus, die 1:15. Statue. Es kommt auch noch eine 1:10 Statue raus. Die ist halt aber auch ultra riesig. Ist aber auch hier in Deutschland ein bisschen schwer zu bekommen. Ja, die Dilophosaurus ist hinter mir. Gerade hier. Das Raptor Squad besitze ich auch tatsächlich. Das ist in der kleinen Vitrine. Das Blue Squad? Ja, das ist da drüben. Das kann ich aber beim nächsten Mal gerne rausholen und zeigen. Wir machen einfach nochmal einen schönen, oder du kannst auch so einfach mal einen schönen Dingstream auf deinem Kanal machen. Deswegen bei ihm vorbeigucken und abonnieren. Und dann machst du mal ein bisschen was dann auch live mal. Ja, auf jeden Fall. Hast ja einiges hier zu zeigen. Wir quatschen dann gerne über Figuren und allem drum und dran. Wir können ja auch dann zu gewissen Themen quatschen. Ja, so, sonst noch irgendwas? Ich wäre dann soweit durch, denn du willst noch ein paar Fragen beantworten, von was noch ist. Was ist das Schwarze auf dem Tisch? Das ist, wenn das Tobi und ich uns knutschen können. Ja, heimlich, haben wir nicht gemacht. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind die Väter vom Dunklen.
So, ja. Das kam mir eben erst. Hat ein bisschen gedauert. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich war gerade in die Fragen vertieft. Ich habe dich gefragt, ob du den Chat vor dir liegen haben willst. Du hast gesagt, ja. Das ist natürlich also, ablenken, ne? Ja, das ist... Es lenkt ab. Eine Roomtour mache ich gerne, aber nicht heute. Deswegen abonnieren. So. Terra Nova. Kennst du Terra Nova? Ja. Ja. Schade. Nur eine Staffel gewesen. Das war echt... Gab es nur eine? Das weiß ich nicht. Es war nur eine Staffel. Das war so zum Heulen. Tatsächlich. Baby T-Rex-Figur habe ich auch. Ist mit einer meiner kleinsten Figuren hier. Der Bug ist wunderschön, das stimmt. Parasaurolophus habe ich auch da. Die Lego-Dinosaurier von den Sets. Tatsächlich allemal besser als das, was wir damals hatten. Erinnerst du dich ans Jurassic Park 3 Lego? Ja, Mann, das war lustig. Wo sie einfach das T-Rex-Design genommen haben, ein Segel hinten dran und gesagt haben, das ist das Dino. Das war so geil, ey. Das war echt perfekt. Ich dachte, ja, ich muss dir die Kamera zeigen. Das war echt lustig. Das war echt cool. Das war aber zu diesem Lego Studio damals gewesen. Das war echt geil. Wo du selber diese Stop-Motion-Filme mitmachen konntest. Kennst du das? Mit dieser Kamera? Diese Lego-Kamera? Ja, das hatte ich auch mit dem grünen T-Rex, gell? Ja, genau. Mit dem Kopf auch dann, mit dem großen hast du dann zum Teil. Ja, das war schon geil. Das war richtig cool. Die Jurassic Park 3 Raptoren, die kommen jetzt auch erst nächstes Jahr tatsächlich raus in der großen Scale. In kleiner Variante habe ich sie hier als Actionfiguren und als normale Figuren. Das war einfach, warte. Tatsächlich sammle ich nicht nur Dinosaurierfiguren. Das waren die Raptoren. Ah, ja, ja, genau, die sehen aus wie Galilimus. Ja, die Kamera. Können wir das sehen? Man sieht halt ganz schlecht, glaube ich. Ja. Das war schon. Das war nix. Tatsächlich, also wie gesagt, sammle ich nicht nur Dino-Figuren, also ich sammle auch Marvel-Figuren, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Marvel-Comics. Also ich bin schon ein Universalsammler, sage ich mal. Das ist halt so mein Hauptsammelpunkt, das ganze Jurassic Park und Dinosaurier-Zeug. Ja. Ja. Ach so, ey, kannst du bitte noch die Geschichte erzählen? Ich finde das witzig. Das hier, ich erzähle das jetzt. diese Wand. Das ist die stolzeste Geschichte. Ja, was einfach so lustig ist. Mirko kommt zu mir nach Hause und kommt in meinen Raum. Und im Hintergrund habe ich ja auch so eine Holzverkleidung. Und er fasst es an und denkt sich, hä, das ist ja einfach nur eine Tapete. Und ich denke mir so, ja, das ist so echt. Ich meine, das hat echt ausgesehen. Mirko hat diese Holzwand nur gebaut, weil er dachte, dass ich echtes Holz in meinem Raum habe. Und er wollte das unbedingt auch nachbauen. Du hast jedes davon einzeln da dran geklebt. Ja, ich habe jedes Riemchen mit Leidenschaft da dran geklebt. Warst du schwer enttäuscht, wo du den Fake entdeckt hast? Ich war sehr enttäuscht, ja. Ich habe mir nur gedacht, wie konnte ich mich so blenden lassen? Ja, die Influencer, gelogen. Also glaubt niemals das, was ihr so in der Kamera seht. Es ist alles, nichts ist, wie es scheint. Nee. Sagen wir es mal so. Ja, aber ich finde das gut. So. Gut. Drei Fragen machen wir noch. Ich zeige jetzt noch einmal, habe ich gesehen, den Indoraptor. Auch so ein Totschläger, ne? Ja, der Indoraptor. Ja. Also das ist eigentlich mit die schönste Figur und auch die einzige Figur als Indoraptor, den du in dieser Größe bekommen konntest. Ist der so selten, oder ist das der produziert? Es hat keinen Hersteller. Kein Bock gehabt. W-Dragon war der einzige Hersteller, der gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier so einen Indoraptor und einen Indominus Rex in der Größe. Und tatsächlich ist es auch 1:15. Also ich könnte ihn jetzt zusammen mit dem Dings ausstellen, mit dem Indominus Rex. Also das ist ein Größenverhältnis. Das ist dieselbe Größe. Okay. Krass, okay. Also man sieht dann... Das Größenverhältnis. Können wir nächstes Mal machen. Ja, ey, da können wir... Mal, genau. Da sieht man mal das Größenverhältnis vom Indominus und vom Indoraptor, weil man das sich gar nicht so drüber vorstellen kann. So. Ich schwitze vom Sitzen. Ja, ja. Und hier unten ist es kalt. Auch nicht gesund. Ja, tatsächlich. Warm, so. Gut. Dann...
Influencer und ihre Täuschungen. Ja, ja, direkt Skandal. Ich wurde richtig getäuscht von Tobi. Du hast dir einfach eine eigene Wand gebaut. Ich hier voll Blut, Schweiß, Geld reingesteckt. Ja. Ah, ja. So. Noch zwei Fragen? Okay. Eine Frage, wahrscheinlich die am wichtigsten für euch alle ist, die ich aber leider jetzt hier im Stream nicht so beantworten werde, ist, wo ich die Figuren kaufe, weil ich mache jetzt hier keine Werbung. Ja. Das könnt ihr gerne bei mir auf der Seite immer, da verlinke ich das Ganze auch auf Instagram und so. Da, oder ihr könnt mir auch gerne schreiben, dann schreibe ich das euch. Das zählt trotzdem als Frage 2, ne? Ist Frage 2, ja. Ja, habe ich aber, es war eine wichtige Frage. Ach so, müsste, die ja. Natürlich, weil taucht natürlich am meisten ja, auf. Ja, gut. Deswegen, ne? So. Gut. So. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage jetzt noch zu. Ich gucke jetzt nochmal hier drüben. Zu Chaos Theory. Denkt ihr, der Giganotosaurus kommt in Jurassic, also in Chaos Theory, Chaos Theory vor? Nee, der ist ja tot. Logisch, der ist tot. Ja, es sei denn, sie haben noch aber einen zweiten gemacht. Aber ich glaube, dass die eher sich jetzt ein bisschen mehr darauf so verlassen oder verlassen, dass sie jetzt einfach mehr. <tot. lacht> Ja, die wollen einfach jetzt andere Saurier zeigen. So, ich bräuchte auch den T-Rex erstmal nicht. Wir haben jetzt so viele schon gesehen. Aber jetzt haben wir dem Allosaurus so, ein bisschen so mehr Spotlight Mimus. Gegeben. Such, ja, sowas. Baryonyx, such Mimus. Vielleicht nochmal einen schönen Spinosaurus, aber nicht nee, der wird immer schlimmer. Der kommt jetzt in Staffel 2 mit diesem Kaulquappenschwanz. Kennst du den? Zu einer langen Zunge da und so Goofy-Zähne. Aber nee, glaube ich nicht. Ja. Genau. Okay. Sind wir durch? Sind wir durch. Drei Fragen beantwortet. Deine Lieben, nochmal zum Abschluss. Gebt mal ganz kurz dem Livestream heute Abend eine Note von 1 bis 6. Ne? Note 1 beste, Note 6 schlechteste. Würde mich einfach nochmal gerade so interessieren. Ja. Euer Feedback für diesen Stream. Und solange trinke ich meinen kalten Kaffee. Hast du nicht ultra kalt. Nö, noch so ein Rest da drin. Oh, das ist wie so ein Stromschlag, Mann. Ja, ich glaube, ich muss kotzen. Ja, glaube ich. Oh, mein iPad ist sogar fast leer. Ja, ja, deswegen habe ich das Licht da runtergedreht. Okay, Leute. Es wird jetzt eh Zeit, weil wir können gleich den Chat nicht mehr lesen. 1 minus. 6. 5. Habt ihr entweder, seid ihr echt gerade gemein oder ihr habt es nicht verstanden, dass 1 das Beste ist? Du hast ja vorhin gesagt, 1 bis 10 und 10 war das Beste. Also ich verändere das. Ja, ja, das, aber ja, das mag sein. 1 plus mit Sternchen. 3 minus. Okay, dann. Jens, du hast doch eben ganz Sommer abgestimmt. Jetzt wird es jetzt interessiert mich die Leute, die schlecht bewerten. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Feedback. Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. An die Leute, die uns mit 1 bewerten, danke dafür. Wirklich. Die dürfen raus. Und auch die Zweier. Die Einser dürfen jetzt gehen, der Rest bleibt immer nochmal im Raum. Wir müssen darüber reden wir nochmal. Ein guter Stream, dankeschön dafür. Vielen Dank, Baran, auch nochmal für deinen Support und deine Spenden. Eins aber nur, wenn du diesen Stream mit Chat hochlädst. Ja, das wird bei dir schwer. Bei mir? Warum? Also ich hab nicht so viel Chat-Zeug drin. Also. Ja, du, den Chat hast du ja bei dir nicht eingeblendet, den du es hochlädst. Du hast ja nur das Video dann an sich. Ach so. Den Chat hast du nicht, den ist mir damit nicht im Bild. Achso, das hast du ja auch ausgestellt, oder? Also, ja, ja. Ich hab den Chat nur also nebenbei. Ist bei uns gar nicht möglich, gell? Mein Chat kannst du noch nachholen, wenn du diesen Livestream nochmal schaust. Achso. Deswegen. Ja, du, wenn. Der dein, ja, ja. Ach, keine Ahnung. Aber wenn du das Video jetzt abgreifst, wir haben jetzt hier keinen Chat im Bild, dann hast du nur das Bild. Bei mir weiß ich jetzt. Achso, ich dachte, 5 wäre gut, Entschuldigung. Okay. Entschuldigt. Viktor Stechbart, dein Kommentar wird gerade ausgeblendet. Weiß nicht wieso. Du hast Einsen geschrieben, glaube ich, ganz viele und damit gespammt. Der wird gerade von YouTube gesperrt. Zumindest geblockt. Der Chat muss moderiert werden. Zu viel Spam. Ist das wirklich so krass gewesen heute? Entschuldigt. Besser vorbereiten. Liebschier ist auf jeden Fall dir glaube ich da, wenn das zu viel Spam war. Inwiefern besser vorbereiten, lieber Kai? Das musst du nochmal ausführen.
Wenn du jetzt meinst, dass wir, weil das so mit Karteikarten und so, das werde ich nicht machen. Das kann ich nicht. Das ist mir ein. Ich mag dieses Frei über was Quatsch, ja, nee, mag ich find, mehr. Find ich jetzt auch. Freireden. Ich meine, wir hätten vielleicht ein bisschen roteren Faden mit der Serie machen, das auf jeden Fall, weil wir sind schon sehr oft viel abgeschweift. Ne? Aber ist auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir über ein Thema sprechen, da tun wir unsere Erinnerungen auf jeden Fall nochmal ein bisschen auffrischen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Wann kommst du wieder auf YouTube live? Das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken, nächste Woche Sonntag. Ich wollte eigentlich jeden Sonntag mal live kommen, um über so ein oder zwei Themen zu sprechen. Ja, das mit den Notizen. Ich weiß, was du damit meinst, dass man sich... Aber ich weiß hier halt auch nicht, was ich jetzt in dem Stream anspreche. Mit den Episoden gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da hätte man sich vielleicht noch mal kurz informieren sollen. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wo das Gespräch überall hinführt. Da kann ich mir jetzt ja nicht so alle Notizen machen. Das ist ja ein bisschen, man schweift ja auch manchmal ein bisschen ab. Ne? Ich meine, ja, das Wichtigste, vielleicht noch mal zusammengefasst, dass das schneller durch ist, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig. Weil man das ist, ja. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das nächste Mal ein bisschen, vielleicht einfach mal Stichpunkte aufschreiben, was wir jetzt hier besprechen wollen. Mhm. Und dann auch danach gehen. Und du guckst weniger in den Chat das nächste Mal. Dass wir erstmal Thema. Das ist toll. Ja, yeah, das habe ich mit dem Nico auch. Der Nico, mit dem Nico rede ich was und ich frage ihn was. Der guckt auf den Chat und macht. Ja, komm, so schön war es jetzt bei mir nicht. Ich habe manchmal den Faden verloren. Also. Yeah, so, das war es jetzt nicht. Man bespricht ein Thema und dann befragt man den Chat zu dem Thema und dann geht man auf den Chat ein. Dann machen wir das so. Er ist total genervt. Nee, ja, aber Silvia, wir machen das auch für Staffel 2, definitiv. Nein, alles gut, Kai, alles gut. Bei dir finde ich sogar krass, der Kai, der schreibt wirklich auch in die Kommentare, wenn er was geil findet, aber auch wenn er ehrlich ist und sagt, hat mir gar nicht gefallen. Das ist doch auch in Ordnung. Also du hast ja, in der Regel hast du ja sehr viele Leute, die entweder nur was Negatives schreiben, guckst du dann so drauf, merkst, der beschwert sich bei jedem Scheißdreck. Mhm. Und andere, die einfach alles geil finden, was auch schön ist, kann ja auch sein. Aber bei Kai vertraue ich da auch schon, weil er wirklich ehrlich ist dann da. Und dann auch wirklich sagt, hier, pass mal auf, das hat mir nicht so gut gefallen. Du laberst zu viel vor den Videos. Das ist eine große Kritik bei mir. Ja, gut. Ja, gut, das hat mir halt manchmal. Ja. Das ist halt. Aber gut, danke auf jeden Fall für eure Bewertung. Schön, dass ihr am Start warst. Du machst die Abmoderation. Das ist die Abmoderation? Ja. Ich kann das doch gar nicht. Ja. Wir sind hiermit raus, also macht's gut. Ciao. Nee, Spaß. Ey. Der nächste Stream lässt auf jeden Fall nicht auf sich warten. Wir planen hier noch einiges und wie gesagt, gerne nochmal kurze Eigenwerbung. Abonniert liebend gerne meinen Kanal. Das würde mich super freuen. Und ja, wie gesagt. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Dass ich finde, dass diese Figuren zu Jurassic World gar nicht so scheiße sind wie die Filme. Das kann gut möglich sein, ja. Das ist aber auch ein bisschen anders, er war, weil so Material empfinden, ob du was gut findest oder nicht. Das stimmt. Das kommt halt ganz anders herüber, wenn man es nochmal in 3D in der Hand haben kann. Ja, auf jeden Fall, auf jeden als Fall. Als das nur so auf 2D auf dem Dings zu sehen, auf dem Bildschirm. Ne? Das stimmt. Also es ist schon. Aber ich finde ja auch, obwohl das für mich mit einer der beschissensten Szenen aus dem Film ist, ist das hier mit deine geilste Figur. Ja. Ich finde die schon krass. Ist auch tatsächlich meine letzte Figur, die ich mir, also meine letzte Statue, die diese Sammlung bereichert hat. Hast du die geunboxed auf deinem Kanal? Ich habe ein Short-Unboxing gemacht, Okay. Das findet man auf meinem Instagram-Kanal, ist oben angeheftet, das ganze Ding. Und auch auf YouTube vorbeigucken, da findet man nämlich alles hier. Das ja, also zukünftig auf jeden Fall.